haben sie schon Mittagessen? Hallo liebe Leute und ein herzlich willkommen zu dem zweiten GTA Royale Livestream. Wir sind back am Start. Dieses Mal höchstwahrscheinlich alles gefixt, dieses Mal soll alles rennen. Ich habe meinen Router extra heute gerestartet vorm Stream. Toi toi toi, hoffentlich halt das durch. Eine Runde, ja, hier mit GTA Royale und... Ich sage mir Andl, Andl, sag mir Andl, was ist eigentlich letztes Mal passiert? Was ist denn, du Andl, was ist denn du letztes Mal eigentlich im Stream passiert? Sag mir, wo sind wir da hingefahren mit dem Auto, ha? Das ist ein blutiger Mann hinter mir. Wer spielt heute zum ersten Mal mit? Haben wir schon alle gespielt? Ja. Alle dabei? Perfekt. Ja. Wir haben alle schon mal gespielt. Gut, dann wissen wir die Regeln. Keine gepanzerten Fahrzeuge. Kannst du das mal noch mal erzählen? Ich erzähl's nochmal. Dann ganz wichtig, mit dem U-Menü bitte die Schlüssel immer klauen. Da haben wir letztes Mal ganz viele Probleme gehabt. Was ich noch? Funktioniert mit eigentlich der Dietrich? Der funktioniert nicht. Dann, für alle, die es noch nicht wussten, die ganzen illegalen also Sachen funktionieren. Funktioniert der Karl? Ich hätte eine Frage. Bitte, ja. Alter, warum bist du so riesig? Was soll die Scheiße? Guck mal. Das ist so fies. Ich zieh heute auch. Ich zieh heute auch Schöckelschuhe an. Ich bin echt bis auf ein kleiner Milchkugel. Dankeschön. Das werde ich mir merken, jetzt gehe ich nach Hause. Uff. Gut, der hat gesessen, ne? Ja, Fliegers, Fliegers. Also ich will nicht sagen, aber 1-0 für die Dame. Ich wollte noch dazu sagen, es gibt noch die ganzen illegalen Sachen, bis auf Bank und Juwelier. Sprich, ihr könnt jetzt auch farmen gehen. Really? Verstanden. Ich wollte jetzt eigentlich eine 10-Stunden Geiselnahme machen. Perfekt, perfekt. Jawohl, und sonst, die Zonen sind ein bisschen neu angepasst, werdet ihr merken, und ich hoffe, es funktioniert heute alles. An dieser Stelle wünsche ich heute allen viel Spaß und Glück. Gibt es sonst noch welche Fragen? Ja. Bitte. Könnten Sie die Enten nicht entsorgen? Ja, bitte, gerne. Wann kommen eigentlich die neuen Feuerwehrskins? Hoppala, das ist die falsche Ente. Das ist die falsche Ente. So, jetzt haben wir zwei Enten. Jetzt haben wir zwei Enten. Ah, das ist meine Entendame. Komm zu mir, ich liebe dich. Bitte auch, Jungs und Mädels, bitte aufhören, wir müssen uns konzentrieren. Es geht gleich los. Gut. Halt euch nochmal durch, gell? Bitte dann noch ganz wichtig, abonnieren und Glocke aktivieren bei mir und ist den Like-Button pushen. Fail-AP, wenn ich ins Krankenhaus mich hiele? Ja, das ist richtig krasses Fail-AP. Ich werde wieder mal das Auto ausöffnen. Das Auto ausöffnen, perfekt. So wie letztes Mal. Ich eröffne das Gericht, falls wir anstatt perfekt. Alter, Fabian, Meter lang für 50 Euro, Alter. Er schreibt aber nichts dazu. Liebe geht raus. Der Furz ist auch dabei. Rest von der Paysafe für dich. Vielen Dank. Dann Wild Luren ist auch dabei. Meine erste Spende, beste Hunde. Liebe deine Streams. Dankeschön. Dankeschön an Prestige Master Level 1 für 1 Euro. Also Level und 1 Euro. Luca Hüttenheber ist auch dabei. Hüttenheber, was ist ein geiler Name? Für 1 Euro und 7 Cent. Paul 1 zu 7 mit einem 10er dabei. Ich bin auf RLO angenommen worden und kennst du mich noch? Der Furz ist für dich, Bruder. Lieber Paul, liebe geht raus. Robin Pers auch am Start. Hoffe ich, du gewinnst wieder. Viel Glück. Ja, letztes Mal haben wir gewonnen und da habe ich einen Andl schön abgeballert. Nordtile auch dabei. Schon wieder zu spät. Andi ist schuld. Diesmal ist echt Andl schuld. Es ist immer Andl schuld eigentlich. Meine Redcar. Wirst du jetzt den Bundeskanzler von Österreich? Gut, das wird bestimmt gut werden. Nee. Entschuldigung, hast du gestern Chili Cheese Fries? Oh ja, hatte ich. Das war, ich schwöre dir, ich bin heute aufgewacht und das nicht nur einmal war am Klo. Und es hat zweimal gebrannt. Ey, aber weißt du was ist? Darf ich nur was anmerken? Unten brennt's mehr als oben. Das wollte ich nur anmerken. War der Stuhl neben dir leer? Alter, der Dark Gamer LP schaut mal Tobi aus. Eine kleine Spende vom Geburtstagskind für das 100. Spende ist für RLO. Liebe Grüße auch an Andl. Okay. Ach, das war's. Entschuldigung, das war von Sarina Arnold. Da bist du raus. Scusi, ich soll dir von Sarina Arnold was ausrichten. Ich soll dir liebe Grüße ausrichten. Jetzt kommt die Donation. Das war 52er. Von The Dark Gamer LP, was sagst du dazu, dass Shorty zurücktritt und bist der Beste? Der tritt zurück! Was? Ich find's nicht schlecht eigentlich. Leute, no shit, bevor wir hier loslegen. Ich sage ja so, Politik hat ja bei mir eigentlich eher weniger zu tun auf dem Kanal, aber ich find, Politik ist ja insgesamt so ein bisschen scammy. Also ich finde sowieso die Leute, die da so, also nicht, ich kann jetzt nicht alle in den Topf werfen, aber es gibt schon viele, die in der Politik Scheiße bauen. Und ich find, wenn du Scheiße baust, dann tritt zurück. Also wenn du selber weißt, du hast Scheiße gebaut, dann tritt einfach zurück. Das ist das Beste, was du machen kannst. Und ich find schade, dass so viele Politiker so falsch sind. Aber es ist leider so. Ich sag so, wer die Macht hat und wer regiert, das ist halt oft, ist da sehr viel falsch drunter.
Sag ich, wie es ist. Aber habe ich auch nicht mitbekommen, dass er zügig zurücktritt. Ich habe nur die Hausdurchsuchung mitbekommen. Bei Shorty wurde Haus durchsucht. Beim Bundeskanzler wurde das Haus durchsucht. Beim Admin on Duty wurde einfach im Haus reingemeldet mit Durchsuchungsbefehl. Zeschi, beste Beschäftigung, wenn man krank ist und diesmal mit Text. Alter, danke schön, Zeschi, für 1 zu 7. So, wir starten es aber durch, oder? Sollen wir es dann durchstarten? Ich gehe nochmal die letzten hier durch. Wie gesagt, Sarina Arnold, vielen Dank. Und hast du heute Geburtstag, dann alles gut auf jeden Fall. Nina Dragon auch dabei, vielen Dank. Manu Redcar haut auch raus. Alter, Nina Dragon, 49,90, ist ja heftig. Wirst du jetzt Bundeskanzler? Also, das habe ich ja. Also, ich könnte einspringen als Bundeskanzler, ne? Nordchili und Andele Schuld, die Entenfamilie, jawohl. Sharpie, hallo Saskia, Grüße nach Bretsch, jawohl. Lukas wollte mit auf dem Server mitmachen und wurde abgelehnt. I'm sorry, Bruder, es tut mir leid. So. Spidey TV. Hey Xion, ist meine erste Spende. Kannst du mich grüßen? Das ist der Sound of Spende. Grüßen raus an Spidey. Alter, Zechi mit 1 zu 7. Leute, jetzt hauen wir doch mal alle Herz in den Chat und dann starten wir durch, okay? Leute, ich will jetzt doch mal den Like-Button pushen sehen. Noch mal Herz in den Chat für dieses geile Projekt. Lass mal's regnen im Chat. Einfach die spendabelste Community auf ganz YouTube, Leute. Dann lassen wir's wirklich jetzt noch mal ziehen, Alter. Was los? Ah, doppelt ist besser. Ich kann nicht mal eine Einblende machen. Wie geht's mit Gizubesch auf dir auch? Zu viel Musik heute. So, Leute, wir starten jetzt mal wirklich durch. Wir starten jetzt durch. Alter, Ziel auch, Dankeschön. Robin Perser. Sigi Hoff, Schandl, Quint, du. Ja, ich hoffe nicht. Die Hupe! Was machen die denn? Jungs. Matt Madison ist gestorben. Der arme Matt. Rip Matt an dieser Stelle. So, wir starten jetzt mal wirklich durch. Alle hier hoch und dann geht's los, alle ob. Wo sind sie denn, die Jungs und Mädels? Muss ich sie alle selber hier hochholen, ne? Ja. Jungs, Mädels, jetzt bitte konzentriert's euch, ja? Jetzt geht's los. Ja, Entschuldigung, ja, ich habe noch ein bisschen was vorgelesen, tut mir leid. Aber jetzt starten wir, okay? Seid mal ready? Gut, wann geht das los? Digga. Ich hätte eine Creme. Und los! Es gibt keine Fragen! Los geht's, Leute, wir sind back am Start. GTA Royale, die zweite Runde. Und ich freue mich drauf, Leute. Ich freue mich. Endlich geht's wieder los. Gut, wir fahren direkt Richtung Stadt einwärts, würde ich sagen, oder? War der theoretisch. Ach nee, scheiß drauf, Alter. Scheiß auf Stadt. Ich habe eine bessere Idee. Wenn wir schon da sind. Leute, wir gehen direkt Drohnen abbauen. Ey, was ist heute los? Ich kann ja gar nicht Mucke anmachen. The Dark Gamer LP auch wieder am Start. Ja, bist du deppert. Haut ein Fuffi raus. The Dark Gamer LP, vielen herzlichen Dank für 500.000 Euro an dieser Stelle. Nee, natürlich 50 Euro. Fühl dich gegrüßt, fühl dich geküsst. Ah, Alter, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht reinmettle, Alter, in den Baum oder so. Nee, wisst ihr, was nämlich heute meine Taktik ist? Wir gehen direkt farmen, weil es geht jetzt, Leute. Wir können jetzt illegale Sachen machen. Das heißt, wir gehen jetzt farmen. Ich hoffe nur, dass hier irgendwie ein Auto reinkommt. Bitte, dass ich irgendwo ein Auto in der Nähe hier finde, weil ich nicht in der Stadt lande. Und hier ist es ein bisschen schwieriger, an Autos ranzukommen, aber scheiß drauf, wir machen das einfach. Wir machen jetzt einfach auf High Risk. High Risk ist da. Ich schaue so, dass ich schön brav lande. Oh ja, guter Landeanflug, perfekt. So, und los geht's, Leute, wir brauchen ein Auto. Mit ein bisschen Glück findet man sogar was Offenes. Okay, da brauche ich gar nicht gucken. Alter, muss ich aber aufpassen, dass ich überfahren werde hier, ne? Und bei der Biker Gang muss ich auch ganz schön aufpassen. So. Aber ich brauche erstmal ein Auto, ein Kfz. Ein Auto, der wo fährt. Alter, die werden jetzt fast hier. Ach, komm, halt die Fresse. Nee, ich muss irgendwie ein Auto finden. Das ist jetzt erstmal die erste. War vielleicht auch nicht die beste Idee, aber ich denke, wenn wir mit einem Zeitlimit von... Oh, bitte halt an. Nee, die steigen alle nicht aus, okay. Das ist das Problem in GTA, die Frauen steigen nie aus. Die Frauenquote, dass wer aussteigt, ist null. Das ist so programmiert, ich kann nichts dafür. Ich bin kein Frauenfeind oder so. Ich will nicht damit sagen, dass Frauen sich nicht wehren können. Das möchte ich damit nicht behaupten. Aber GTA hat das so programmiert, also müssen wir damit jetzt... Deshalb macht mich gerade endswert, dass hier nur Frauen drin sitzen. Ich komme sonst ins Auto nicht rein. Nee, ich komme da sonst nicht rein, Leute. Weil ich hab noch keine Waffe. Wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich ein bisschen was abgehoben hätte und dann eine Waffe geholt hätte. Ah, da ist ein Auto, Alter, wenn das offen steht. Ach, bitte, sagt er, ist offen. Noch bitte. Die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, 5%, dass ein Auto offen steht. Nein, ich dachte, es ist offen. Och nee, Menno. Ja, scheiße, mach ich ihn jetzt. War eine scheiß Idee. Wäre ich doch zum Parkplatz oder so gefahren. Ja, aber da hinten ist noch ein Auto. Oh, bitte sag nicht, dass der... Ey, wobei, das wäre gar nicht so schlecht, wenn der offen stehen würde. Dann können wir direkt dingsen gehen. Ne, wisst ihr, was ich meine?
Oh, der ist zu, ne? Na, der ist zu. Scheiße, Alter, wie mache ich das am besten jetzt? Ich habe keine Waffe. Die anderen flitzen sich ja schon in Autos rum. Ah, der ist auch zu. Scheiße, ey. Okay, wir müssen gucken. Ich hab grad irgendwie einen großen Fehler gemacht, weil ich hier gelandet bin, wo eigentlich nichts los ist. Und ich habe kein Kfz, kein gar nichts. Weil ich kann jetzt so hoffen, dass hier irgendwer mit dem Auto vorbei... Oder warte mal, wo ist denn hier denn der nächste Laden zum Waffeln kaufen? Hier hinten, da können die... Ist das, sie gehen da Richtung Waffenladen. Ja, bis dahin habe ich vielleicht Waffeleisen oder so. Oder hinten steht noch ein Auto. Ich brauche halt sau viel Glück jetzt, Leute. Was hier vielleicht ein Mann drin sitzt? Nee. Ey, warum fahren hier nur Frauen rum? Bin ich im Frauenland oder was? Hier ist kein einziger Dude im Auto unterwegs. Kein einziger. Gut, an dem Parkplatz könnten wir vielleicht ein bisschen Glück haben. Hier sind drei Autos. Drei Autos. Bei 5%iger Chance, vielleicht haben wir Glück. So wie beim BMW M5, den wir letztes Mal geklaut haben. Gut, der Präsident tritt zurück. Ja, ich glaube, dann werde ich Präsident in Österreich. Schieber for President, oder? Was sagt ihr? Schieber for President? Wäre doch schön. Ja, bitte sag, du bist offen. Nee, ist auch zu. Ach komm, so eine Scheiße. Ah, es war, ey, das war so eine blöde Idee. Ich habe gedacht, wir finden hier fix irgendwie ein Auto. Ich habe nicht nachgedacht. Ja, komm, wieder eine Frau. Ach komm, das gibt's doch gar nicht. Ist hier irgendwie Nähkurs oder sowas? Was ist denn hier los, sag mal? Fahren die alle zu einem Nähkurs, der hier irgendwo in der Nähe ist? Das gibt's doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht, dass hier so viele Frauen unterwegs sind. Ich hab so Scheiße gebaut. In der Hinsicht, ey. In der Hinsicht habe ich jetzt komplett einen Blödsinn gebaut. 5 Minuten umsonst, Leute. 5 Minuten umsonst gerade. Ey, das ist halt echt Humbug. Das ist halt echt schlecht, Alter. Ja, so finde ich ja niemals ein Auto. Weißt du, ich hätte mir wenigstens... In der Stadt hätte ich jetzt ein Fahrrad oder irgendwas gehabt. Ich habe gerade gar nichts. Ich kann nur hoffen, dass ich irgendwie Geld auf dem Konto habe. Und dort mir eine Waffel kaufen kann oder so. Ist das wie ein Battle Royale aufgebaut? Ja, das ist ein Battle Royale Modus. Also es kommt auch eine Zone rein und alles, wo du sterben kannst. Und wir haben jetzt eine Safe Zone für eine Stunde. Also die 54 Minuten ist noch Safe Zone. Da ist PvP aus. Und sobald diese 54 Minuten weg sind, das ist Vorbereitungszeit, ist PvP an. Nee, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Warum sind hier nur Frauen? Guck! Kein einziger Mann! Keiner! Oh, bitte sag, die Karre da vorne steht offen. Ach, bitte. Ich bettle dich an, dass dieses Auto hier vorne offen steht. Nächstes Mal werde ich das anders machen, Leute. Weil ich wollte eigentlich direkt zu dem Pflänzchen hin. Das war aber die schlechteste Idee ever, Alter. Das war einfach mit Abstand die dümmste Idee. Ah, ich drehe durch. 5%ige Chance, dass das Ding offen steht. 5%. Das Glück ist auch nicht auf meiner Seite. Ja, komm, wir gehen einfach ein Waffeleisen holen und dann schießen wir wieder aus dem Auto raus und fertig. Da vorne steht noch ein Auto. Eieiei. Ja, ich bin halt echt in der Frauenwelt gerade. Da ist kein einziger Mann im Auto unterwegs. Es wundert mich nur gerade ein bisschen, warum das so ist. So schlimm war das ja noch nie. Es ist langsam dunkel. Schau mal hier, ich muss ja gar nicht mal ins Auto gucken. Ich sehe ja schon wieder, dass eine Frau drin sitzt. Guck. Guck, wieder eine Frau drin. Da ist kein Mann mehr im Auto. Schau dir das an, Alter, was ich für ein Pech habe. Wenn ich das gewusst hätte, Alter. Wenn ich das gewusst hätte. Dass hier nur Frauen im Auto sind, die sowieso nicht aussteigen. Ich dachte, ich mach's mir hier easy. Ah, da ist jetzt endlich mal ein Mann. Oh, scheiße. Oh, nee, der verprügelt mich. Och. Jetzt kann ich ein Medikit kaufen auch noch. Du blödes Stück Scheiße, ey. Das Ding ist trotzdem verschlossen, ne? Weil der mir den Schlüssel nicht... Ja, sicher ist das Ding verschlossen. Ey, so eine Scheiße. Jetzt kann ich ein Medikit für $1000 auch noch kaufen. Das war die dümmste Idee ever, Alter. Das war die dümmste Idee ever. Die ich jemals hatte, Alter. Das ist halt wirklich... Es ist halt einfach wirklich dumm. Da, Gamer, bedanken wir Fuffi. Aber Wunden habe ich keine, ne? Nee, passt. Das ist gut. Vielen Dank von Fuffi, Liebe geht raus. Er schreibt nichts dazu. Zwei TV, Xyon, gönnt bitte Like up für die Verspätung. Die Verspätung, da musste Andel was raushauen. Andel ist nämlich dran schuld. Ich bin ja gar nicht dran schuld. Da müsste Andel was machen, nicht ich. Du weißt Bescheid. Ro, irgendein Grüße aus Bosnien. Hat sie gewonnen. Dankeschön zurück. Vielen Dank. Alter, wie lange muss ich noch... Alter, das gibt's doch gar nicht. Wie lange muss ich da noch gehen auf unserem Parkplatz? Wenn wir Glück haben, ist da ein Auto irgendwo. Hätte ich das gewusst. Alter, die anderen sind sicher schon alle hart am Farmen. Ich glaube, ich werde heute so einen Einscheiß haben.
Es wird heute nicht gut gehen. Ich merke es jetzt schon. Ich habe jetzt schon Pech, Alter. Ich habe einfach... Weißt du, allein, dass ich schon von einem Typen eins über den Deckel gezogen bekommen habe, das zeigt mir schon, dass ich heute ein Pech habe. Ich werde sich als erstes heute abbrecken. Wetten wir? Ach komm, das Auto wieder zu. Ach komm. Das, es wird doch ein Auto offen sein, bitte. Eine. Bitte ein kleines Auto. Eins. Ist hier irgendwo ein Bankomat? Nee, ne? Muss nämlich zum Bankomaten hier irgendwo. Ach, bitte sei du offen. Bitte wenigstens du, du kleiner Stinkerscheißer, du. Ja, das gibt's nicht. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, Alter, was ich für ein Pech hab. Das ist halt wirklich, Leute, das ist halt wirklich Pech, ne? Ich meine, dass ich dumm bin, ist das eine. Aber dass ich jetzt gerade Pech hab, dass kein Auto offen steht, ist das andere. Weil wisst ihr noch, letztes Mal der M5, der einfach offen stand? Wisst ihr den noch? Den einen M5, der da einfach rumstand. Und da war einfach offen, der Wagen. Und so ein Glück habe ich gerade nicht mehr. Das Glück ist nicht mehr auf meiner Seite. Das mag mich gerade nicht mehr, das Glück. Sei wenigstens du offen kommen. Ah, ich sehe auch, das auch zu. Ja, das zu. Dankeschön. Ja, ich muss halt echt ein Waffeleisen kaufen, anders geht das gar nicht. 10 Minuten verschwendet, Leute. 10 Minuten das Klo runtergespült. Das ist scheiße. Das ist sehr scheiße. Und ich habe noch nicht mal Waffeleisen oder sonstiges. Ey, der Dark Gamer LP, danke nochmal für ein Fuffi. Du hast das Pech, dass du später gewinnst, ne? Ja, vielleicht. Also wenn ich heute das Ding gewinne, dann würd's mich wirklich wundern, weil ich habe jetzt echt einen Nachteil. Weil ich weiß nicht, wie lange ich jetzt noch brauche, bis ich irgendwo ein Auto finde. Ja, hupt nicht so blöd. Das ist halt jetzt die Frage, wie lange ich jetzt brauche, bis ich irgendwo ein Auto finde, dass ich mir... Weil ich kann ja nicht mehr einkaufen gehen, weil ich kein Dings habe. Ich habe kein Geld dabei. Ich, ohne Waffe kann ich niemanden aus dem Auto zerren, sehe ich gerade. Weil ich habe vorhin eben probiert, aus dem Auto rauszumetteln und ging auch nicht. Jetzt muss ich zu dem Shop vorlaufen, wo der einzige Bankomat hier weit und breit ist. Und dann muss ich einfach hoffen, dass irgendwas auf dem Konto liegt, dass ich mir wenigstens für 100 Dollar was leisten kann. Aber ich glaube, nicht mal das kann ich mir gerade leisten. That's the issue, Alter. Das ist ein Riesenproblem. Ich bin gerade, ihr müsst euch vorstellen, ich bin gerade von ganz hinten von... In der einen kleinen Stadt, da vom Motel, hier alles hergerannt, weil ich nichts habe. Das ist halt... hätte ich das gewusst, Alter. Oh, das ist ein Fahrradverleih! Fahrradverleih! Ich kann es mir nicht leisten, ne? Ich kann mir nicht mal ein Fahrrad leisten. Oder? Ich muss jetzt ein Fahrrad nehmen, es geht nicht anders. Ja, ich hab nicht genug Geld, ich kann mir nicht mal ein Fahrrad leisten. Das ist halt sad moment. Weißt du, wenn ich ein Fahrrad hätte, dann könnte ich wenigstens noch ein bisschen was mitmachen, aber so wird's schwer. Ah, 15 Minuten noch Zeit. Also wenn ich jetzt Glück habe, habe ich hier irgendwo noch Geld drin. Schau, ich glaube aber, es ist leer, das Konto, ne? Ah, 100 Dollar, ja! Ja, perfekt, damit kann ich mir ein Waffeleisen kaufen. Also so ein kleines, wisst ihr, was ich meine? Dieses Ding, mit dem ich, also diesen Raketenwerfer, den darf ich zwar nicht benutzen, aber damit kriege ich Leute aus dem Auto. Perfekt. Und damit kann ich überfallen. The Dark Gamer LP, Schallert einen Fuffi raus, dankeschön! Es funktioniert also doch noch. Nee, aber ohne Witz, nächstes Mal fahre ich einfach rein in die Stadt und gut ist die Sache. Das tue ich mir kein zweites Mal mehr so an wie hier gerade. Das tue ich mir kein zweites Mal mehr an. Ey, sag mal, der Dark Gamer LP, warum schaltest du so viel raus gerade bei mir? Was ist denn los? Bank überfallen oder was? Schnell das Geld loswerden oder so. Ja, 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 der Schlinger hat eine Bank ausgeraubt. Wir wissen es ganz genau. Schau noch, ob hier irgendwas offen ist. Ja, aber wirklich vielen Dank, Alter, Bruder. Der haut immer was raus. Das ist unglaublich. Da muss man schon mal fettes Danke und Küsschen auf die Nuss sagen. Wie bei Monte. Kuss, Diggi. So, kann ich mir das jetzt leisten? Der kostet ja nur ein paar Dollar, schätze ich, ne? Hier, wo ist denn das? Feuerwerk, 59 Dollar. Mit dem kriege ich nämlich wen aus dem Auto raus. Und das geht's mir jetzt nur gerade, dass ich wen aus dem Auto rauskriege. Damit kann ich jetzt jemanden bedrohen, Alter. Gut, es muss doch nicht das beste Auto sein. Hallo? Ey, nicht mal das kriege ich hin. Ah, hier. So. Hupt nicht so blöd und raus aus der Karre. Hoffentlich ballern die mich nicht ab. Go back to your hole, shit, dick. So, wenigstens Alter, endlich ein Auto. Bitte baller mich nur nicht ab. Überbrücken muss ich die Kiste noch und dann geht's los. Man ist halt eine Scheißkarre, aber was willst du machen? Es ist halt, ich nehme das, was ich gerade krieg, Leute. Ich krieg halt das, was ich hier gerade krieg. Durchsuchen.
Hoffentlich hat er ein bisschen Geld oder so dabei, das wäre schnieke. Wär ganz schnieke, wenn hier was drin wäre. Oh, jawohl, $245 gefunden, aber leider Schwarzgeld, das müssen wir waschen. Aber trotzdem, gefunden ist gefunden. Gehört uns. Gut. Ist das schnieke. Das ist super. So, ich schaue noch, dass ich ein anderes Auto bekomme. Hauptsache, wir kommen hier weg. Waffeleisen kann ich mir jetzt noch nicht leisten, aber wir gehen mal farmen. Wir müssen schauen, dass wir in 46 Minuten hier irgendwie das gebacken kriegen, dass wir da Richtung Stadt einwärts auch kommen, dass wir die Sachen verkaufen bekommen. Weil mein Ding ist jetzt, ich gehe jetzt Schlüssel. Ach, stimmt. Danke an den Ehrenmann, an den Ehrenbruder, der mir das gerade gesagt hat. Stell dir vor, ich hätte mich jetzt ausgesperrt. Ja, 149 km/h für die Kiste, ist halt nicht gut. So, wir schauen schnell, ob wir irgendwo ein Auto, der ist zu langsam. Ich schaue, dass ich hier irgendwo was finde, mit dem wir schnell unterwegs sein können. Boah, war endlich mobil, Alter. Nach 15 Minuten Verspätung. 15 Minuten habe ich am Auto gesucht. Lass euch mal auf der Zunge zergehen, wie viel Zeit ich gerade verloren habe. Ich schaue, ob ich hier irgendwo ein Auto... Ach, das sind ja alles Kackautos. Ja, komm, halt die Fresse. Ich brauche ein geiles Auto jetzt. Das ist mal das Erste, was ich brauche, weil mit dem fahre ich nicht weiter. Da verlieren wir zu viel Zeit. Er fährt nur 150. So, hier in der Kreuzung wird wohl einer fahren, oder? Ich habe heute insgesamt viel Pech, ne? Ich nehme einfach den hier oben, der passt schon. Also besser ist das Ding auf alle Fälle. Ja, hier. Den halten wir an. Och komm, das ist jetzt nicht dein Scheiß Ernst, oder? Dass der mich einfach umfährt. Das ist ja wirklich ein Dreckstück hier vor mir. Das ist wirklich ein Dreckstück. Boah, Alter, vielleicht ist das Ding hier offen. Ist da noch der BMW? Das ist nämlich richtig geil. Wenn der offen steht, Ehre. Nein, der ist zu. Scheiße. Ich habe mich gefreut. Die letzte für heute. Ich hoffe. Sonst wirst du noch arm, Bruder. Vielen Dank. Also, The Dark Gamer LP, dann lass uns mal regeln für dich. Warum bin ich eigentlich hier hingegangen? Schau mal. Oh, da ist. Ah, den brauche ich. Das ist der Wagen, den ich brauche. Genau den. So, jetzt darf ich nichts falsch machen. So, gib mir den Scheißschlüssel. Gib mir deinen Scheißschlüssel. Gib mir deinen Scheißschlüssel. Ach komm, halt die Fresse. So, egal. Überbrücken. Weil das Ding ist geil. Der BMW, den hatten wir letztes Mal. Der ist richtig schnell. Okay, wir haben ein geiles Auto gefunden. Das ist gut. Bitte nicht die Türen kaputt machen. Bitte nicht die Türen kaputt fahren. Das wäre super. Guck mal. Türen, alle Türen schließen. Gott sei Dank, Alter. Weil nicht, dass die Türen weg sind. Weil die Karre ist richtig gut. Also die Karre dürfen wir nicht weggeben. Hä, habe ich jetzt was falsch gemacht? Ach, konnte es nicht überbrücken. Oh geil, $235 gefunden. Ah, jetzt geht das scheiß Überbrücken nicht. Die scheiß Karre, Alter. Bläder BMW, komm. Mach mal hin, Alter. Wir haben noch 44 Minuten Zeit, um die ganze Scheiße zu machen. Ich hoffe, das geht sich aus, Leute. Ich hoffe, das geht sich aus. So, jetzt mach. Ja, überbrückt. Perfekt. Geil. Schlüssel klauen und fertig. Endlich, Alter. Endlich, es geht los. Jetzt, Leute, jetzt können wir durchstarten. Jetzt haben wir alles. Ey, Franziska Nachtrab, brauchst du Geld? Ja, wir brauchen Geld, aber nicht in Real Life. Franziska, vielen Dank. 200 Euro. Sag mal, bist du komplett fertig mit dem Leben? Was ist schon wieder los hier? Ey, liebe Franziska, du bist ja nicht... Das machst du nicht zum ersten Mal, das weiß ich. Ich weiß auch, bei anderen war schon des Öfteren. Ich hoffe, du kannst dir sowas leisten. 200 Euro, das ist viel Geld. Und bei Franziska weiß ich, dass es real ist an dieser Stelle. Weil Franziska das öfters macht. Liebe Franziska, fühl dich gegrüßt, fühl dich geliebt. Ich hau mal hier für dich eine Like raus. Den lass mal da für dich. Der ist komplett für dich, liebe Franziska. Lass mal alle Like für die Franziska da. Abnormal, wirklich abnormal, Franziska. Abnormaler Support. Aber liebe Leute, ich sage ja, Support ist kein Mord. Das kostet auch nichts. Man kann auch abonnieren, Glocke aktivieren oder ein Like da lassen. Das ist komplett euch überlassen und das kostet gar nichts. Nur nicht vergessen, einer hat mir geschrieben, wenn ich immer sage, man soll abonnieren, dann abonniert er doppelt und deabonniert und abonniert dann wieder, wenn er wieder draufklickt. Das ist, ja, gibt auch solche Leute. Ey, Franziska, wirklich, ohne Spaß, das ist echt viel Geld. Also, Franziska, mir geht's gut in Real Life, Gott sei Dank. Ich kann gut leben. Nur hier brauchen wir gerade Geld. Also auf RLOSA schon, auf GTA Royale brauchen wir gerade Cash. Direkt rüber transferieren die 200 Eurönchen. Bud Spencer. Guck dir schon sehr lange hier ein kleines Dankeschön. Dankeschön, Bud Spencer. Auch mein Kindheitsheld damals, ne? Habe ich gern geschaut, Bud Spencer.
Eieiei, Cat Noir ist auch dabei. Moin, was fährst du eigentlich für ein Auto? Ist doch safe ein 3er BMW, aber welchen davon gibt's für? Ich sag nicht genau, was für ein Auto ich fahre. Also, kann auch vielleicht ein 4er sein, kann auch ein 7er sein. Ich finde ja fast alle BMWs schön. Das Einzige, was ich zum Beispiel nicht schön finde, sind die neuen 2er BMWs. Die finde ich jetzt nicht so geil. Aber ich finde sonst BMW insgesamt geil. Vielleicht fahre ich aber auch einen M8. Nee, gut, das kann ich mir nicht leisten, das ist zu viel. Also ganz ehrlich, bei uns in Österreich sowieso die Preise ganz vergessen, aber ja. Ich sag so, ich fahr ein teures Auto, ja. Ich hab's auch fast neu gekauft. Also es war schon gebrauchter, aber ich habe ihn fast neu gekauft. Also einen ganz neuen BMW habe ich mir gekauft. Also zum damaligen Zeitpunkt war er ganz neu. Hat vielleicht ein paar Kilometer drauf gehabt. Also da muss ich schon sagen, bei Auto, da ich bin ja ein kompletter Automensch und da gebe ich auch gerne mehr aus. Da bin ich gern dabei. Aber ich sag halt nicht, was ich fahre, mein Gott. Ich will nur nicht so tun, als würde ich irgendein günstiges Auto fahren, wäre arm oder sowas. Also ich muss schon zugeben, mir geht's ja gut. Und beim Auto habe ich wirklich nicht gespart, habe ich mir wirklich mal was Schönes gegönnt. Weil ich bin jahrelang, seitdem ich glaube ich, ich bin 3er BMW gefahren, da war ich, mit 16 habe ich den gekauft, stimmt, mit 16. Und habe den gefahren, bis ich, boah, wie alt war ich denn da? Alter, was ist denn los, sag mal, spinnt ihr? Ey Leute, was ist denn los hier im Chat? Ey Nina Dragon, sag mal, das ist zu viel? Nina Dragon, das sind 400 Euro. Das wird erstmal in einem M3 investiert. Nee, Alter, ey, ohne Scheiß, Nina Dragon, das sind 400 Euro an dieser Stelle. Ich hoffe, du hast dich nicht verdrückt, dass du vielleicht 39,99 schreiben wolltest und nicht 399,99. Sag mal, was ist denn heute los? Also, wieder wäre die Bank ausgeraubt, ich schwöre euch. Alter, Leute. Nina Dragon, das ist, bei Nina weiß ich halt auch, Nina hat das schon öfters gemacht. Nina kenne ich, Nina Dragon hat das auch schon mal öfters bei mir gemacht. Leute, ich bin wirklich verdammt dankbar dafür. Ich kann es nur nicht nachvollziehen, warum das Leute machen. Das ist einfach so viel Geld. Gut, es gibt auch Leute, die spenden bei Monte 500 Euro, verstehe ich auch nicht. Der Typ hat alles im Leben erreicht. Verstehe ich auch nicht. Aber das sind 400 Euro. Das ist viel Geld. Das ist für manche eine monatliche Miete, ist das hier. Gut, wobei, da musst du schon am Land irgendwo sein, dass du für 400 Euro eine Miete kriegst. Naja, wobei, ach doch, du kriegst schon eine kleine Wohnung, kriegst du auch in der Stadt aber das ist eine Miete. Das ist einfach mal eine Monatsmiete hier. Wenn du eine kleinere Wohnung in der Stadt hast. Also, ja, eine kleine. Alter, einfach nur heftig. Was kann ich denn, weißt du, Nina Dragon, ich schaller hier für dich. Wisst ihr, dass ihr schon gleich mal hat eine Lasershow? Ich schaller die mal raus. Geh, lass mal jetzt mal da. Aber ich muss leider farmen. Hype in den Chat. Hype, solange es noch geht. Das ist für euch, Leute. Hype in den Chat. Und wir sind am Farmen. Hier geht die Luzi, hier geht mal Gas. So, zusteigen, einsteigen mit den Fahrchips an der Kasse lösen. Auf geht's. Da kann man auch schon mal Danke sagen an dieser Stelle. Nee, also wirklich, ich bin wirklich für alles dankbar, Leute. Egal, wie ihr mich supportet. Ich bin für alles dankbar. Weil dank euch kann ich das machen, was ich als Hobby gemacht habe, zum Beruf. Wisst ihr, was ich meine? Und ich finde, man sollte diesen Bezug zu seiner Community und auch zu dem Geld, ja, das sollte man niemals vergessen, wo das herkommt. Das ist ganz wichtig. Das kommt von euch. Und deshalb bin ich euch sau dankbar. Ohne Scheiß, ohne euch könnte ich jetzt mein Hobby nicht als Beruf machen. Und ich glaube, dass ganz viele Streamer und YouTuber das vergessen, wo das eigentlich herkommt, das alles. Das kommt durch euch, Leute. Das kommt nur durch euch. Also da muss ich wirklich ein fettes Dankeschön an euch rausballern. Und mich wirklich bei euch bedanken, dass ich hier sitzen darf und ein Hobby habe, was ich zum Beruf machen konnte. Also das ist wirklich ohne Scheiß. Alter, Zeschi! Also heute flattert sie nur so rein. Also der Like war für euch. Der war einfach nur für euch. Der war für euch, Leute. Alter, Zeschi auch dabei. Zeschi ja auch immer so ehrenhaft, haut immer was raus. 75 Euro, Leute. Ey, das ist zu viel einfach. Heute ist, Leute, Superchat, ich will es euch nicht verheimlichen, Superchat alleine heute. Ich streame seit 30 Minuten nicht mal und ihr habt in den Superchat 1119 Euro reingeballert. Es ist jetzt no joke. Insgesamt, das ist nur der Superchat. 1119 Euro. Das verdienen manche Leute im Monat, das ist zu viel.
Das ist einfach heftig. Nee, es ist wirklich heftig. Ich fühl mich immer so scheiße, weil ich nicht weiß, wie ich euch das jemals zurückgeben kann, so irgendwie. Wisst ihr, ich mach zwar hier meinen Content und so, aber das kommt ja alles von euch, Leute. Oh, das ist heftig, das ist wirklich zu heftig. Gleich ein Nervenzusammenbruch. Nee, ohne Witz, das ist einfach zu viel. Shorty ist zurückgetreten, das wissen wir alle, Leute. Shorty ist zurückgetreten. Also jetzt, ich hab's über den Stream bei euch erfahren. Ja, das sind, Leute, das sind 1124 Euro jetzt insgesamt. Ist nicht mehr normal. Ja, und mal einen Sticker reingemeldet von Mario Hehl. Dankeschön, Mario. Nee, ich stream 30 Minuten. Das ist ein Monatsverdienst von manchen Leuten. Gut, ihr müsst euch vorstellen, das ist aber unversteuert. Ich zahle viel Steuern drauf. Und YouTube zieht sich auch noch was ab. Das heißt, von diesen über 1000 Euro bleiben vielleicht. Warte mal, schnell grob überlegen, was zieht denn sich YouTube und so noch ab? 300 Euro bleiben übrig. 300 bis 400 Euro um den Dreh. Ja doch, 300 bis 400 Euro bleiben übrig. Von den 1100 Euro. Wenn ich jetzt das, weil YouTube bricht auch nur einen Prozentteil davon ab. Und ich muss meine Steuern zahlen. Und das viele, also vor allem wenn man jung ist, versteht man das nicht, wie das funktioniert. Das ist ganz, also eigentlich ist das nicht kompliziert, aber man muss immer berechnen. Das machen nämlich sehr viele nicht und dann gehen sie in Konkurs, weil sie einfach nicht mit einberechnen, dass sie Abgaben zum Zahlen haben, wie Steuern und so. Und dann haben sie am Ende des Tages kein Geld mehr, weil sie alles für zum Beispiel teure Sachen ausgegeben haben. Das mache ich zum Beispiel gar nicht. Ich bin nämlich eigentlich ein relativ zufriedener Mensch. Ich lebe gar nicht so, dass ich mir die ganze Zeit was gönnen muss oder sowas, wisst ihr? Ich spare mein Geld lieber. Und ich habe ja gesagt, mein großer Traum ist es ja mal irgendwann mal ein Haus zu bauen. Und ich bin gerade wirklich dabei, no shit an dieser Stelle. Ich bin gerade kurz davor, ein Grundstück zu erwerben. Ich bin gerade, also die Pläne sind schon alles down, sowas. Ich muss nur noch kaufen. Und dann werde ich hier höchstwahrscheinlich umziehen und dann wird erstmal Haus gebaut. Ich meine, ich kann es mir natürlich nicht leisten. Ich muss natürlich Kredite und alles aufnehmen. Ein Haus, vor allem jetzt, ist fast unleistbar. Aber ein Haus kann ich mir nicht einfach aus der Tasche zahlen. Das geht bei mir auch nicht. Ich kann nicht einfach sagen, gut, ich brauche jetzt ein Haus. Was ich mir leisten kann, muss ich sagen, das Grundstück. Das kann ich mir direkt bar bezahlen. Das Grundstück, das kaufe ich mir. Da brauche ich nichts. Aber ich denke mir, so ein Grundstück kaufen ist immer besser, als irgendwie Geld auf der Seite zu liegen. Weil ein Grundstück gehört dir. Das gewinnt vielleicht sogar irgendwann mal einen Wert und so. Und ich will ja eh sowieso irgendwann mal bauen. Und da bin ich jetzt gerade kurz davor, ein Grundstück mitzuholen. Und das ist so mein Traum. Ich brauche keine Rolex, ich brauche keine Golduhr, ich brauche keine Goldketten. Das brauche ich alles nicht. Mein Ziel ist es, irgendwann mal Familie zu haben und glücklich in einem Haus zu leben. Das ist so mein Traum. Mein Dream. Und das, dank euch, muss man wirklich sagen. Dank euch ist das überhaupt möglich, ne? Das ist no shit. Deshalb, ich sag immer wieder, man muss wirklich sagen, dass das ja von euch kommt, von der Community. Und deshalb geht wirklich immer Herz in euch raus. Weil es wäre halt sonst nicht möglich. Und das, ich finde das so sehr schade. Komm mal kurz, warum? Was ist los? Schauen wir mal, was braucht ein Anruf? Komm mal kurz. Ich brauch auch was. Hallo, was ist denn los? Ding hat sich bei mir aufgehangen. Was denn? Das Ladenraubding. Das Shop und gleichzeitig das Aufknacken. Er hört nicht mehr auf mit dem Schlossknacken. Achso, bist du zu weit in den Kreisel rein? Ja. Und dann hat er doppelt. Ja, warte, ich restarte das mal. Vor allem, ich habe einen Tresorcode gekriegt und jetzt geht nichts mehr. Ich glaube, das hängt damit zusammen. Ich wollte es nicht selber jetzt durchstarten, weil es jetzt auch deppert. Ich weiß nicht, wie es heißt. Warte, ich muss es selber schauen. Ladenraub. Nein, nicht Ladenraub, das heißt ganz anders. Warte, ich schau mit, sind wir schneller. Es ist unter. Ja, ich hab's ja gleich. Ich weiß ja, wo es drin ist. Ich muss nur schauen, wie es heißt. Store Robbery, so geschrieben. Store klein geschrieben, deshalb. Ich denke mir schon, hey, ich weiß ja, wie es heißt. 50 mal 1000, so jetzt. Bitteschön. Okay. Danke. Alles gut bei euch? Funktioniert uns alles, oder? Ja, sonst alles. Ah, perfekt, alles. Gut. Jawohl. Bin mal wieder weg. So. Ja, wie gesagt, was ich sagen wollte,
man muss wirklich das im Auge behalten, dass man da niemals niemals das vergisst, wo das alles herkommt, ne? Weil das ist heutzutage bei sehr vielen Leuten nicht mehr der Fall. Aha. Hey, die Drifty ist überall. Hallo. Guten Astrid. Viel Spaß. Ich muss die Karre noch auftanken, bevor ich weiterfahre. Und ihr wisst, Leute, ich lese alle Drunis vor in meinen Streams. Es gibt bei mir nichts, dass ich mal eine Druni nicht vorlese. Außer es steht was Blödes drin oder so. Oder ich überlese sie mal, das kann passieren. Also wenn ich sie mal überlese, tut es mir leid. Aber ich finde, es ist eine Sache vom Respekt, dass man jede Druni vorliest. Und auch wenn es irgendwann mal so ist, dass das 50.000 Drunis sind, dann setze ich mir am Ende des Streams hin und lese die vor. So machen wir das halt. Ich glaube, das ist aber auch gut für alle. Weil es ja so viele gibt, die das nicht mehr machen. Was ich auch irgendwie nicht so ganz verstehe. Man kann sich ja mal hinsetzen und wenigstens am Ende vom Stream sich bedanken, wisst ihr? So. Ich finde, man sollte immer dankbar im Leben sein. Wenn man das nicht ist, dann hat man verloren. Immer dankbar für das sein, was man im Leben hat. Und, ja. Niemals zu gierig werden. Kann ich euch nur empfehlen. Es gibt ganz viele Leute, die viel zu gierig werden. Seid immer dankbar für das, was ihr habt. So. Gut, dann fahren wir mal rüber und verarbeiten das. Ich hoffe, das funktioniert alles. Ich weiß jetzt nicht, ob der Verarbeiter müsste immer gehen. Genau, der geht immer. Der Verkäufer geht auch immer. Perfekt. Ich hoffe nämlich, dass wir so um die 10.000 rauskriegen. Dann können wir uns einen Sniper und so kaufen. Weil Andel und so, die machen anscheinend gerade Überfälle. Und auf das scheiße ich gerade komplett. Warum ist streamt Schandel wieder? Weiß ich nicht. Ich habe sie heute gefragt, ob sie heute Bock hat mitzustreamen. Hat sie gesagt, nö. Ich kann es ja leider nicht sagen, weil bei Schandel ist gerade so, die hat gerade einfach keine Lust und Zeit dafür. Hat gerade anderes zu tun und wer weiß. Vielleicht irgendwann mal, dass sie wieder sagt, sie hat jetzt Bock drauf. Ich will sie nicht zwingen dazu, ne? Und soll sie so machen, wie sie denkt. Ist ja nicht ihr Job oder so. Ist ja nicht so wie bei mir, dass ich das hier hauptberuflich mache. Da darf sie natürlich auch gerne machen, wie sie will und wie sie Bock und Lust hat. Von dem her lasse ich sie das so machen, wie sie will. Und ich weiß es selber nicht mal. Ich weiß auch nicht, wie, wo, wann Schandl wieder streamt. Muss noch Geld waschen. Ja, ich muss das verkaufen und dann müssen wir sowieso waschen gehen. Es geht sich aber alles aus. Ich habe jetzt extra das nicht in den Kofferraum getan, weil ich nicht weiß, ob das sich sonst zeittechnisch ausgeht. So, da mal runterscrollen hier. Zeche mir vorgelesen, genau. Moinxio, mir geht's ja mal vor Ziel gelesen, genau. Körtel ist auch dabei. Nadu, ja, lebst aber auch noch derzeit viel Stress mit Arbeit und Schule, aber bald geht's weiter. Ja, Körtel, alles Liebe. Liebe geht raus an dich, weiß Bescheid. The Dark Game LP, danke für den Fuffi sowieso. Habe ich ja die ganze Zeit vorgelesen. Cinem 3, vielen Dank für den Assistent. Der Lukas 737, wann wird die nächste Phase gestartet? Die ist noch offen bis heute. Heute Abend dürft ihr euch noch bewerben, Leute. Ach ja, ganz wichtig. Für die, die sich noch für RLO bewerben wollen. Es ist nur noch bis heute Abend die Bewerbungsphase offen. Und die schließen wir heute Abend. Also so gegen 0 Uhr werden wir die schließen. Also bis zum nächsten Tag. Also wer sich noch bewerben möchte und 16 plus ist, ihr wisst ja, der RP-Server ist jetzt ab 16, dann dürft ihr euch gerne jetzt noch bewerben. Und ja, kann ich euch nur empfehlen. So. Jochen, wunderlich. Andel ist schuld. Jetzt kannst du mich und die Freundin Schanital grüßen. Schanital grüßen und den Jochen. Jochen der Rochen. Warum heißt er eigentlich nicht Jochen der Rochen? Zieh uns Halsband. Moin. Wie geht's? Bin auch am Start. Hast du SWAT auf Netflix gesehen? Habe ich noch nicht gesehen, nein. Aber ich wollte es mir mal anschauen. Und kennst du mich noch? So. Der ist für dich. Black Desire, bist der beste Herzring für dich und meine Frau Diana. Sind auch deine größten Fans. Oh, Liebe geht raus. Danke für 25 Euro, Black Desire. Und grüße ihn auch raus an die Diana. Cat Noir haben wir ja vorgelesen, genau. Bud Spencer mal vorgelesen. Ja, Mina Gerst auch am Start. Dankeschön, Mina. Mina Gerst auch immer am Schlüssel. Zeschi sowieso immer vorgelesen. Daniel Bönning, danke für 1 Euro und 7 Cent. Ne? Muss ich mal auch wieder hochscrollen hier.
Da werde ich jetzt hier die ganze Zeit verplempern, weil ich hier hochscroll, ne? Aber ich denke mir so, in der Zwischenzeit kann man ja mal vorlesen, wenn ich da gerade am Verarbeiten bin. So, alles klar, alles paletto. 27 Minuten haben wir noch. Boah, aber den Wagen haben wir schön geil ausgesucht, ne? Das ist schon ein geiler Schlitten wieder. Bin wieder ausgesperrt, oder was? Ja, anscheinend. Super. Passt nicht, ich wollte eh die Scheibe wegmachen, dass ich hier rausballern kann. So, jetzt müssen wir ganz schnell zum Dealer. Der macht hier sonst nämlich zu. Und dann geht's los Richtung Dingsbums. Genau, Richtung Dingsbums geht's dann los. Ohne Scheiß, wenn ich hier so durchfahre, ich überlege gerade echt auf RLO diese Offroading-Regel wegzumachen. Irgendwie vermisse ich das. Einfach so mit einem BMW hier übers Gelände zu düsen. Das vermisse ich wirklich. Weil auf RLO musst du dich an so viele Regeln halten. Und unter anderem die Offroad-Regel, ich kann es verstehen, vielleicht bei Supersportfahrzeugen, aber vielleicht so, wenn so eine Limousine, wenn du mit der übers Gelände fährst, ich meine, es geht schon, machst halt den Unterboden ein bisschen kaputt. Aber in der Theorie wird es ja funktionieren. Vielleicht, dass wir da mal ein bisschen die Regeln nicht mehr so scharf machen. Mal gucken, mal gucken. Wäre auch für die Polizei besser, dass sie mit ihren Crown Vicks nachkommen. Matt ist rausgecrashed, ui. Ja, Mann. Einer ist rausgecrashed, aber nach 25 Minuten kriegt er den Timer und alles wieder. Also alles gut. Wir könnten auch ins Casino gehen und die Sachen verzocken. Ey, wenn ihr denkt, ich habe bis jetzt noch keine richtige Waffe. Ich habe $66 auf der Hand. Also ich hoffe, wir kriegen da ein bisschen Geld raus. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der das macht, weil alle anderen gehen Läden überfallen. Das mache ich gerade gar nicht. Wobei beim Ladenraub ist vielleicht gar nicht so schlecht. Jetzt habe ich ja gerestartet, ne? Vielleicht, dass wir in der Stadt wieder die Ladenräume machen. Wie es bei denen sich einfach aufgehängt hat. Ne? Super. Ja, das Ladenraub-Skript ist halt auch nicht das Gelbe vom Ei, muss man sagen. Das ist halt wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Wir testen das. Ich teste das mal. Blitzerrechnung muss ich eh nicht bezahlen. Alles gut, Leute. Alles gut. Ich habe nur 24 Minuten, bis dahin schaffe ich das locker flockig. Hoffe ich halt. Ach nee, muss ja waschen auch noch gehen, ups. Muss ja waschen auch noch. Geht das? Hoffentlich klappt das, Alter. Wenn das klappt, wäre heftig. Händlins Luftlüse Überfalli. Das ist nämlich gerade, das hat nämlich einfach gepasst gerade. Händlich zifft diese Überfall. Nur nicht abdrücken, Alter. Wenn ich jetzt abdrücke, bin ich tot. Das auf gar keinen Fall. Wenn ihr mir einen Taui gibt, dann hole ich mir direkt ein Medikit. Dann brauchen wir ein Medikit. Ich glaube, die Zeit, die läuft gerade zu schnell für mich. Wir haben noch 24 Minuten, um alles zu holen. 6137. 6137. Geil. Geil, 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 geil. Geil. $2000, ui! Ja, kein Wunder, dass sie die Ladenräume so machen. So, jetzt hole ich mir so ein Medikit. Das kostet 2,5, egal, ich kauf's mir. Oder soll ich's mir kaufen? Nee, komm. Wir kaufen's, wenn's wirklich hart auf hart kommt. Jetzt zeige ich, warum die ganzen Überfälle machen, Alter. Kriegst ja voll viel Geld. Also, wenn du den Tresor halt aufknackst. Ja, das ist jetzt, wundert's mich aber nicht, Alter. Jetzt fahre ich aber doch mal ein paar Läden vorbei, Alter. Aber zuerst bei der. Andel ist weg. Andel ist raus. Was machen die Leute gerade? Warum crashen die gerade alle raus? Vielleicht hat Andel heute Internetprobleme und ich heute nicht. Was ist denn los? Ich sag mir, Andel, was ist denn da gut passiert? Nee, irgendwie tut mir das irgendwie voll leid, wenn die Leute bei solchen Events rausfliegen, weißt du? Weil sonst läuft immer alles, das ist immer das Geile. War auch bei 5M so. Gestern, wo wir, vorgestern, wo wir das erste Mal starten wollten, ging 5M auf einmal nicht mehr zu der Zeit, wo wir anfangen wollten. Und deshalb konnten wir ein paar Sachen nicht mehr testen. Da war ich ends mit. So, wir holen uns erstmal die Tech-9, die brauchen wir. Besser als die Uzi. Und dann holen wir uns, warte, was kosten die Sniper? Wisst ihr was? Ich hole mal die Sniper. Ich scheiße da einfach drauf. Ich hole mal meine Tech-9. Munition, die SMG Light oder SMG. SMG Light? Was ist SMG Light? Weiß das wer? Ich hole mir erstmal eine Panzerung.
Zwei Panzerungen und dann hole ich noch eine. Weißt du was, ich probiere mal SMG-Muni. Das wird wohl die sein, oder? Hoffe ich mal. So, weil ich brauche keine Pistol. Ach, wobei, Fall der Fälle, wenn mir die Muni ausgeht, ich hole mir eine Pistol, die ganz günstig ist. So, Fall der Fälle, Leute, Fall der Fälle. Nee, keine 17er Glock. Wo ist denn hier diese? Die ganze die für 2,99, genau. Fall der Fälle. Was ist mit Andel los, Leute? Chat, schreibt mal. Schreibt mal, was. Ist sein Stream offline oder so? Ist Andel sein Stream offline? Ich hoffe nicht. Andel ist wieder da, okay. Ja gut, der Timer refresht sich. Nach 21 Minuten sehen die anderen auch wieder den Timer. War ja so wie bei mir letztes Mal, wo mein Internet mal abgerasselt ist. Weil mein Timer auch kurz weg. Aber es läuft ja alles Gott sei Dank serverseitig. Das heißt, die Zone und alles kommt ja vom Server rein nach so und so vielen Minuten. Timer hat halt Andel gerade keinen. Das ist halt das einzige gerade. So, ich überlege nur gerade 21 Minuten. Ach komm, wir machen das jetzt. Wir fahren rüber und verkaufen das. Und dann schauen wir, ob wir noch ein paar Läden mitnehmen, wenn wir zurückfahren. Aber ich habe gerade echt viel Geld gemacht durch den einen Laden hier. Aber ich hoffe, dass wir durch das Verkaufen ja auch... Er streamt nicht. Achso, stimmt, Andel streamt ja nicht. Never mind. Sorry, vergessen. Sorry, mein Fehler. Mein Fehler in den Chat. Ich habe es vergessen, dass Andel heute gar nicht streamt. Ich hab nämlich immer im Hintergedanken, dass Andel gerade auch im Stream ist. Ach, da könnt ihr ja gar nicht metern heute. Ist ja angenehm. Ach, deshalb heute kein Meter im Chat. Oh, weil ja keiner streamt außer ich heute. Ja, das ist angenehm. Das ist sehr angenehm. Das ist richtig und wichtig. Den Laden hier nehmen wir auch noch mit. Ah, halt die Fresse da hinten. Komm, wenn wir schon auf dem Weg sind. Haben noch 20 Minuten Zeit, Leute. Und dann schauen wir, dass wir noch einen Sniper kriegen und dann ist gut. Ha! Zahlt sich jetzt aber nicht aus, hier reinzugehen, ne? Ne, die hole ich mir später, wenn ich zurückfahre. Deshalb immer draußen bleiben, Leute. Genau aus dem Grund. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen, der die Waffe dabei gehabt? Der direkt Waffe gezückt. Blöde Kuh. Aber wir wissen genau, was wir machen. Wir wissen ganz genau, was wir machen. Weil Schandl wurde letztes Mal abgeschossen von so einer alten, glaube ich. Und deshalb mache ich das immer so auf Vorsicht. Auf der Vorsichtbasis, dass mir nichts passiert. Gut, also wir gehen zum Dealer und dann verkaufen wir das. Ich hoffe, das gibt viel Geld, Alter. Ich hoffe so sehr, dass sich das jetzt auszahlt. Ich hoffe so sehr, dass sich das auszahlt. Ich merke gerade, ich bin noch arbeitslos, ne? Wäre vielleicht besser, wenn wir einen Job haben. Dann kriegen wir, glaube ich, mehr Geld. Oh nee, Alter. Das habe ich nicht gesehen, dass hier solche... Ah, perfekt. Nichts gesagt, hab nichts gesehen. 19 Minutes. In den 19 Minuten müssen wir noch runterfahren zum Wäscherei-Dingsbums. Sonst haben wir ein Problem. Alter. Ich hab immer Flex mit der Kiste. So, wie viel kriege ich dafür? Oh, was habe ich... Oh, ich habe ein Graspäckchen dabei gehabt. Was? Was? So viel... 10.000! What? Okay, okay, das Graspäckchen, das habe ich im Auto gefunden. Das habe ich nämlich durchsucht. Wusste gar nicht, dass ich das dabei hatte. Hat ein Graspäckchen dabei, weil ich das Auto durchsucht habe. Wie geil. Ey, wie geil, Alter. $500 im Auto gefunden, so gesehen. Ey, wie viel Schwarzgeld habe ich jetzt? Ich schaue später. Komm, wir müssen runter. Wir müssen ganz schnell runter zu dem. Weil sonst kommt da die. 19 Minuten kommt da die Zone rein. Wir müssen ganz schnell zum Schwarzmarkt. Zum Schwarzwasch-Dingsbums. Ah ja, jetzt bin ich gestresst, Leute. Jetzt bin ich gestresst. Jetzt ein Fehler passiert, dann darüber. Yes, please. Ich überlege noch, ob ich Auto change, weil Andrew weiß, was ich für ein Auto fahre, weil ich ihn vorhin getroffen habe. So, 18 Minuten. Alter, ich muss so dringend pissen, ey. Ich muss so dringend pissen, gerade in Real Life. Also jetzt nicht hier. Ey, dann können wir uns einen Sniper leisten. Dann können wir uns die teure Sniper gönnen, Leute. Dann können wir uns die teure Sniper gönnen, Alter. Oder wir gönnen uns die billige Sniper und gönnen uns dafür andere Sachen. Ich glaube, das wäre vielleicht die bessere Idee, oder? Wir müssen die billige Sniper holen. Also wirklich die billig Sniper. Auch umziehen muss ich mir auch noch, stimmt. Wie sich das noch in 18 Minuten geht, sich das noch so auskommen. Sorry an die Donis und an den Chat. Ich bin gerade sehr konzentriert, dass ich das jetzt hier noch packe. Wisst ihr, was mir noch auffällt? Wir könnten ein Auto schauen, dass wir irgendwo eins finden, wo hinten keine Fensterscheibe ist. Wisst ihr warum? Dann können wir nämlich im Rückwärtsgang die anderen Spieler abschießen. Ist zwar nicht gerade Fair Play, aber wir könnten uns damit ein bisschen schützen. Also, weil wenn der von vorne kommt, sind wir sowieso tot. Das ist klar. Aber wenn wir jetzt ein Auto haben, wo wir im Hinter... Zum Beispiel, am besten wäre vielleicht so ein... Warte, 11416. 11416. Wenn wir sowas haben wie so ein Geldtransporter oder so... Geldtransporter dürfen wir nicht, der ist gepanzert. Aber jetzt zum Beispiel ein... So ein LKW. Wenn wir da rückwärts fahren und von hinten rausballern, könnten die ja nichts machen, außer sie von vor. Billige Sniper und Scar hätte ich jetzt auch gesagt. Wenn wir die billige nehmen,
und dann die Scar, dann geht sich das sicher gut aus. Teuer hält besser. Ja, aber dann haben wir nicht mehr so viel Geld, dann können wir uns nämlich besser ausrüsten, wisst ihr? Weil ich habe jetzt, weil Munition und so kaufen halt auch nicht schlecht. Ich schätze mal dadurch, dass die anderen gerade die ganzen Ladenräume machen, dass sie nicht wenig Geld haben. Jetzt habe ich auch gesehen, wenn du da einmal ausraubst, kannst du $2000 einfach so rauskriegen. Wenn du jetzt genug Läden machst, hast du auch genug Geld, wisst ihr? Benzinkanister ist voll, ja, deshalb will ich auch mein Auto betanken, Bruder. Eieiei. Alter, ich muss so dringend pissen, Alter. Ich muss so dringend pissen. Ey, Leute, wisst ihr was? Ich gehe schnell pissen. Ich gehe ganz schnell wieder da. Ganz gleich wieder da. Warte, ich lass das noch voll tanken. Weil, Alter, ich platze hier gleich, Leute. Das ist das scheiß Monster Energy, ich schwöre. Ich war noch nie so schnell pissen, Alter. Speedpissen war ich jetzt gerade. Der Tank ist full, ja, perfekt. So, so. Ganz schön hinsetzen und dann gleich los mit der Kiste. Und losrasen, komm. Geht. 500 Euro im Chat. Ja, ihr verarscht mich hier immer, Leute. Komm. Leise im Chat, leise. Ihr kriegt mich damit nicht. Wobei es heute realistisch wäre. Ich meine, eine 400 Euro Doni hatten wir heute schon. Also. Tut mir leid, 3,99 natürlich. 3,99, ganz wichtig. Hubnet! So, okay, also, wir brauchen jetzt ganz schnell noch Waffeln. Ey, Leute, damit kriegt ihr mich nicht mit den 500 Euro. Ist alles gut. Damit kriegt ihr mich nicht. Bin wieder da, ja, hoffentlich. So, okay, also Waffel. Gehen wir da schnell eine kaufen und dann schauen wir gleich mal. Also, Sniper. Kostet ja sonst einen 10er, die große, ne? Wir nehmen einfach die billige. Billig hält besser, hoffe ich mal. Die Frage ist, welche nehme ich von der billigen? Es gibt ja zwei, glaube ich, ne? Nun keinen Scheiß bauen. Das ist der Sound of a Spank. Anaconda Revolver. Anaconda. So, da ist Sniper. Wie viele Sniper gibt es denn? Hier ist noch eine Barrett M. Nee, Leute, was ist die gute Sniper? Was ist die L96A Sniper für 5000? Ist eh die richtige. Ja, das ist die richtige. Perfekt. Ich habe nämlich, die andere ist, glaube ich, die, wo du nicht ranzoomen kannst. Perfekt, dann habe ich die Sniper, die ich haben wollte, weil das war die. Genau, weil die andere wäre die gewesen, wo ich nicht zoomen kann. Weil das ist diese hier. Das ist die richtige. Die kleine Wusra-Spinne. Bin erst jetzt dabei. Bin noch Moped gefahren. Habe ich was verpasst? Ja, ein bisschen. Ein bisschen, Alter. Dankeschön für 50 Eurönchen. Für 50.000 Euro. Dankeschön. Ganze 50.000 Euro Donation hier reingemeddelt. So, ich hoffe, das lag. Ja, YouTube hat gerade ein bisschen Problematik. In meinem Upload ist es nicht, sonst hätte mich schon rausgeschallert hier aus dem Dings. YouTube hat mal wieder ein Lag. Also nicht ich, dieses Mal. Vielleicht direkt mal zu Twitch changen. Was sagt ihr, Leute? Würdet ihr auch auf Twitch gehen? Also ich würde direkt auf Twitch rüber. So, M4A1, AOG, Tech 9 haben wir jetzt. Doppelläufige Schrotflinte, überlege ich gerade. Hm. Desert Eagle, Taurus. Oder halt die Scar, ne? Die Scar ist mir zu teuer. Die ist mir einfach zu teuer, glaube ich. Ich glaube, ich statte mich lieber mit sowas aus. Weil ich gehe am Endeffekt, ich am Ende des Tages eh snipen. Und dann kaufe ich dafür hier mehr Stuff ein. Wisst ihr, was ich meine? Sturmgewehr. Sniper. Sniper. Leute, das mit Twitch ist ein kleiner Joke von mir. Nee, ich werde jetzt nicht direkt auf Twitch changen. Das meine ich nicht damit. Nein, alles gut. Ich habe nur gesagt, ich überlege es irgendwann mal vielleicht. Weil Twitch, dann kann ich das ein bisschen, wisst ihr, dann kann ich hier Highlights hochladen und habe auf Twitch meine Streams. Okay, wartet mal, jetzt habe ich SMG. Ist das jetzt überhaupt die richtige Muni? Ich nehme noch SMG. Zur Sicherheit nehme ich die noch mit.
Sturmgewehr-Muni müssen wir mehr mitnehmen und Sniper nehme ich auch nochmal mit. So, gut, dann bin ich ausgerüstet und wir brauchen... Ach, weißt du was, wir nehmen noch eine Dings mit. Ich muss mich mal anziehen. Eine Weste drüber verwenden. Yes. So, und dann gehen wir noch eine Weste kaufen. Perfekt. Und dann noch ein Medkit am besten. Und umziehen müssen wir uns auch noch. Ein Medkit brauchen wir noch und noch umziehen. Dann sind wir eigentlich eh fertig mit allem. Also, Medkit, umziehen, umkleide da vorne. Yes! Leute, so machen wir das hier. 11 Minuten, dann geht Deathmatch an. Und wir sind gut ausgerüstet, wir sind gut ausgestattet. Wir haben alles, was wir brauchen. Bis auf das Medkit, das brauchen wir noch für 2,5. Aber, ach, das kostet ja 2,5, scheiße. Twitch ist besser. Nein, also ich muss sagen, Twitch ist, glaube ich, etwas stabiler. YouTube hat ab und zu mal Connection-Probleme. Auch wenn ich keine Probleme habe, merke ich manchmal, dass YouTube... Ich meine, es kommt selten vor, aber ich finde, es sollte halt gar nicht vorkommen. Dann gibt es manchmal einen Lag bei YouTube. Das nervt schon hart. Weil dann auch wiederum Leute wegschalten. Ne? Das ist ja auch schlecht für den Zuschauer und für den Streamer ist das ja schlecht. Darf nicht passieren sowas, finde ich. Weil bei Twitch läuft das eigentlich immer relativ smooth. Da gibt es eigentlich keine Unterbrechungen, was ich so mitkriege. So, wir holen uns, was wir jetzt machen? Wir holen uns wieder, glaube ich, das zum Drübertun. Dieses eine, was war denn das nochmal? Ein Untershirt, ne? Diese eine fette Panzerung. Ich weiß nämlich nicht, ob sie was gebracht hat. Ich baller sie einfach dran, in der Hoffnung, dass sie sich was bringt. Ich glaube aber nicht. Ich müsste mal nachlesen. Schau mal, die hier. Die baller ich wieder dran, aber dieses Mal... Police, ja komm, scheiß drauf, ja. Ich weiß halt echt nicht, ob sich das was bringt. Ich nehm's einfach und ein Helm setzt sich auch wieder auf. Ich glaube, das Einzige, was sich was bringt, ist irgendwie so ein Helm. Es gibt irgendeinen Helm, der, ich weiß aber nicht, ist es der hier? Ich weiß es nicht. Irgendein Helm soll sich anscheinend was bringen. Irgendein Helm hilft nämlich, dass du nicht direkt One-Shot bist. Aber gut, ich ziehe einfach das hier an. Ich meine, damit bin ich halt auch sehr auffällig unterwegs. Aber egal. So. Wichtig ist nur, dass wir die Dings immer dabei haben. Und da vorne den Laden, wenn wir nochmal ausrobbeln. Ach du meine Abstimmung. Habe ich schon mal gemacht. Die meisten sind für YouTube, aber kann ich auch nicht. Verstehe ich auch, weil wenn ich jetzt auf Twitch streamen würde und ich würde auf Twitch eine Abstimmung machen, ob ich auf YouTube streamen soll, dann wäre es ja umgekehrt. Das ist einfach auf der Plattform, auf der du bist, kenne ich die Leute natürlich. Dann wollen sie natürlich auch, dass du da dort bleibst, ne? Ist ganz klar. Sag mal, funktioniert das hier auch? Hallo? Prinzessin? Ich habe das Gefühl, dass hier funktioniert. Ich muss erstmal reingehen. Hallo? Oh! Du blödes Stück Scheiße, Alter. Du blödes Stück Scheiße. Blödes Scheißstück, Alter. Komm mal, was weiß ich. Du blödes Dreckstück, Alter. So ein blödes Dreckstück. Und ich wollte hier noch einkaufen gehen. Ey, sowas nochmal mitbekommen, Alter. Weißt du, ich wollte eh draußen stehen, weil man schon so ein ungutes Gefühl hatte. Und das ging aber da nicht. Der wollte, dass ich den drin überfall. So ein blödes Stück, Alter. Hat er mir gerade abgezogen, meine Panzerung. Hat er mir gerade beinhart abgezogen. Dieses blöde Stück. Und ich habe noch Munition verloren. Aber geht das jetzt hier? SMG-Muni verwenden? Nicht SMG? Warte mal, dann werde ich mal... Ah, das ist doch hier diese... Für was ist denn die Light-SMG? So was, ich mach mal die Dings hier. Aber so ist erstmal hier überfallen und dann. Hallo, warum geht das nicht? Hallo! Warum hat es sonst immer funktioniert? Was ist die Scheiße hier? Du wurdest schon ausgeraubt? Ach komm, halt die Fresse. So. Jetzt schauen wir mal, welche Muni das hier ist. SMG verwenden. Ja, Alter, dass wir viel Muni drin haben. Das ist gut, weil im Fall der Fälle haben wir ein Problem. Gut, ich hol mir ein Medikit. Ach, das kostet zu viel. Scheiße. Das Medikit kostet zu viel, Leute. Und der wurde schon ausgeraubt. Ja, er kann mir jetzt nicht leisten. Das ist ganz toll. Ach, vielleicht habe ich noch was da. Hallo, bitte. Fall der Fälle kann ich sonst noch auszahlen. Ja, $50. Wow. 50, ey. Hm. Ich brauche ein Medikit. Ich brauche ein Medikit und die scheiß Panzerung hat er mir auch noch durchgejagt. Das blöde Stück. Oder soll ich einfach auf dieses Medikit scheißen? Soll ich einfach auf gut Glück das hier so lassen? Nur weil mich der eine Dude geboxt hat. Weißt du, das ist so viel Geld, was ich da rein investieren muss. In dieses beschissene Medikit. Es ist unglaublich. Aber, ja, was ist zu machen, ne? Ich könnte so mal hier drüber fahren und hier probieren, mein Glück. Ich glaube, irgendwer ist da sicher schon die Luzi abgefahren. Habe ich das Gefühl. Sicher schon Andel alles durchgefahren, als ich das Script gewiestet habe. Weil er gemerkt hat, dass das viel Cash gibt hier.
Nächstes Mal werde ich es auch so machen. Zuerst jeden überfallen und dann das andere machen. Das ist, glaube ich, gescheit, aber du kriegst halt echt viel raus. Aber bis jetzt ist noch keiner geweckt, sehe ich. Bis jetzt sind nur alle da. Also noch keiner ist irgendwie... Hat irgendwas abgestorben oder so. Da kommt der sicher auch schon weg vom Fenster, ne? Ja, natürlich, guck. Was mache ich? $50 auf Sozialversicherung bekommen. Wisst ihr, was wir machen könnten? Wir könnten sonst... Ah, ne, das kann ich ja auch nicht. Ich krieg ja nur Schwarzgeld. Was könnte ich denn machen? Schuld. Selber schuld. Tja, wer einfach in den Laden reingeht und das ist halt selber schuld, Alter. Wenn er ohne Weste oder was reingeht oder sich blöd verhält. Kein Mitleid an dieser Stelle. Der erste ist abgereckt. Weißt du, ich sag doch, es ist doch keiner gestorben. Matt ist der Erste, der abgereckt ist. Matt, Liebe geht raus. Matt ist gestorben, weil er einen Laden überfallen hat. Das ist mal. Es war mit einer Ehre. Ja, es war mir auch eine Ehre. Dankeschön, Matt. Danke, es war mir wirklich eine Ehre. Wisst ihr was, wir fahren einfach zum, wir scheißen aufs Medikit, wir bombardieren uns zu mit, Dingsbums, genau, wo ist es denn? Halt die Fresse da vorne, alles gut, hör auf zum Hupen. Warum hupen die immer so viel? Können die nicht einfach Ruhe geben? Ich tue doch gar nichts. Oder ist das das Problem, dass ich nichts tue? Das ist ja mitten im Verkehr, das wird eher das Problem sein. Nee, wir holen uns jetzt einfach Panzerung, wir scheißen aufs Medikit, das Medikit ist zu teuer, Leute. Kein Bock drauf, das Ganze ins... Ich gehe Munition kaufen mit dem Geld, dass uns die nicht ausgeht und, Weil, ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen Bock. Ah, ich hab ne Idee, Alter. Ich hab ne Idee, Leute. Wir können uns hochhealen lassen. Solange es noch geht, beim Ding drüben. 5 Minuten haben wir noch. Scheiß drauf, ich mach das. Wir fahren zum Krankenhaus. Also, wenn es funktioniert, dann wäre es geil, weil ich glaube, das geht auf Rechnung. Da kannst du dich hochhealen lassen. Aber es geht halt nur, solange die Zone hier ist, ne? Also, hier gibt es ja so einen Healpoint. Da muss ich nichts zahlen. Ich hoffe, das funktioniert noch. Weil es ist ja kein Arzt online. Fällt mir gerade so ein. Also ich hoffe, das geht hier. So, und hier könnte ich mich hochheben lassen, ne? Oh, schau, 8 Uhr. Kostet ja nichts. Jetzt habe ich eine Rechnung. Ich muss sie ja nicht zahlen. Die muss ich nicht zahlen. Geil. Warum bin ich nicht vorne auf die Idee gekommen, hier hinzukommen? Ich hätte fast ganz viel Geld dafür bezahlt. Guck mal. Jetzt habe ich $800 auf Rechnung bekommen. Die zahle ich eh nicht. Wir müssen hier keine Rechnung bezahlen. Alles gut, Leute. Ey, ist das fies. Ey, das ist echt fies, ne? Aber ich hab's fast vergessen, dass das geht. Ich hab das voll vergessen, weil das haben wir im RP eingebaut. Wenn kein Medic da ist, kannst du dich jederzeit hochheben lassen für $800. Auf Rechnung, ne? Jetzt auch wieder Blitzerrechnung bekommen. Scheiß drauf, zahle ich alles nicht. Ey, das ist ja voll der Joke, ne? Aber das geht auch nur, solange die Zone hier ist. Das geht nur, solange die Zone hier ist. Sonst kannst du es eh nicht mehr nutzen. Gut, wir kaufen noch ein bisschen ein paar Westeln und dann... Dann fahren wir ab, Leute. Dann würde ich sagen, fahren wir ab. Gut, die Weste ziehen wir an. Passt. Panzerung ist da. Und dann holen wir uns ja ganz viel Panzerung. 1, 2, 3, 4. Also ich kann nicht mehr tragen. Perfekt. Munition hole ich jetzt. Das war die SMG-Munition, ne? Nicht die Light-SMG. Die holen wir. Sturmgewehr-Muni. Und vielleicht holen wir noch eine Flinte oder so. So eine Flinte. Schlagmesser. Doppelläufige Shotgun, Muskete, Feuerwerk, Tech-9, Uzi, AOG. Kann ich mir jetzt nichts mehr leisten. Okay, perfekt. Ich bin ready, Leute. Ich bin ready für alles. Ich bin jetzt offen und ready. Ich würde sagen, wir verpissen uns mal. Ich schaue noch, wo die Zone reinfährt. Ich würde sagen, wir fahren hier so lang. Hier, das ist immer relativ safe. Ich will mich ein bisschen Camping betreiben, dass ich nicht direkt der Erste bin, der abreckt. Und ich bin jetzt gut ausgestattet. Also jetzt kann ich nichts mehr sagen. Jetzt fahren wir uns hochhealen. Jetzt sind wir wieder full, komplett, full house. Und jetzt kommt eh die erste Zone und dann fahren wir mal rein. Dann ist nämlich schon ein Shootout, ist dann da. Die Frage ist jetzt nur, ob ich mir noch ein anderes Auto holen möchte, wo ich halt im Rückwärtsgang fahren kann. Und mir keine Sau was wehtun kann. Aber ich glaube, so ein Auto haben wir nicht, was auf der Straße rumgurkt. Nee. Geil wär's halt, ne? Es wäre halt fies, aber geil. So 2 Minuten noch, dann ist PvP an, Leute. Dann geht die Luzi ab. Dann geht's los hier. Ich bin nur sehr froh, dass ich mein BMW wieder habe. Mein Baby.
Gibt's sonst noch irgendwas, was... Oh, komm, halt die Fresse, Mann. Gibt's sonst noch irgendwas, was wichtig wäre? Habe ich noch irgendwas vergessen, Leute? Oder habe ich alles eingekauft, was ich brauche? Ich habe jetzt noch 800 Dollar übrig. Also im Fall der Fälle können wir vielleicht damit noch was machen. Neues Auto. Ja, aber das Auto hier ist gut, weil das sehr schnell ist. Damit kommen wir gut irgendwo hin. Das ist ein sehr schnelles Kfz und das Handling passt auch sehr gut. Ja, deshalb, ich bin auch letztes Mal gefahren und habe gewonnen damit. Mit dem kommst du sogar auf den Berg hoch. Deshalb fahre ich den hier auch gerade. Alter, was ist denn... Warum machst du mitten auf der Straße einen U-Turn? Muss das sein? Alter. Mitten auf der Straße, weißt du? Jetzt wäre ein neues Auto doch gar nicht so schlecht, weil es doch sehr gedamaged ist. Nur aufpassen. Ich glaube nämlich, die anderen haben auch Sniper, ne? Ey Leute, wie wär's, wenn wir mal ein Like dalassen, oder? Auf die 6000 Likes? Hau mal raus hier. Weil jetzt geht gleich die Royal-Runde los. Lass doch mal ein Like da, Leute. Support ist kein Mord. Noch 1 Minute 25, dann geht's los. Der Like-Button muss gepusht werden. Bisschen die Trends. Wisst ihr, was wir machen? Ich hätte sogar eine Idee. Wir könnten schauen beim Militärstützpunkt. Ich meine, gepanzerte Fahrzeuge dürfen nicht fahren. Aber da gibt es ja so ein Feuerwehrauto manchmal. Aber wobei, das kriege ich ja gar nicht, ne? Kriege ich das irgendwie? Ich wäre jetzt einfach mal dorthin gefahren und hätte mich dort ein bisschen hingechillt. Auf Ehrenbruderbasis. Weil dort kommt sicher keiner hin. Also da bin ich ja komplett alone, schätze ich mal. So, 50 Sekunden noch, dann geht's los. Oh, dann geht's los, Leute, der Hype ist real. Der Hype ist einfach real. Oh, tanken muss ich. Scheiße, ich muss tanken fahren. Gibt's da drin eine Tanke? Ich hoffe. Wenn nicht, dann nicht, ne? Wenn nicht, dann fahre ich da vorne tanken. Sollen wir die richtige Waffe auswählen? Fall der Fälle, ne? Ihr wisst Bescheid. Sowas hätte ich mir gedacht. Aber nee, da wäre ich auch ziemlich schnell abgeschossen. Hm, vor allem, da komme ich nicht einen Berg hoch damit. Ich bin hier aber ein ganz krasses Ziel, glaube ich, wenn hier oben wer ist. Ein bisschen aufpassen. Ist doch nicht die beste Location hier. Ja, egal, ich fahre da mal ein bisschen durch. Vielleicht sehe ich da was. Vielleicht sehe ich ein Auto, was ich mitnehme, einen Jeep oder so. Ja, das Ding? Kann man da hinten reinballern? Ja, da kannst du auch hinten reinballern. Ich suche gerade ein fieses Automobil. Bin ich eh noch in der Zone, ne? Ja. Zone kommt rein, ab jetzt. Hoffentlich nicht so wie letztes Mal. Diesmal funktioniert die Zone, jawohl. Zone funzt, alles gut. So. Ne, da ist nichts, was man gebrauchen könnte, glaube ich. Jetzt ist PvP an, Leute. Jetzt können wir uns alle abballern. Jetzt geht's los. Und ich sehe hier gerade gar nichts. Okay, doch nicht so die beste Idee. Ah, da vorne, da sind die Feuerwehrautos. Weil da kannst du nicht reinballern. Guck, weil hier ist so. Ja, das ist, wäre eine Möglichkeit, damit rumzugucken. Ich schau mal. Glück habe, ist einer offen. Und schauen wir unten links, neue Zone wurde gesetzt, das haben wir auch neu gemacht. Okay. Da fliegt jetzt aber keiner mit dem Chat, oder? Nee. Okay. Gut. Nächste Zone geht in 15 Minuten rein. Ich gehe mal tanken die Kiste. Also solange wir die Kisten noch haben, ist gut. Die Dinger sind nicht offen. Sonst hätte ich mir vielleicht so ein Dings genommen. Weil du da halt hinten nicht reinschießen kannst. Also ich habe jetzt mal logisch gedacht. Ich meine, schnell sind wir damit nicht. Also auf dem Berg können wir damit auch nicht fahren. Das ist das größte Problem. Neue Zone wurde gesetzt. Perfekt. Hat jetzt zweimal gesetzt? Nö. Set Target Safe Zone. Warte. Set Target Safe Zone 1000 auf 6000. Guck mal, weil hier steht gerade von Set Target Safe Zone, Set Target Safe Zone. Von 6000 auf 4000.
Ich glaube, das ist doppelt gedingst hier. Der Target ist jetzt 4000 statt 6000. Oder nicht? Hm. Ich hab's jetzt über den Server getriggert, also eigentlich sollte. Ja. Aber der erste Zone kam rein. Dann war die Zone hier. Achso, passt! Hm, oder? Ach, keine Ahnung. Wird schon passen. Okay, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Wenn es nicht ist, dann merke ich es eh. Was jetzt komisch war, was hat der mir vorher angezeigt? Weiß das wer? Nee. Oder vorne ist wer, Leute, ich glaube da vorne ist wer. Da vorne war gerade wer. Da vorne war irgendein Auto mit Xenon-Scheinwerfern. Oder? Keine Ahnung. Ich gehe schnell tanken da draußen, auch wenn es jetzt auch wenn ich jetzt in die außerhalb der Zone fahre, also in die andere Zone. Aber noch 12 Minuten Zeit. Ich meine, 11 Minuten tanken wird sich wohl ausgehen, oder? Ich hoffe es zumindest. Dass das noch ausgeht, 11 Minuten tanken. Wenn nicht, dann recke ich da hinten ab jetzt. Ich dachte gerade, da ist wer drin. Ich dachte gerade, ohne Scheiß, da sitzt wer. So. Ach komm, was brauchst du so lange mit dem Tanken, Alter? Ich hoffe jetzt nur nicht, dass die Zone verdoppelt reinkommt, ne? Weil ich gerade gesehen habe, dass er zweimal gesetzt hat und das ist nicht gut an sich. Er sollte eigentlich nicht machen. Zweimal setzen. Schauen wir mal nochmal hier. Also der Sets Current Safe Zone auf 1000. Das ist die Safe Zone, genau. Dann hat er die Target Safe Zone auf 6000 getriggert und dann aber nochmal auf 4000, was keinen Sinn macht. Dann triggert er die zweimal. Oder bin ich komplett bescheuert? Ach, keine Ahnung. Ich meine, was weiß ich schon. Ich kann nur mal ins Skript reingucken. Da habe ich eh noch 10 Minuten Zeit. Ah, das wäre gestorben, wie schön. Wie ist Jirat gestorben? Das will ich gar nicht wissen. Ich schaue nur ganz schnell rein und da, also wenn mich jetzt wer wegmetzelt, dann, ne? Dann werde ich mich nochmal dingsen. Weil da muss ich schnell reingucken, ob das jetzt so, weil nicht, dass da wieder ein Fehler drin ist, weil das muss ich jetzt direkt abgleichen, ob das passt oder nicht. Weil eigentlich sollte er keinen Fehler mehr machen ab jetzt. So. Da rein und dann das Skript. Weil vielleicht habe ich mich einfach vertippt, weil dann wäre das schön, wenn ich mich vertippt hätte. Und zwar geht er von 10.000 auf 6.000. Ne, der hat wirklich nochmal auf 4.000 gestellt. Als hätte er das zweimal getriggert, das ist nicht gut. Oder warte mal. Trigger, Wait Time und dann macht er 8.000. Zone. Genau, und da hat er dann die 15 Minuten, die ablaufen. Und dann danach, nach denen, macht er auf 4.000. Hat er irgendeinen Scheiß gebaut, glaube ich. Oder ob ich da was... Nee, das sind 15 Minuten, die 900. Oder nicht? Wartet mal. Nee, das ist richtig. 900 sind... Okay. Hier die 900.000. Mhm. Verstehe ich gerade auch nicht. Ohne das jetzt gerade direkt gesetzt hat. Wartet mal. Geht auf 6.000. Und stellt das auf 8.000. Set Target auf 6.000. Dann hat er aber auf 4.000 gesetzt. Und das macht... Ne, da ist wieder irgendwo ein Fehler drin. Weiß noch nicht, warum er das macht. Aber ich hoffe, dass jetzt nicht die Zone zweimal reinkommt, weil dann ist das wieder so wie letztes Mal. Was soll es eigentlich nicht mehr machen? Weil es hat jetzt zweimal getriggert, komischerweise. Hat er zweimal getriggert. Ach komm mal, die Fresse da hinten. Ich hab gar nichts gemacht, gar nichts. So. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Wundert mich, dass mein Router heute noch gar nicht ausgefallen ist. Weil ich habe den eigentlich vorm Stream gerestartet, aber ich rechne noch immer damit, dass er trotzdem on-stream mich disconnectet. Also ich rechne noch damit. Es gibt ja dieses Zwangsdisconnecten alle 24 Stunden. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass er mal durchrennt, weil ich ihn direkt vorm Stream einmal restartet habe. Wenn nicht, dann weiß ich eh Bescheid. Aber wisst ihr was, ich habe mir einen neuen Router bestellt. Genau, wollte ich euch sagen. Ich habe jetzt einen neuen Router bestellt. Mit Ausfallsicherung.
wo man das sicher einstellen kann. Hoffe ich zumindest. Ja, den habe ich mir bestellt. Für knappe über 500 Euro einen Router gekauft. Ja. Musste sein, weil ich das mit meinem Router pisst mich so an, dass ich es nicht einstellen kann. Und ich hoffe einfach, dass der neue Router das zum Einstellen hat. Schandl ist schon gestorben. Also zwei Leute sind schon weg. Jetzt sind es nur noch, oder wir sind eh noch zwei andere Leute. Der Smokey und der Andel ist noch da. Ja, jetzt geht's um die Wurst, Leute. Jetzt geht's um die Wurst. Andel und Smokey sind noch im Spiel. Alle anderen sind tot oder ist Smokey auch gestorben? Ach, keine Ahnung. Ich verstehe jetzt gerade nur noch Bahnhof, was hier los ist. Baby, I love you so. Oh, da ist wer. Ja, komm. Schieß sie nicht. Das Auto, was er ausgewählt hat, ist nicht schlecht. An dieser Stelle. Ich verpiss mich lieber. Kein Bock gerade auf Beef. Ich verpiss mich. Ich flüchte jetzt, Alter. Das war mir gerade zu viel. Da hat mir gerade ein bisschen Leben abgezogen rum. Jetzt weiß ich, dass einer unten ist. Ich schätze mal, dass es Andel war. Ich bin mir nicht sicher, aber Andel, ja, ich schätze, dass er es war, weil er vorhin auch diese eine Corvette gefahren ist. Und nur war die vorhin rot. Aber lieber flüchten, Alter, lieber flüchten. Weil ich habe gerade zu viel abbekommen und habe gerade nichts getroffen. Weil ich nichts gesehen habe. Ich habe nämlich niemanden im... Das Auto war echt nicht schlecht, weil hier kannst du richtig durchballern durch meinen. War ich da eigentlich auf dem richtigen Berg hoch? Ja, gut. Gut, dass ich das weiß, dass das der richtige Berg ist. Ich überlege gerade, ob ich zu Fuß raufgehen soll und den Wagen hier irgendwo abstelle. Und dann hier oben einfach warte auf den richtigen Moment. Wäre, glaube ich, keine schlechte Idee, ne? Den hier irgendwo verstecken, hier so. Weil hier ist noch relativ steil. Ich weiß nicht, wie steil es hier noch wird. Ah, dann bleibe ich lieber im Auto. Nee, er ist zu steil. Ich habe bemerkt, die Sniper brauchen etwas lang zum Nachladen. Das macht mich gerade etwas matt. It's not good. It's very bad. Ah, das Ding ist gut zum Bergfahren. Das Ding ist geil. Bin so froh, dass ich mir den gekauft habe. Dir geht's aber gut, oder?
Hä? Ist er AFK? Rubius hat damit jetzt nicht gerechnet. Ich hab nämlich gedacht, irgendwo versteckt sich da drin im Busch. Weil letztes Mal hat er sich auch im Busch versteckt. Ey, wie blöd kann man sein? Und dann war er doch AFK. Ja, selber schuld, wenn du AFK rumstehst an dieser Stelle. Selber schuld? Aber er hat, Alter, er hat aber gerade wirklich Pech. Alter, das war gerade wie Wallhack, bin ich da einfach reingemeddelt. Als hätte ich es gewusst, dass er, weil erst letztes Mal hat er sich auch im Busch versteckt, hat mir Schandl erzählt, mich mit Absicht in so einen Busch schreiben, weil ich gedacht habe, ja, vielleicht ist er da wieder. Der ist einfach wieder im Busch. Er ist halt einfach wieder im Busch und campt da AFK rum, weil er denkt, ja, es wird so eh noch dauern. Ich hole mal was zu trinken oder so, hat er sich gerade gedacht, oder geht mal schon auf Toilette. Ja, selber schuld an dieser Stelle, selber schuld. Ich bin jetzt hier oben, Alter. Ah, plündern, stimmt. Plündern, Alter. Ganz vergessen, ich vergesse immer zu plündern, Leute. Die Plünderung. Das muss ich irgendwie zurückholen. Durchsuchen. Ja, ich habe vergessen zu looten, Leute, ich weiß. Ja, der liegt hier eh noch irgendwo. Ja, wo ist er denn? Herr Smokey? Wo hab ich ihn umgebracht? Hier oben irgendwo, ne? Hä, wo ist er denn hin? Das war doch hier unten, oder? Hier in dem Busch? Oder bin ich gerade komplett bescheuert? Das war doch hier. Oder war es hier? Hä? Oder ist er weg? Der war doch hier in dem Busch hier drin, oder nicht? Hier bin ich doch reingefahren, volle Kanne. Oder nicht, Leute? Oder hat er sich gerade verpisst? Ich hoffe nicht, Alter. Weil ich brauche jetzt das Geplünderte. Bleib liegen, ich plünder dich. Ich suche ihn doch gerade. Wo ist er denn hier? Ey, Leute, ganz im Ernst, wo ich ihn umgefahren? Hier. Ja, ist aber schön, wenn du auf K rumstehst, ne? War das hier hinten? Ah, hier. Da ist er. Da ist er gefunden. Ich zücke mich. Du warst AFK, ne? Und ich bin einfach in den Busch reingefahren und da habe ich dich da gesehen. Ich habe zuerst gedacht, ich höre hier was. Und weg warst du. So, was hast du denn alles dabei? Schauen wir mal. Eine Glock 17, Dankeschön, die UZ. Oh, eine Ska, hallo! Ui! Jawohl, da bin ich dabei. Ich habe da gut eingekauft. Und dann, weißt du, dann liegt es daran, dass du hier rumgurkst. Ich tue dich mal hier irgendwo in die Ecke rein, dass dich keiner sieht. So, dann den Busch, wo du hingehörst. So, mein Kleiner. Aber wir haben wir gefunden. Oh ja, ich war pissen. Das ist der Sound of it. Ah. Wie viel Pech kann man haben? Ich hab's nicht mehr ausgehalten, ich hab schon Schweiß drinnen gehabt. So, dann komm, jetzt bin ich ready, Leute. Jetzt haben wir wieder einen Einzelkampf gegen andere, Alter. Gar keinen Bock, ich werde sowas von verlieren. Ich werde sowas von losen, Alter. Muss ich nochmal testen. Ich überlege gerade, wo Andel hoch. Ich glaube, Andel kommt von der Seite hoch. Überlege, ob ich mich irgendwo verstecken soll. Weil Andel wird mich sicher im Highground verdächtigen. Ich werde hier ein bisschen runtergehen. Neue Zone wird gesetzt. Das muss ich schauen, ob er wieder doppelt setzt oder ob er es jetzt richtig macht. Zone von 8 auf 6. Ah ne, da macht das eh richtig. Da macht das richtig, nevermind. Er hat es vorhin richtig gemacht. Er removed, glaube ich, oben die eine Zone und dann setzt er die erst. 14 Minuten. Glaube ich halt zumindest. Ja, stimmt, wenn er eine neue Zone setzt, macht er den Comment rein. Und Nili ist gestorben. Oh, wirklich? Aber jetzt. Why gereckt? Was ist denn passiert? Hab ich wieder gewonnen, Alter. Habe ich gewonnen? Eine neue Zone wurde gesetzt. So. Ah, okay. Keinen Timer. Hä? Doch? Aber er müsste doch einen Timer gehabt haben.
Ist er wieder rausgeflogen aus dem Game? Aber warum fliegt heute Andelzimmer 10.000 Mal raus? Was ist denn los? Ah, ich frage mal. Ich war gerade noch so schießt, Alter. Hallo. Bist du dreimal heute rausgeflogen oder was? Zweimal. Warum fliegst du heute die ganze Zeit raus? Was ist denn los? Ich bin kein einziger. Gleicher Fehler wieder Matt. Matt haut's auch die ganze Zeit raus. Was habt ihr denn für Fehler? Das da, einmal dieses 5M, dieses Instant GTA Pool Full Size 16. Ich habe genau denselben Error zweimal gekriegt. Okay. Da müssen wir mal schauen, aber es ist ja auch kacke, wenn du deinen Timer nicht hast. Aber das Beste war, ohne Scheiß, das Beste war, wie ich Matt aus dem Busch rausgefahren habe. Ich bin nicht mit dem Auto. Also Matt, Entschuldigung, Smokey war es, nicht Matt. Smokey war's. Mit wem habe ich eine Schießerei in Sandy Shores gehabt? Mit mir, glaube ich. Bist du in der Ding gesessen? Ich bin in der schwarzen Corvette. Warst du der silberne BMW? Ja, genau. Ah, okay, nice. Ja, und bin ich abgerissen, weil ich ein bisschen Schaden gehabt habe, ein bisschen Damage. Aber das war so geil, weil ich bin raufgefahren und ich habe mir gedacht, ja, es versteckt sich eh sicher wieder wer oben im Busch, gell? Und ich fahre in den ersten Busch, wo ich reinfahre, merke ich, da habe ich was gehört, gell? Ich steig aus, sehe ich neben mir, wie einer mit der Scar neben mir steht, gell? Und er hat nichts gesagt und ich habe mir gedacht, Alter, was macht er, gell? Und dann habe ich gemerkt, okay, er ist AFK, aber ich habe trotzdem umgebracht auf Ehrenbruderbasis. Und er war genau in dem Moment pissend, hat sich gedacht, er ist chillt sich im Busch rein, weil da findet ihn eh keiner. Und genau in dem Busch fahre ich rein, wo er drin sitzt. Ich habe schon so dringend pissmäßig, ich habe schon Schweiß gehabt. Ich bin zweimal gegangen während dem Game. Oh Mann. Ey du, aber wenn ihr wollt, wobei eine zweite Runde wollt ihr sicher nicht. Es ging jetzt halt nur eine Stunde. Wir könnten eine Runde machen, wo du halt direkt in die Zone reingehst. Genau, ja, ohne Anfang, wo du direkt in die Zone gehst. Wo du die Sachen behältst, die du hast. Der Pacella, wir hätten um 22 Uhr aus, ne? Okay, der kann ja dazu kommen. Aber weil das mit dem Poolsize, weißt du, was ich glaube? War das dort links von der Map? Am West Highway hat's mich zweimal gekriegt, ja. Genau, dort passiert mir das. Da fahre ich nicht mehr hin, weil da habe ich dasselbe mal gehabt. Ja, dort habe ich es zweimal nämlich gehabt. Genau, ich fahre dort immer so den Weg. Ja, ich vermute, dass da dieses eine MLO am Strand das Problem ist. Mit dem Poolsize Error. Ich fahre da gar nicht mehr lang, weil ich das da auch zweimal gehabt habe und dann, seitdem fahre ich da nicht mehr. Am besten. Das heißt, ich krieg jetzt meine Ska wieder. Na, die hab ich jetzt. Du, ich war ja der Winner, ich hab sie geplündert. Ja, keine Ahnung, oder? Oder sollen wir ausradieren für die zweite Runde? Wie meinst? Ich würde einfach sagen, wir geben uns einfach Startgeld. Startgeld für jeden. Ja, aber jetzt nicht 5.000, sondern halt Minimum. Okay. Dass du dir halt irgendeine, was ist die billigste Waffe? 59 Cent? Na, billig ist die, wie heißt der Raketenwerfer da? Ein Feuerwerkskörper, ja. Ja, Feuerwerkskörper. Ja, weil da kannst du halt auch schon arbeiten. Zweite Idee wäre halt, wir starten wirklich von vorne. Aber halt der Timer geht schon die ganze Zeit mit, ne? Wir müssen halt dann hart hustlen und jeder kriegt die Waffe, die er halt gehabt hat. Oder darf sie einen aussuchen oder so irgendwie. Ja, dann würde ich sagen, jeder eine Glock 17 und dann ist fair, ne? Genau, ja, jeder hat dann eine Glock 17 und dann starten wir alle wieder von oben und dann geht's los. Sollen wir auf Pacella warten? Wir dürfen uns dann direkt killen oder was? Wir machen einen Timer. Ich mache einen Timer rein, der aber nicht so lange braucht. 10 Minuten oder so. Ja, oder perfekt. 15 Minuten oder sowas. Ja, voll, weil dann machen wir eine zweite Runde mit. Ne? Ja. Das war jetzt wirklich scheiße, weil am West Highway fahre ich gar nicht mehr lang. Weil ich da auch das Problem gehabt habe. An welcher Stelle hast du es circa gehabt? Weißt du das noch? Das war zwischen dem Jäger und zwischen der Tankstelle da. Die untere Tankstelle meinst? Ja, dann ist es fix. Also Militärbase dort, genau, ja. Brücke und zwischen Jäger dort. Dann bin ich mir sehr sicher, dass es dieses MLO ist auf der Seite links. Weil ich hatte genau denselben Error. Dort hat es mich zweimal rausgekriegt. Am besten das dort meiden, müssen wir Pacella auch sagen. Dann warten wir auf Pacella. Wir könnten Duo machen, schreiben Leute. Aber das geht ja nicht wegen Pacella. Duo ist jetzt gerade 5 gegen... Ja. Was ist mit Matt? 3 gegen 2. Matt hat es auch rauscrashed die ganze Zeit. Der ist gegangen. Alpha? Der steht im Stau. Als erstes Auto. Ja, wir könnten noch mitnehmen, dann könnten wir Teams spielen. Dann könnten wir in Zweierteams spielen, das wäre lustig irgendwie. Wollen wir Zweierteams machen? Sonst gerade aus der Gruppe, der Brutti ist nicht da. Das ist schade, ja, weil sonst hätten wir drei Teams. Das wäre cool. Das wäre richtig cool, ja.
drei Teams. Ich überlege. Ja, was ist, wenn wir wen Neues fragen? Wen Neues, ja. Wen könnte man denn fragen? Wolltest du den Hobbs fragen? Glaubst du, Hobbs hat Bock drauf? Ich glaube schon. Warte, ich frage mal. Wir fragen mal den Hobbs, ob er da auf Bock hat. Herr Hobbs, kommen Sie gerne dazu. Da kommen ja nur Leute raus, denen wir vertrauen, ins RP gehen. Ne Leute, wir spielen noch eine Runde. Wir spielen vielleicht noch du ohne Runde. Ja, die Schweizer, die dominieren jetzt bald den Kanal da. Die Schweizer? Die ganze Schweizer. Ah, ja, die erste ist Schweizer. Die Frage ist, wer spielt mit dem? Schande, spielen wir zusammen? Ich würde sagen, wir losen's, oder? Wir verlosen's? Okay, wir losen. Wie machen wir das? Ja, das ist eine gute Frage. Hat der Würfel dabei? Der Würfel. Hey, jetzt no joke. Hey, jetzt no joke. Es gibt einen Namen auf den Zettel. Na, du wirst lachen, gell? Für 5M gibt's ein Würfelscript. Genau für solche Sachen. Ich schwöre dir. Ach du Scheiße. Na, das machen wir. Irgendwer gibt jetzt in Google, da gibt's ja diese Zufallsscheiße da. Zufallsscheiße, okay. Okay. Ja, irgendwer. Warte, okay, da machen wir Zufall. Zufallsgenerator, schau. Du musst halt alle Namen eingeben und ich weiß nicht, ob ich muss halt wissen, ob ich komm gleich wieder in den Talk. Okay. Sonst mache ich mal Zufallsgenerator Teams. Schauen wir mal. Gruppen bilden. So, schauen wir mal. UltimateSolver.com. Gut, ich war aber schon vorher im blauen Bereich. Warum bin ich gestorben? So, wie viele Gruppen brauchen wir? 3 Gruppen brauchen wir, genau. Da machen wir jetzt Andel, Schandel, Smokey, Kurdel und dann noch Hobbs. Haben wir alle gesehen. Toni, so. Dann schauen wir mal, mit wem wir heute alle spielen, okay? Wie machen wir das? Generator hier klicken, nee, das ist der falsche, oder? Hobbs ist dabei. Hobbs ist dabei, perfekt, ja. Dann gleich die IP im Senden, bitte. Jo. Hier klicken. Ich hab die IP nicht. Warte, ich schick's hin. Also, ich bin mit meinen Hobbs zusammen. Dann Schandl und Toni und Andl und Smokey. Nein, ihr wolltet es. Ihr wolltet es so. Nein, du wolltest es so, also mach mal so. Ich bin mit dem Hobbs zusammen. Bitte nicht. Nein, der Generator hat so gesagt. Wenn der Generator es sagt, dann ist es so. Ist das wenigstens eine Laufente? Es ist eine Laufente. Holz arbeitet nach ihm. Na, bitte nicht. Dann wird die ganze Zeit nur über Essen geredet. Schandl nimmt über den Stream zu. Schandl nimmt Buongiorno. Ja gut, ich bin da mal mit Hobbs zusammen. Ich mache hier mit Hobbs und sie was. Es wird ziemlich cringe, weil ich mit Hobbs so wenig Kontakt habe. Das wird richtig cringe, das. Okay. Mit ihm habe ich von euch am wenigsten Kontakt. Hast du kein Geld? Muss ich fragen, hast du kein Geld? Hast du kein Geld? Wollen wir ingame reden oder in der Gruppe? Ja, er kommt, nicht, also er hat. Wir müssen sonst so warten auf den Toni. Okay, also bis 22 Uhr, dann geht's los. Also Leute, um 22 Uhr geht's los, dann nächste Runde. Dann also, gibt's Teams. Das erste Mal das Teams. Das steht noch nicht fest, dass da losgeht. Lass mich nur ganz schnell das Skript testen. Dort in der Richtung. Ja. Perfekt. Wollt ihr den Hobbs einladen da in Discord? Ja, bitte. Ich kann keinen einladen. Achso. Ich schicke ihm nämlich gleich die IP. Ich kann auch keinen einladen, dann gehört jetzt da die Gruppe. Wer ist denn da als Admin? Du? Ja, ich kann ihn aber nicht einladen, Freunde, auswählen. Die Gruppe ist voll. Ich glaube, es ist voll. 10 von 10. Ja, geil, den schmeißen wir jetzt raus. 22:30. Oh ja, dann geht's jetzt eh nicht aus. Oh Mann, dann brauchen wir einen zweiten. Spät, komm früher. Da brauchen wir noch jemanden. Weiß noch wer. Wollt ihr Matze mitnehmen? Der wollte ja. Ja. Aber ich weiß nicht, ob der noch da ist. Man fängt an, ja, wir würden zu 22 Uhr anfangen. Spätestens. Ich das fragt, wann. 22 Uhr, der Arme. Weißt du, er muss arbeiten, der arme Junge. Er wird jetzt richtig gedrängt dazu. Spätestens 22, ja. Weil hier muss es weitergehen, wir wollen Action. Wir wollen Zwetschen Hobbs, mit Action. Hobbs wäre ready. Ja, ich hab ihn schon geschickt. Sonst müssen wir schauen, warum? Ey, kannst du nicht mehr Gruppen machen? Das ist ja unglaublich. Warum nur 10er-Gruppe? Ist ja voll der Scheiß. Noch Kunden da. Ja gut, dann geht's eh nicht. Dann müssen wir schauen, was wir machen. Wenn dann 22:15. Schmeißt jetzt sicher seine Kunden raus. Ja. So, bitte gehen Sie, ich habe heute noch was zu tun. Bitte, wir schließen jetzt direkt. Ja, talk dann am Handy dann mit.
Der Alpha wird das machen mit dem Remote rein ins Handy und dann kommt. Ich hab mir da jetzt was gebastelt. Kann ich von da aus spielen? Der muss sich konzentrieren, weil der ist ja der Erste im Stau. Also, Matze wäre ready jetzt. Dann schicke ich es ihm auch gleich. Warte, Arme! Der arme Bacella. Wir können ja noch eine Runde anhängen. Wir können ja noch eine Runde dann machen. Ja, dann wollen alle schlafen gehen. Ja, dann, ja. Ich muss dann leider muss um 5:30 aufstehen. Dann muss der Andl hops gehen. Ja. Ich hab's dem Matze auch gleich geschickt, gell? Der, was sich zuerst einloggt. Ups, I did it again. Ups, I did it again. Bleiben die Teams jetzt gleich? Ja, weiß ich nicht. Na, bitte nicht, Alter, bitte. Nein, die Teams bleiben so, wie sie sind. Wir haben das Alter, ich wieso? Ich hab meinen jetzt verloren. Die Schadl hat jetzt die Matze dazu gekriegt. Ja, passt eh, oder? Ja, ist Alter, den bräuchte ich, weil dann könnt ihr über Heavy Metal reden die ganze Zeit. Au, ey, was soll denn das? Was hab ich denn getan? Wir gehen auf und gehen Metal hören. Ey, hallo? Hallo? Hallo, was wird denn das hier? Die Techno-Brot. Weißt du, Hauptsache, sie wollte die Einteilung so. Ich hab's nur runtermeldet. Ich hab's nicht runtermeldet hier gerade. Jetzt bin ich mad. Alter. Bitte, ich will nicht mit dem Wolf spielen, bitte. Das ist Alter, warum krieg ich. Was tue ich denn? Ich tue doch gar nichts. Ah, wer war das? Ja, ich bin doch verschießt. Das war aber andere Waffe gerade. Putzen einfach weg, bitte. Na. Was passiert? Was ist mit dir? Was ist denn da los? Wo ist denn der Blade? Warum hast du sowas an? Das ist, da steht das die falsche Weste vorne an, irgendwie. Ah, da ist er. Ihr Wichser! Über den Stein stolpert. Ich sag mal, du bist ein Dokot los. Du, bei Frauen schaut es so aus, wenn ich meine fucking Panzerung drauf tue. Achso, okay, wie schön. Ja. Das gefällt mir gut. Du bist insgesamt sehr gut. Du bist perfekt fürs Battle Royale angezogen, weißt du das? Ich weiß. Man sieht deinen BH durch vorne. Wie in Fortnite. Fort Arsch? Nur, dass in Fortnite der Booty fünfmal so groß ist wie hier. Ah, und in, du bist, ja, ey, komm, das ist. Schau, ja. Du hast meine Booty beleidigt. Schau den König der Lüfter, Mann. Oh. Ah, ey! Wir haben angefangen zum Singen. Sag mal, warum müssen. Also, das müssen wir testen. Ah, jetzt funktioniert sie. Okay. Vorhin hat die geklemmt, meine Sniper. Die hat voll geklemmt vorhin. Hey, wieso jetzt klemmt die wieder? Was ist denn da los? Warte mal. Aha, deshalb. Ach, wir haben ein Script drin, dass wir die Leute nicht snipen können. Jetzt verstehe ich. Ich denke mir, warum konnte ich Andl vorhin nicht absnipen? Heißel, ja, warte, dann mach ich das aber aus. Vier. Das ist das Hunting-Script, glaube ich. Hier kommt. So, jetzt aber. Sonne. Ja, jetzt geht's wieder. Und ich denke mir, warum. Weißt du, und ich hab vorhin. Nee, ich hab vorhin bei Andl draufgeschossen und denk mir, warum klemmt die scheiß Sniper? Was ist denn da los? Ja, du hast einfach mit. Du hast hör auf damit! Ah, was soll denn? Hey! Na, mach ihn fertig! Abstand! Das ist das andere, wie ich finde. Können wir jetzt bitte ganz normal wie zivilisierte Leute hier mal die Lobby erstellen? Mehr. Hallo, Leute! Hallo! Kann mir Hops hier? Wo ist denn Dame? Ja, jetzt ist er weg. Jetzt hat er sich umgebracht. Habt ihr toll den bekommen. So, wir gehen mal auf die Stage oben und dann fangen wir gleich an. Also ihr wisst eh wohin. Und tschüss. Achso, ganz wichtig, die Sachen wegschmeißen. Alles in Müll bitte. Du hast meine Sachen, danke für nix. Jawohl. Wieso habe ich meine Sachen eigentlich, obwohl der andere mit. Ach, wisst ihr was? Jeder kriegt Startgeld, scheiß drauf. Jeder kriegt heute Startgeld. Wo gehen wir jetzt hin? Wieder auf den Mace-Endtower, oder was? Der Mace-Endtower. Mace-End. Hast du vielleicht ein Mace-Omatent, oder was? Du blind reden. Feldlagerwochen, gell? Wir spielen gemeinsam. Jo, mobst die Feldlagerwochen, gell, du Heisel. Jo, gell. Na, bitte. Und dann schau ich um wie meine Großmutter. Wird die oder dein Hund da? Red so leicht. Na. Geh bitte an, das ist wieder zu laut da drin. Na, red schon wieder so gescheit. Ich check jetzt gar nicht, wo wir uns treffen. Ja, oben auf dem Tower, Mace Tower, wie vorhin auch. Okay. Und alle müssen halt alles abgeben und wir resetten unser Geld. Auch in der Bank bitte auszahlen und dann. Hast du Geld? Dann geht's wieder los.
Der Voodoo schaut wieder aus wie der Transformer. Ja, ich weiß nicht, ob sich was bringt, aber ich hab's halt an. Anscheinend bringt sich eh nichts. Das Einzige, was es bringt, ist, dass du fetter wirst, dann triff ich die besser. Genau, das meine ich. Ich denke mir, es bringt sich, glaube ich, im Gegenteil was. So, das zahlen wir dann noch aus. Dann machen wir, dass jeder einen Taui kriegt auf die Hand und so fangen wir dann an alle an. Ja, warte, ich setz gerade allen das Geld runter. Jawohl, perfekt. Ich gib mich mal auf den Tower. Bis dann die Zone dann wieder. Alter, da sind ja alle Sachen drin. Muss ich seinen Job wieder machen? Guten Astrid. Sollen wir dann nochmal neu auslosen oder wie machen wir das jetzt? Wie du magst. Ja, losen wir neu aus, ist okay. Er will unbedingt zu mir. Ich wär schon gern mit dem Hobbs zusammen, weil ich mit ihm so wenig Kontakt hab. In Kontakt muss man pflegen und hegen. Gibst du, du stehst auf Schweizer. Ja, ich hab's beim Dario schon gemerkt. Ja, ich liebe Schweizer. Es ist unglaublich. Wo ist er überhaupt, Leute? Wo ist der Hobbs eigentlich? Herr Hobbs. Ja, der Herr Hobbs hat einen 139er Ping, ob das gut hinhaut? Ja, ich bin hier gerade im Schweizer Internet. Alles weg. Okay. Bank habt ihr eh nichts mehr, ne? Alle nochmal hochhealen am besten. Neu auslosen, nicht vergessen. Und dann neu auslosen. Dann losen wir neu aus, wenn du das willst. Machen wir das so. Mir ist wurscht. Ja, mir ist auch egal. Zufallsgenerator mit Team, Gruppen bilden. So, Michael und Anna. Jetzt haben wir wie viel? Noch immer drei Gruppen, gell? Michael und Anna. Dann haben wir Andl, Kurdel, Schandl, Hobbs. Wir haben jetzt noch alles, da würde ich Smokey. Und hier Dings. So. Irgendwo wollte die Alte gerade einsteigen. Ich weiß noch nicht wo, aber. Wer spielt jetzt nochmal mit? Oh mein Gott, Hurdle. Ich hab's wieder. Na, Hobbs und Matze. Matze, Hobbs. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4. Okay, jetzt habe ich es perfekt, weil ich hab Angst, dass ich sonst. So, nochmal klickeln und es spielen. Ah! Au! Warum steigt die mal aus? Du wirst lachen. Andl und Matze, Hobbs und Kurdel, Schandl und Smokey. Yeah! Na perfekt, jetzt geht's los, Alter. Du wirst sterben wegen aber mir. Aber die Einteilung passt jetzt euch allen, die Einteilung ist jetzt halt für alle okay. Ich bin wieder Hobbs. Ihr müsst die Sinne noch sterben. Mein Club Mädel, Alter. So, Jungs, Mädels, aufgepasst, wir müssen eine Teambesprechung machen. Gleich geht's nämlich los. Weil ein paar Leute spielen jetzt zum ersten Mal mit. Los geht's, geht's, ab geht's, also, kommen wir alle her. Mach eine Runde. Zusammen. Machen wir das out of RP, wir haben ja kein RP. Ja. Machen wir das im Ingame-Chat, dass wir miteinander reden, oder sollen wir im Sprachchat reden, Discord, also zu zweit? Wir können eigentlich schon außerhalb auch reden. Ja, wir können auch im Discord reden, das wäre auch möglich. Ja. Dann muss ich den Hobbs anrufen. Aber dann kann ich mit Matze headbangen. Intime. So. Ich will mich aber nicht. Wir hören hinten Machine Head. Gut, dann machen wir das so. Dass meine 21 Werkzeugkästen weg. Können Sie ja mal die. Die brauchen wir. Die muss weg. Gespräch ist fast so nervig, wie wenn ich. So, bis die Dodeln aufsteht, müssen wir sie abschleppen gehen. Boah! Werde mal treffen, Bruder. Eieieiei. RDM, ich wollte dich töten, du Komiker. Könnt ihr euch jetzt bitte beruhigen und dann kann ich den Leuten. Hallo? Leute, das ist nicht gut. Ich will nur schnell das Thema erklären, weil die Leute noch nicht wissen, was es geht. Was die Spielregeln sind, warte mal. So, ich muss die Spielregeln hochziehen, dass die auch das wissen. So, Spielregeln, hochscrollen. Ah, da sind sie. Hier oben. So, Leute. Darf ich jetzt die Spielregeln endlich erklären für alle? Warte, die bringt die zum Mistkühl. Na. Oh Gott, das ist. Das deshalb will ich mit einer Ente nicht im Ding sein. Ja. Oha. Müssen wir jetzt warten, bis er zurückkommt? Na, eigentlich will er ja ein Mafia. Es ist unglaublich, diese Ente. Es ist unglaublich. Der braucht zu lang. Es ist wirklich unglaublich. Er findet sein eigenes Zuhause nicht. Ich zieh mich mal aus. Sieh ich endlich attraktiv aus. Ja, ich weiß. Ja, auch immer noch. So, jeder sollte erstmal Geld kriegen, glaube ich, ne? Ein Taui. Ja. Wie kriege ich denn diese Panzerung weg? Kriege ich die weg? Ja, Panzerung aus. Schusssichere Weste anziehen. Ausziehen. So, ich verteile mal die Tauis, ja?
ist. Danke. Also, du weißt schon, dass am Hauptplatz ein blauer Container ist, oder? Ich weiß es nicht, ich glaube, der sucht er. Wo sucht der jetzt? Guck ihn dir an. Hä, wo ist er denn jetzt hin? Jetzt hat er ihn gefunden. Ja, jetzt hat er jetzt hat er einen blauen Container. Er braucht eine Stunde, bis er einen blauen Container findet. Das ist unglaublich. Dieser Mensch, ich schwöre, dieser Mensch. Eieieiei, das wird was. Oh Mann. Ey, Gott sei Dank musste ich nicht mit ihm im Team spielen. Ich bin so froh drüber. Wirklich. Oh. Na, wirklich, ich würde es nicht aushalten. Die Ente. Mit mir würdest du das Ente auch nicht aushalten. Na doch, und doch mit dir schon. Ich muss den Leuten nur sagen, dass sie nicht links auf die Map gehen, dann müssen wir das Ding raushauen, weil das anscheinend Probleme macht. Dann gehen wir halt rechts. So. Ja, am besten rechts. Hallo? Wo ist denn dein Kollege? Hört jetzt endlich mal auf, euch zu streiten, das wird er mal vor. Komm mal her, bitte. Ja, ich krieg so einen Taui. Krieg so einen Taui von mir, warte. Mit seinem Pinselkopf, ich kann das nicht. So, und Andel, du gibst dir bitte selber einen Tausender, wenn es okay ist. Ich habe jetzt 7000er gegeben, nur dir nicht. Wie geht das? Ich weiß nicht. Du weißt es wirklich nicht? Na, ich weiß. Okay. Gut, Leute, dann kann ich mal die Spielregeln erklären, dass das auch alle wissen. Die erste Regel ist die erste Stunde, wo der Timer rennt vorbei. Es wird jetzt keine Stunde sein, es werden erstmal 15 Minuten sein. Gibt es kein PvP. Das heißt, 15 Minuten lang, einfach den gegnerischen nicht abballern. Erst dann ist, also nach der ersten Runde, wenn die erste Zone, also der erste Timer abgelaufen ist, erst dann kann man schießen. Genau, das ist die erste. Keine gepanzerten Fahrzeuge, darunter zählen auch halb gepanzerte Fahrzeuge, wie zum Beispiel Geldtransporter. Keine Whitelist-Jobs, das sollte aber eh klar sein. Kein Sprengstoff, keine RPGs, Haftbomben, EDC, keine Taser, kein Bug-Using, keine Teams, ist heute ausgeschlossen, weil wir heute spielen mit Teams. Nach dem Tod darf man zusehen in NoClip. Ich glaube, ein paar Leute haben keine Rechte dafür, also einfach Bescheid geben dann. WZW einfach reviven, ihr könnt dann frei rumrennen oder was auch immer. Kein Meter natürlich, keine unsichtbaren Körperteile anziehen, dass man sich immer sichtbar zeigen kann und keine Nachtsichtgeräte. So, haben wir es jetzt. Kann mir jemand meinen Job noch wegnehmen? Ich bin Vizechef. Genau, alle erstmal auf Sozialhilfe bitte, das wäre super. Andel? Kannst du bitte gehen? Oder kann ich mehr Vizechef? Das ist sehr unangenehm. Hallo? Geht, Alter! Ah. Ja, Alter. Ja, die war verdient, die war verdient. Die war wirklich verdient. Ich würde darauf hinweisen, wenn ihr mit dem Fallschirm springt, nicht F oder X drücken, sonst stürzt ihr ab. Die Reißleine also befindet sich mit einem linken Mausklick. So könnt ihr die Reißleine ziehen, weil es wird dann, wenn es losgeht, kommt ihr direkt in die Luft und von dort. Ich hab das Gefühl, du musst nur in der Quarte ziehen. Genau, in der Quarte ziehen. So, warte, ich stelle noch schnell alles ein und dann geht's los. So, ist unglaublich. Ich muss nämlich noch was einstellen für alle. Genau. Du bist leise. Perfekt. So, da können wir hier gleich durchziehen. By the way, ich lese alle Donis dann noch vor. Ihr wisst Bescheid. Ich brauche heute leider ein bisschen, weil wir jetzt nochmal das mit der zweiten Runde machen. Und dann stellen wir das noch ein. So, oh, ich bin falsch im Server verbunden. Das ist natürlich ganz schlecht. Ich darf auf dem anderen, auf dem RLO-Server was machen. Wir haben jetzt gerade zwei Server am Laufen. So. Gut, dann stelle ich da nämlich noch ein, dass die Zone nicht so lang braucht. Ah, ich bin ja draußen, super. Dann muss ich noch den Hops anrufen. Der Hops. Ach, schau, aber abhebt. Moin. Guten Tag. Wir sind heute ein Team. Perfekt. Bist du gut ausgestattet? Hast du Aimbot und alles aktiviert? Genau, alles gerade installiert. Perfekt, dann können wir loslegen. So, gut, dann würde ich sagen, wir beide sind drin und dann starten wir durch und hoffen wir, dass wir es gewinnen. Ach, weißt du was, ich restart nochmal die Jobs, die Robberies. So, gut. Du musst mir halt nachfliegen, gell? Das ist halt das Problem, wir müssen uns dann was ausmachen, wo wir hinfliegen, am besten. Aha, jo. Ja, ja. So, ich schau nur. So, sind alle bereit? Alle die Regeln verstanden? Alle ready? Alle hochgeholt auf 100%? Ja. Wenn es ein Problem gibt, einfach Bescheid geben, wie zum Beispiel, dass ihr oben in der Luft Damage bekommt. Wie eine Schnecke. Ich weiß, dass ich aussehe wie eine Schnecke, deshalb liebe ich mich. Und da würde ich sagen, start mal durch und ich würde sagen, jeder macht erstmal aus, wo er hingeht und wenn dann alle ready sind, sind wir ready. So, also wo wollen wir hin? Ich gebe einen Tipp in die Stadt. Irgendwo in die Stadt. Weißt du was? Wir gehen am besten Grove Street. Landen wir dort. Wenn es okay ist für dich.
Jo. Dort bei der Tank, oder wie? Ja, dort bei der Tankstelle, dort runter. Jo, passt. Perfekt. Dann machen wir das, dann rippen wir das Ding. Und zeigen es den anderen heute. Gell, jo. So, start mal durch. Da bin ich dabei. Ich hab, by the way, jetzt die, hallo? Die ganze Stores gerefreshed. Und wir starten jetzt durch. Na dann, viel Spaß. Okay, wir fliegen rüber. Oder sieht das überhaupt aus? Hä, was? Ob man da überhaupt so weit fliegen kann mit dem Ding? Ja, mach einfach so früh wie möglich den Fallschirm auf. Ich hab jetzt schon offen. Ich flieg schon rüber. Ich hoffe, du hast einen guten Aim. Weil der andere hat mich vorhin fast weggenatzt. Ja, mit der Sniper zumindest kann ich. Wenn das hier nur, also 15 Minuten haben wir Zeit, dann geht's los. Muss mal aufpassen. Okay, ich hoffe, ich flieg richtig. Hast du auch schon einen Fallschirm offen? Ja. Perfekt. Ich hoffe, ich komme dort an. Das erste, was wir auch machen müssen, ist direkt eine Waffe kaufen. Wobei, gibt's in der Grove Street einen Waffelshop? Sonst fahren wir zum den Waffenshop beim Hauptplatz direkt drüben. Oben. Weil das ist noch besser. Ja. Weil ich würde direkt eine Waffe holen, dann können wir uns direkt ein Auto holen. Das ist, glaube ich, gescheiter. Das soll ich gleich bei dem landen? Genau, genau. So dort direkt landen. Oder dort runterkommen. Das ist nämlich besser, weil ich habe vorhin 15, 20 Minuten Auto gesucht, weil ich keine Waffe hatte. Okay, ja, jetzt haben wir alle 1000 Dollar, jetzt können wir direkt Waffe kaufen. Ich spiele jetzt gerade die abgespeckte Version mit nur 15 Minuten Start. Zweite Runde. Alter, ich fliege aber ganz schön lang, du. Alter, ich hoffe, ich komme da rein. So unangenehm, schreibt der Fabian. Ja, weil wir wenig Kontakt haben, ne? Und du jetzt live on stream bist. Ist es unangenehm? Voilà. Hallo? Ja, ja. Ist es sehr unangenehm? Nee. Geht's? Nur ungewohnt. Ungewohnt, ja. Ja, du redest uns meistens mit Schandlich mit mir, ich weiß. Jo, genau. Ja. So ungefähr. Du musst dich noch öffnen. Braucht seine Einfindungsphase. Aber uns hat zweimal das Ding ausgewählt. Wir haben ja zweimal die Runde durchgemacht. Und zweimal stand Tops und Hurdle in der Auswahl. Perfekt. Ja, also das Schicksal hat uns ausgewählt. Alter, ich komme gerade perfekt runter. Oh ja. Yes, bin unten. Oh, 12 Minutes, dann geht's los. Bist du schon da? Krack gelandet, ja. Perfekt. Nur aufpassen, dass du nicht runterfliegst. Beim ersten Mal, wo wir gespielt haben, bin ich fast in den Masten reingeflogen. Ist nur gut. Der Schweizer. Ist der nicht. Bist du Cop auf RLO? Frag gerade beim Chat. Marshall mittlerweile. Das warm werden. Marshall Chef, oder? Der Chief of the Marshals. Er war Polizist. Er war. Jetzt ist er was Besseres. Jetzt steht er drüber. Ja, ungefähr. Sind eigentlich die anderen Cops sehr mad auf dich? Weil jetzt beim Marshall. Bisschen, zum Teil. Ja. Ich glaube nämlich, ein paar Cops finden das nicht so geil, dass die Marshals so viel Macht haben, aber. Ich finde es ganz ehrlich, ich finde es gar nicht so schlecht, dass es die Marshals gibt, weil die. Ist immer so, die machen halt diese heftigen Einsätze. Die können sich eher auf das konzentrieren. Das ist nicht schlecht. Das ist PD mehr Streifen, die sonst alles genau, machen kann. Ja. So. So, was kaufen wir jetzt? Ganz wichtig, wir haben 1000 Dollar. Mhm. Hol dir die Tech 9. Das ist das erste für 700. Ja. Hol dir die, das ist die beste, die du kaufen kannst. Und dann am besten direkt die Rüstung kaufen. Bei sonstiges, Panzerung und direkt ausrüsten. So. Und dann haben wir gerade eh kein Geld mehr. Das nächste, was ich gesagt hätte, wäre dann Muni kaufen, aber was machen wir dann? Jetzt gehen wir mal ein Auto holen irgendwo.
Ah, den Crown Vic. Ein Star wäre. Ja, da ist einer. Den holen wir uns, den Crown Vic. So, und raus. Zu schon ist der. Ah, der rennt weg. Ein Stück Scheiße. Kann ich das überbrücken, das Ding? Oder. Ah, den gegeben, super. Oder. Ah, nee, doch nicht. Was ist denn jetzt los? Was ist. Warte, steig mal aus. Warte. Oh. Ah! Hä? Warte, ich glaube, das ist ein Geisterauto, irgendwie, habe ich das Gefühl, warte. Ey, hast du von wen noch rumgezogen, als der bewusstlos war mit der E? Mit der ja, habe ich! Das ist manchmal verbuggt dann, wenn man. Ja, ja, ich sehe es gerade. So, jetzt rück ich die. Aber bei mir dann geht's. Ah, ja, danke, danke für den Tipp. Jetzt soll's gehen. Ah, das kommt davon, okay. Darum wusste war ja auch schon. Gar nicht. Beim einen Mal hatte ich das eben auch, habe ich mich übelst drüber aufgeregt. Ah, okay, ja gut, das ist scheiße. Okay, danke für den Tipp. So, wir gehen jetzt mal den Laden überfallen. Ich mach das mal schnell. Ich hoffe, das hat noch keiner gemacht. Am besten von dir raus, und da wurde ich mich von angeschossen. Ist der Überfall? Ah, das geht ja hier nicht, scheiße. Hallo. So, Kasse öffnen. Nur aufpassen, die schießen manchmal. Bleib am besten hinten. Wie viel geben die eigentlich raus beim Laden? Wie viel die rausgeben? Ja. Um die 200, 500 Dollar, aber wenn sie hinten den Resort aufmacht, 2k oder so. So. Wir machen am besten jetzt nur Läden, weil das rentiert sich, glaube ich, am meisten. Ich hoffe nur, dass die den Code hergibt. Ja, ihren Bruder! 7848, kannst du hinten aufmachen. Oder so ich? Ach komm, ich. Geh du. 7848 ist es. Ja. 7848? Oder kannst nur ich oder kannst es du auch? Ich schau grad. Kannst du Code eingeben? 7848. Ich hoffe, das klappt. 900 Dollar. Jawohl, perfekt. Perfetto. So. Warte, ich such mal den Wagen. Finde ich was. 8 Minuten haben wir noch Zeit. Kommt die erste Zone. Ich habe ein Bier gefunden im Auto, wie schön. Perfekt. Und 217 Dollar Schwarzgeld. So, wir gehen direkt zum nächsten rüber. Weil wenn wir da noch. Ja, vorhin 2000 Dollar mal aus so einem Ding rausbekommen, aus so einem Teil. Ein Sniper wäre halt nicht schlecht. Wobei vorhin hat sie sich eh nichts gebracht, weil die halt eh nicht funktioniert hat. Ja, wie nicht funktioniert. Weil da war so ein vorhin das Skript drin, dass das blockiert worden ist von RLO und das habe ich vergessen rauszumachen. Jetzt konnte ich das vorhin. Ja, aber ich habe vorhin probiert, Andel zu snipen und es ging einfach nicht. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Und dann bin ich mir aufgefallen, ey, warte, ich kann gar nicht snipen, weil da diese Blockade drin war von RLO halt. Dass du halt die Sniper nicht gegen jemanden als Mensch richten kannst. Hallo. Ja. Ist aber jetzt deaktiviert oder? Ist jetzt deaktiviert, ja. Extra dafür. Wenn das nicht passiert. Perfekt. Ah. Oh, nimm das Geld. Ich gehe 6979. 6979. So, 6979. 1700 Dollar, perfekt. Hast du den Ding aufgesammelt oder kann das nur ich? Ich sehe da gar nichts. Ja, ich hab schon. Gut, ich würde sagen, wir teilen das dann eh auf, wenn wir dann so weit sind. Ja, ja. Jetzt haben wir über 2000 Dollar. Gut, ich schau noch, gibt's noch irgendwo einen Laden, den wir schnell machen können? 6 Minuten bis die Zone da kommt. Da ist einer. Da fahren wir hin, jawohl. Weil jetzt haben wir nicht so viel Zeit. Ich glaube, es ist die gescheiteste Idee, wirklich die Läden zu machen unten. Schnell wie es geht. Ja, wahrscheinlich. Ich habe vorhin Drogen gemacht, da kannst du auch 10k machen. Aber es geht sich jetzt vom Timing her nicht aus. Kannst auch mal einen Überfall machen, wenn du willst. Nein. Ja, ja, ist da deiner, ja, viel Spaß. Fuck, ich kann sein Auto nicht klauen. Solltest du eh nicht, wir haben kein PvP. Ah, ja, stimmt. Wo ist jetzt noch ein Laden? Wir könnten rechts rüberfahren. Tja, wenn er den nicht schon gemacht hat, ne? Nee, nee, ich glaube nicht. Ja, warum geht ihr gut?
Wir könnten uns, ja, uns auch aufteilen auf zwei Autos. Ob's, ich weiß noch nicht, ob das blöd ist oder ob es gescheiter ist, mit zwei Autos zu fahren. Naja, wobei es ist doch besser, wenn wir zu zweit drin sitzen, oder? Oder nicht? Ja, wir haben eh nicht mehr so viel Zeit. Schauen wir, ob der gemacht worden ist. Ah, der wurde gemacht. So eine Scheiße. So eine Scheiße. So, irgendwo ein Laden da oben können wir noch hinfahren, aber ich glaube, der ist sicher weg. Ja, wir können da am West der Easy Highway den da oben noch machen. Dort wäre auch direkt noch ein Waffenladen. Ah, den da. Geht sie von der Zone aus? Und die da rein? Der geht's hier aus. Ich fahre nur zu bei, vielleicht auf gut Glück, dann vielleicht ist er noch offen. Boah. Ja, der ist auch tot. Alles gut. Jo. Oh, ich find okay. Stell dir vor, da wären jetzt Cops online, wie die alle abmetteln würden, weil da 10.000 Banküberfälle, Ladenüberfälle sind. Wenn nur die Support-Tickets kommen, ne? Genau, ja. Es werden 60 Läden auf einmal ausgeraubt, was mache ich jetzt? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das Geile ist, wir spielen ja kein AP, also runter da! Yes! Kannst du mir den markieren, den Laden? Ja. Sein. Ja, warum will er mich so führen? Ich kann ja da vorne drüben auch fahren, oder? Vorne rechts. Ja. Gibt dir einen Tipp, wir schauen, ob wir die noch im Sandy abfahren kann gleich. Behalt die Reihenfeuerschusspistole direkt im Auto. Das, wenn was ist, dass du direkt rausballern kannst. Also, das geht so schnell. Rausschießen. Ja, ja. Hätte ich dir auch nur sagen sollen, ja, man kann rausschießen aus den Autos. Es gibt keinen Anschallgurt. Das heißt, wenn du F drückst, fliegst du raus. Ja, dann mach ich das lieber nicht. Alles gut. Ich habe alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Ist alles mit Absicht. So. Weißt du, ich wollte unbedingt ein neues Auto haben. Genau deshalb habe ich das gemacht gerade. So. Das ist, ja, natürlich alles mit Absicht. Das ist alles mit Absicht. Alles geplant. Jahrelange Planung. Mit der Kiste da vorne. Ist, ey, gar nicht so schlecht, der Wagen. Der geht schnell. Das war ein Standard-GTA-Auto, aber scheiß drauf, den nehmen wir. Ach komm. Ein Stück Scheiße, ey. Jedes Mal. Haben die auch vom Fahrzeug mit den Waffen bedroht, oder? Ja, die kannst du so rausholen. Das Script kommt dann auch. Also auch, wenn wir jetzt im Auto drin sind, meine ich, weißt du? Ach so, nee, glaub nicht. Ich bin ein bisschen aussteigen dafür. Boah, Alter, was ist denn das für ein scheiß NPC, Alter? Oh nee, das Auto ist gleich in Flammen, das ist nicht gut. Da hoffentlich steht da vorne irgendein Auto, ne? Der Tank, ich, oder? Ich schau, dass ich noch anhalte irgendwie. Alter, was ist das denn, Alter, für eine blöde Kuh, Alter? Alter Schwede, warte, ich schau, dass ich am sitz auf der Gegenfahrbahn anhalte. In 2 Minuten kommt die Zone rein, wenn wir noch Zeit. Mal schauen, was wir hier. Ich halte an, wir brauchen das Auto da hinten. Da ist ja auch so einer, ja, den holen wir uns. Nur noch nicht an, noch nicht andingsen. Aufpassen! Ah. Sorry. Warte. So. Und immer schön draufhalten, weil sonst. Oh Gott, ist weggelaufen. Okay, ich muss kurz schließen. Nee, warte, ich habe einen Schlüssel bekommen. Brücken. Du hast einen Schlüssel bekommen. Ja. Kannst du mir geben unter U, unter Schlüsselmanagement, einfach mir den geben, weil es geht. Ja. Wenn nicht, durch den überbrücken. Dankeschön. Zum Bekommen. Yes, danke. Perfekt. So, dann gehen wir da einkaufen. Wir brauchen tanken müssen wir sowieso. Ich nehme einen Kanister mit. Oh, oh, oh. Oder drin schießt wer. Aber in einer Minute geht's erst los. Smoky, glaub. Gut, Also wir gehen in den Laden rein, komm. 2700, wie viel hast du? 1000. 1000. Dann gebe ich dir ein bisschen was ab. Komm her. Gib dir 300. In einer Minute geht's halt los, ne? Jo. Ich gebe dir einen Tipp, hol dir die Type 95. Ich glaube, die soll man uns holen und dann am besten Munition kaufen. Die kann ich nicht. Ich habe zu wenig Geld, um die, echt, zu kaufen. Oh, scheiße. Ah, ich habe ja zwei. Du hast 1000. Ich habe gedacht 2000. Ja, ja. Ach so, oh nee, 1000. Oh mein Gott, ich bin ein Trottel.
Ich bin ein Trottel. Okay, jetzt pass auf, wir machen folgendes. Die werden da gleich ballern, glaube ich. Die warten nur drauf. Komm schon, wir hauen ab, wir hauen ab. Es ist eine schlechte Idee, hier zu warten, weil die warten nur drauf, bis wir hier sind. Wir haben noch 25 Sekunden Zeit, sonst ballern die auf uns. Ich weiß jetzt nicht, ob die sie verstecken. Wir müssen irgendwo hin, wo du dann eine Waffe kriegst. Palitum. Wir fahren irgendwo weg, weil ich habe keinen Bock jetzt da in 12 Sekunden da erschossen zu werden. Ich dachte, du hast 1000 irgendwas. Ich habe noch Schwarzgeld dabei. Jetzt geht die Zone rein. Das Geile ist, dass der ziemlich schlecht zum Sehen ist, wer da drin sitzt. BZW, Der ist so hinten auch so klein gebaut, dass du nicht direkt durchballern kannst. Aber beim anderen Auto war das echt scheiße. Da konnte man einfach so durchballern. Also der Wagen ist nicht so schlecht gewählt. Okay, ich schaue jetzt nur wegen Geld, ob wir da noch irgendwie was machen können. Hier ist gleich noch ein Laden auf dem Highway. Ja, können wir mal probieren. Jetzt müssen wir halt aufpassen, dass dann nicht noch wer den Laden macht. Ich halte schon mal die Waffe bereit. Besten schon hinten rausschießen. Zum Rausschießen. So. Machst du den Laden und ich warte oder andersrum? Ich warte sonst. Jawohl. Falls er kommt. Die wurde schon ausgeraubt. Ja, Alter. Die sind ja echt fleißig, ja. Okay. Okay. Und was wir machen können, auf die Schnelle jetzt, das wäre jetzt aufs, wir haben 14 Minuten Zeit, wir könnten aufs Tomatenfeld gehen, ein paar Tomaten pflücken und die verkaufen. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, ein bisschen Geld zu machen. Die müssen wir dann auch zuerst verarbeiten, ne? Ist das wer von... Ne, okay. Ne, wir müssen nicht mal verarbeiten, wir können die auch so verkaufen. Kann man die auch so, okay. Ja, ja, die kannst du auch verkaufen. Wir müssen nur schauen, dass wir in den 14, sind wir eben in der Zone? Ja, wir sind eh in der Zone, also da haben wir kein Problem, den können wir jetzt machen. Aufgechillt, wir müssen nur schauen, dass uns keiner abballert. Okidokidokidok. Einmal durch und dann rüber. So, bist du verletzt oder geht alles? Nee. Perfekt. Ja, weil ich für die vorhin retour gefahren bin. So, ne, hat irgendwie keinen Schaden gemacht. Okay, gut. Ich zieh mir nur das Ding drüber. Ich habe letztes Mal nämlich die Orangen gepflückt, da habe ich so wenig rausbekommen, obwohl ich den noch gepresst habe, den Saft. Deshalb darf ich jetzt das machen. Das schon Ewigkeit nicht mehr gemacht. Ja. Ist lang her, das letzte Mal. Ja, mittlerweile auf Ferrelo eh kaum noch zum Farmen da, gefühlt da und irgendwas los ist. Ja. Derzeit lohnt sich aber, glaube ich, die Mine ganz, oder? Weil ganz viele in die Mine gehen. Wohl, ja, und tauchen. Ja. Mine gehen und tauchen. Ist aber eh cool, vor allem tauchen ist ein bisschen mit Ding verbunden, dass du auch wirklich aufpassen musst, dass du nicht einfach im Meer dann sitzen bleibst. Ja, darf man zum Beispiel nicht zu tief tauchen an gewissen Stellen. Ja. Oder zu weit raus, gibt's ja auch Leute. Genau. Ja, rausfahren und dann sind sie tot. Kannst FD oder EMS auch nichts mehr machen. Mhm. Mal, wie viel wir mitnehmen. Ja, du hast jetzt aber keine. Ja, hast jetzt nicht so ein Gewehr. Ich gebe dir dann einfach das Geld, was ich auch noch habe. Dann kommen wir schon auf ein Taui oder so und kannst du dir sowas auch kaufen. Bei Sniper brauchen wir nicht. Ist mir vorhin aufgefallen, dass. Ja, wir gehen dann eher auf den Berg hoch. Und oben spielt sich dann meistens ab. Oh. So, dann beim Mount Shield oder? Oh, das sind schon zwei. Ah, was ist denn da los?
Hä? Ach. Was ist da passiert? Okay. Es ist nur noch wir zwei gegen eine noch. Was haben die denn gemacht? Ist ja, wenn die. Ich wette, das wäre die Tankstelle reingerast oder so. Aber es sind drei Leute auf. Hä, wie ist denn das überhaupt möglich? Ja, aber warte, Tankstelle soll man gar nicht sterben, wenn man reinfährt, ne? Ja, mittlerweile schon. Oder geht's wieder? Ja. Es geht, ich hab's letztes Mal getestet, es geht. Kannst wirklich sterben, ja. Eine Zeit lang ging's irgendwie. Ich weiß. Glaub, durch ich weiß. Den RLO-Patchen nicht. Genau. Aber das funktioniert jetzt wieder anscheinend. Okay. Also jetzt sind drei Leute auf einmal gestorben. Drei? Ja, drei. Ei, stimmt. Haben noch die letzten zwei gesehen irgendwie. Ja, wir sind jetzt noch. Wir sind noch im Team und dann sind wir zwei gegen einen. Also wenn wir das nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht. Aber den einen müssen wir jetzt suchen gehen. Weil Andel ist gestorben, Schandel ist gestorben und Smoke ist gestorben. Das heißt, wir sind noch gegen Matze. Anscheinend. Mhm. Alter, wie haben die das geschafft? Das würde ich aber echt gern wissen. Wieder drei Leute abrecken. Darf man seinem Mate das Geld überlassen? Na, kannst du plündern. Gibt keine Regeln dafür. Kann man also Bargeld geht's. Überhaupt abnehmen? Bargeld kannst du nicht abnehmen, ne? Du kannst nur das normale Geld abziehen. Weil das geht nicht, du bist ja dann tot und kannst es nicht wegnehmen, das Bargeld. Ja. Wäre aber auch nicht schlecht, wenn das gehen würde. Aber Schwarzgeld kannst du abnehmen, das geht. Das Auto. Oh, unser Auto ist weg. Hä? Ja, gedespawnt halt. Perfekt. Weil es nicht als Hauptfahrzeug festgelegt worden ist, deshalb. Das ist gerade gedespawnt einfach. Aber alles gut. Wir holen uns ein anderes, wir haben alles unter Kontrolle. Er ist gleich ein Highway neben dran, ne? Ja, wir haben hier noch. Ist ja besser als unauffällig gerade. Aber weißt du, einfach das Auto weg gewesen. Oder irgendwer hat uns zugeschaut und dadurch ist es gespawnt. Das kann nämlich passieren, wenn jetzt Andel oder Schandel uns zuschauen. Weil eigentlich, das dürfte gar nicht despawnen jetzt gerade. Ich glaube, dass Andel oder Schandel im No-Clip durchs Auto sind und dann verschwindet es. Das glaube ich gerade. Ja, das kann sein. Ja. Das stimmt. Warte, ich schau mal Names, ob die da sind. Ne. Keine Ahnung. Aber die sind, glaube ich, durchs Snowclip oder so, dann ist es weg. Egal, wir finden schon ein anderes Auto. Aber jetzt müssen wir nicht so Angst haben. Jetzt sind wir da gleich fertig mit den Tomatenfarmen und dann geht's los. Jo. 8 Minuten Zeit, jo. Jo, aber so können wir Andel. Was ist denn da los? Ich muss sagen, bis jetzt habe ich zweimal gewonnen. Es hat bis jetzt noch kein anderer gewonnen. Also wenn ich jetzt nochmal schaffe, dann habe ich dreimal hintereinander gewonnen. Mhm. Dann sind wir das Streamteam. Gute Rate. So. 13 Orangen brauche ich. Tomaten. Ja. Ups. Die Orangen? Natürlich meine ich die Tomaten. Die Tomaten, die frischen? Die Paradeiser, sagt man in Österreich. Gibt es in der Schweiz ein Wort für Tomaten? Einfach Tomaten nochmal. Echt? Bei uns in Österreich kannst du Paradeiser sagen. Paradeiser. Oder zu Kartoffeln Erdäpfel. So, ja, Erdäpfel haben wir aber auch bei uns auch bei Kartoffeln. Okay, die Erdäpfel, oder wie? Ja. Halt Erdäpfel. Apfel, ja. Du hast gar keinen Schweizer Akzent wie Dario, das finde ich sehr schade. Ja, es kommt davon, weil ich fast nur mit Deutschen spiele halt. Okay, ja. Und irgendwie habe ich mir dann ziemlich gutes Deutsch angewohnt. Das ist dann wie bei mir. Ich spreche ja auch eigentlich Hochdeutsch eher und eher weniger österreichischen Akzent, sagen wir so wie es ist. Mhm. Ach so. Das ist ein Schweizer, ja? Merkt man gar nicht, gell? Ich hab's auch nicht gewusst, eine lange Zeit. Das ist Dario, hat's glaube ich erzählt. Dario. Dario? Beim Dario kannst du, da weißt du direkt, das ist ein Schweizer. Das merkst du direkt. Ich weiß nicht, kurz noch eine kleine Frage, eine kleine Bitte. So, ich bin fertig, hab alles. Was brauchst du noch? Jo, ich bin auch voll. Gut, dann brauchen wir ein Auto.
Ich überlege, ob es echt gescheiter wäre, wenn wir zu zweit mit Autos fahren. Könnten wir denn so richtig einkesseln von vorne? Mhm. Das ist ja nur noch einer. Zwei SUVs nehmen und. Ja, ja, genau. So in etwa. Der arme Matze. Zwei gegen einen. Das hätte man Fairness. Oh, ich nehme mal den Crown Victor, oder? Ah, das fährt schon wieder weg. Das ist gerade auf meiner Spur drin, ja, kein einziges Auto angefahren. So, dann nehmen wir den SUV wieder. Guten Tag, die Dame. Handy nach oben, damit man sie loben. Hast du einen Schlüssel bekommen? Nee, ne? Ne. Okay. Jetzt muss sie. Ich muss. Ah, es steckt. Ja, dann hau ab. Ich überbrücke mal. Du musst slash überbrücken machen, ne? Ne, ich habe einen Schlüssel bekommen. Irgendwie doch noch. Okay. Obwohl sie schon da hinten war. Du kannst auch slash durchsuchen. Aua! Slash durchsuchen. Dann kannst du schauen, ob was im Auto drin ist. Schau mal. Wie nett die Leute sind, Alter. Fährt mir da hinten rein. Ja, es hat Schwarzgeld, das müssen wir waschen, aber das habe ich nicht. Ein Alter, Pack ist Chips. Das Ding lahm. Ey, pass ein auf, hinten kommt ein komisches Auto. Ich weiß nicht, ob das ein Spieler ist. Das sieht so aus. Ist das ein Spieler? Der Crown Victor, der gerade einen Flug genommen hat. Ah, nee, nee, ist nicht ein Spieler, okay. Er braucht ein anderes Auto, das ist so langsam. Fährt deiner schnell? Der dreht jetzt mal durch, bis er beschleunigt. Und meiner fährt sich wie ein Stück Scheiße. Alter, der fährt halt echt langsam. Ja, so mittelmäßig. Ja, der Crown League ging richtig ab. Mhm. Der ist übelst gut, Junge. So, dann fahren wir direkt verkaufen, ne? Wo fährst du denn hin? Ah, oh, fuck, warte, das ist ja wieder da. Da ist der Verkauf, ja, ja. Am Laptop. Das Auto erstmal 10 Jahre gehabt, bis es bremst. Ich glaube, ich habe mich gerade aus meinem Auto ausgesperrt. Ich habe $700 bekommen, wow, 720. Ich habe mich tatsächlich aus dem... Ja, na doch nicht, alles gut. Habe ich einen Schlüssel bekommen? Ah, ich habe keinen Schlüssel, aber er ging, okay. Management. Entferne mal die ganzen Schlüssel. Ich genau $2000. Ja, schau, das ist ein anderes Auto so. Von der Zwischenzeit. Wie viel hast du jetzt? 2000? Genau, ja. Dann können wir uns die Waffe leisten, die Type. Die passt dann. Dann kannst du dir die holen. Muss dir nicht mal Geld geben, wow. Ah, da vorne fahren wir Palito-Dings, ne? Ich hol mir nur ganz schnell den Wagen hier. Das ist so blöd. Ich fahr schon mal ein bisschen vor. Jawohl. Ey, hallo! Tiroler aussteigen, geht schon! Oh ne, der dreht da gerade durch. Oh ne. Ja. Oh, du blödes Stück, Alter. Jetzt, ich hab den Schlüssel bekommen, jetzt fällt er einfach weg. So ein Stück Scheiße. Alter, was willst du machen? Aber wenn ich einen Schlüssel bekomme, der fällt einfach weiter. Sonst davor. Ja, den nehmen wir, den Mercedes davor. Der ist gut. Der ist sehr gut. Alter, lass mich drauf ziehen. Zieh doch die Waffe, Mann. Auf die gibt mir einen Schlüssel. Ja, die gibt Schlüssel. Ehrenfrau, dankeschön. So. Jetzt habe ich auch einen Schlüssel bekommen, hä? Ja, zwei Schlüssel, passt doch. Nö, passt. Oh, der Wagen ist gut. Ja, der zieht endlich mal. So direkt Fensterscheiben einschlagen, damit wir schneller sind, falls was passiert. Boah. Alter. Huch. So, der nächste Waffenladen ist in, Rundrum, ne? In Sandy. Sandy. Oder Palito, ja. Einfach mal Sandy. Der arme Matze, Alter. Komplett alone unterwegs. Ja, bin ich froh, dass ich in Andel seinem Team war. Bin ich froh. Das ist nämlich das ist das Team, das draufgegangen ist. Das ist das Ententeam. Die gehen als. Andel geht immer als erster drauf, das finde ich lustig. Echt? Ja, also bis jetzt ist er immer als erstes draufgegangen. Ich gehe das Team nur schnell auftanken. Weil Andel einfach für solche Spiele irgendwie zu lost ist, aber sonst ist er immer der Beste in jedem Spiel. Also Andel, wenn ich gegen Andel spiele, gewinnt er sonst eigentlich immer. Deshalb wundert's mich. Deshalb feier ich's gerade irgendwie.
Fertig. Wird full die Kiste. Oh, oh, da ist wer, 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 da ist wer. Von wo schießt der? Ja, der war irgendwo da. Hinten. Aha. Sollst du über zum Waffenladen fahren? Ja, Tattoo-Laden. Ja. Ein Tattoo-Laden war der? Ja, dort in der Nähe. Ja, weißt du was? Setz dich rein. Ich warte hier und hol mal Waffe raus. Jo. Ah, ich geh schon nur den kaufen da drin. Noch eine Munition. AUG kaufen, ist sie gut. SMG und AUG ist, ja, nicht so. Okay. Geht ja, die Typ 95 hast du gesagt, ne? Ey, komm schnell, der macht hier ja. Radau. Boah. Komm. Macht den ganz Bist schön Radau. Überhaupt? Keine Ahnung, hier hinten irgendwo. Ich höre da die Schüsse. Ist ja ganz schön dumm, dass er so aufmerksam macht. Hast du Munition gekauft? Fall der Fälle? Hatte ich kein Geld mehr zu. Oh ja, okay. Ich hätte sonst Geld noch geben können, aber es ist gerade ein bisschen problematisch. Ja. Nee, weil der hier gerade Stress macht. Wo ist der denn? Ich sehe den gerade nicht. Ist eigentlich dumm, dass er seine Muni da verballert. Ja, das ist echt dumm, aber. Hast du Weste an? Ja, ja. Okay, wir fahren immer durch. Vielleicht ergibt er sich oder so. Aha. Ist das doch safe im Laden drin? Ey, wenn der jetzt im Laden drin ist, dann ist das echt dumm. Ist er nicht ernsthaft jetzt im Laden da drin? Das ist halt wirklich dumm. Der verarscht uns jetzt das Ding. Ja, oder er hat das Auto dahingestellt und verarscht uns komplett und schießt es jetzt von hinten ab. Das wär's natürlich auch jetzt. Das wär jetzt doof. Ich glaube aber, das könnte wirklich so. Weißt du was? Ich schieße uns mal rein und schau, ob da wer drin im Laden steht, okay? Da steht keiner im Laden, glaube ich. Siehst du wen? Pass auf, nicht, dass der hinter die Theke kommt. Ich sehe da niemanden drin. Ja, nicht, dass der uns hier in eine Falle tappt. Ah, doch, ich glaub, da ist er. Arsch. Ja! Echt? Hab ihn. Schau mal, ob da noch wer ist. Der war hinter der Theke. War es der Letzte? Ich loote mal schnell. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich der Letzte war. Aber sind so alle tot, oder? Ich glaube, sonst waren alle down, ja. So, suchen. Tech9 nehme ich mit. Augi. Ah, schau mal, Muni und alles dabei. Panzerung hätte auch noch. Aber Panzerung hätte auch dabei. Aber war das jetzt der Letzte? Ich glaube, ja. Wenn vorhin drei gestorben sind, müsste fast. Weil wenn, dann wäre das wieder heftig, Alter. Ja, oh mein Gott. Battle Royale gewonnen, Alter. Was ist denn los? Aber ey, warum recken die alle immer so schnell? Ey, bis jetzt. Ey, weißt du, was geil ist? Bis jetzt, ich habe kein einziges Match verloren. Bis jetzt alle drei Matches gewonnen. Schau, das Winner-Team, Alter. Das Winner-Winner-Chicken-Dinner-Team. Virtuelles High-Five an dieser Stelle. Ja, aber ey, ganz ehrlich, hätte Matze. Wäre er auf dem Berg gecampt, hätte er uns vielleicht noch kriegen können. Das wäre die bessere Idee gewesen. Weil hier auf uns zu schießen, wenn wir zu zweit sind, ist eine ganz schlechte Idee. Weil auf dem Berg oben, da hätte er jetzt alle Zeit der Welt gehabt und wären wir hochgekommen, hätte er uns einfach abknallen können. Aus dem Hinterhalt, ja. Aus dem Busch oder so raus. Oder er hätte sich beim Laden hinten rangestellt irgendwo. Beim Waffenladen hätte er uns auch von hinten eigentlich. Warte, Andel, schalte ich zur Discord kommen. Ich gehe mal rein. Ich glaube, da kannst du nicht rein, weil das ist full der Discord. Aber wir können ingame reden. Jo. Jawohl, perfekt. Widescreen. Guten Tag, hallo. Wir sind gerade auf einen Fehler wieder draufgekommen. Was ist ich denn bin los? Wieder gecrashed in Zentral Sandy Shores. Ja. Mit demselben Error. Und jetzt haben wir gerade gesehen, weil ich so, warum battlen die sich so lang da? Und bei mir ist die Zone ganz anders als bei. Ich bin rausgecrashed, reinschauen und bei mir ist die Zone jetzt ganz anders.
Weil ihr habt die Zone noch draußen gehabt, ihr habt euch ja gebattelt dort noch im Waffenplan. Ja. Aber schau mal, wo bei mir die Zone ist. Ich habe euch nämlich zugeschaut, nicht so, okay. Wer die ganze Zeit verreckt. Schau mal, wo meine Zone ist. Ja, ihr habt, ja, euch, schon, ihr habt euch da gebattelt, ne? Da, und ich wollte euch dazu schauen. Ich denke mir so, und ich sag so, ja, die räuchern sich jetzt eh aus, weil die Zone killt eh. Und sie so, na, die Zone ist ja nicht einmal noch da, aber schau, wo sie bei mir ist. Weißt du, was das komisch halt ist? Ich trigger's halt wirklich nur über einen Server. Da finde ich es ein bisschen komisch, dass es. Na, siehst du, wenn ich da reingehe. Ja, sehe ich, ja. Ja, aber bestimmt, bei mir ist die Zone woanders. Ich wollte zeigen. Da müsste ich schauen. Ja, eben, weil alle gesagt haben, ob ich lost bin, ist so nah. Ich hab's wie. Aber weil du bist auch wieder rausgecrashed, gell? Ja, aber diesmal in Zentral-Sandy-Shows. Wie schießt denn du in Zentral-Sandy-Shows? Aber wir haben denselben Fehler. Ey, wer schießt denn da auf mich? Fällt mir da irgendwer in der Herz? Schandl? Juhu! Schandl, hörst du auf? Warum fahrt ihr weiter? Ja, weil du mich abballern willst. Na, aber warum fahrt ihr weiter? Ihr habt's doch gewonnen, was wollt ihr? Ja, ich wollte noch rumgurken. Sie wollten jetzt einmal Waffen kaufen. So, ich wollte einen Fortnite-Dance machen hier. Ich wollte einen Fortnite-Dance machen. Das ist der Beweis. Das ist der Beweis, dass bei mir im Stream ich immer gesagt habe, der spielt immer Battle Royale. Das ist jetzt der Beweis. Er ist einfach Profi geworden. Ich bin einfach Profi geworden. Ren! Nämlich hat es heute nur nicht einmal rausgecrashed. Aber, weißt du, was ich vermute? Dieses Pool-Size wird Memory sein, glaube ich. Ah, ich wollte nicht einmal dich, Alter. Erst. Schon an. Das ist Ohrschleicher. Wie nett. Aber den Ärger, wenn man es anschaut. Aber weißt du, was mich ist? Weil sonst das Battle Royale funktioniert ja, solange nicht rauscrasht, funktioniert ja alles gut. Es funzt ja alles, aber wenn du rauscrasht, das Problem ist halt, diese Abfrage, wenn die Zone getriggert wird, die läuft eigentlich komplett über den Server, deshalb wundert es mich gerade, dass du eine andere Zone kriegst, was eigentlich gar nicht möglich ist. Ja, eben, deswegen wollte ich dir das schnell zeigen. Weil der Server, der triggert die eigentlich von einem Server-Time-Ding aus. Aber ich schau mal, also wir können das sicher noch etwas verbessern, dass es vielleicht, wenn du rauscrasht, nicht so anfällig ist. Aber das ist nur wichtig zum Wissen, weil ja, sicher. Noch nie jemand gehabt. Natürlich, ja. Na, da werden wir schon schauen, da werden wir schon auf einen Punkt kommen. Ich glaube, ich weiß sogar, wie ich das verbessern kann. Da werde ich schon drauf kommen. Aber es hat immerhin heute so funktioniert, dass es wenigstens funktioniert, dass die Zone nicht direkt reingemeldet ist. Es hat so funktioniert, dass es wenigstens funktioniert. Genau. Ist ja noch in der Beta. Ist ja noch am Umschreiben. Hat aber Spaß gemacht. Aber bis jetzt unbesiegt, Andl. Bis jetzt unbesiegt. Jedes Match ja, ich war auch noch nicht dabei. Unser Gunfight im 1v1 war sehr spannend. Wo ich durch die Zone geflogen bin. Das war sehr geil. Weißt du, was geil war? Du hättest mich wirklich vielleicht kriegen können. Gell? Ich bin ja geflüchtet unten in Sandy. Das war halt wirklich knapp. Weil du hast halt echt einen guten Aim gehabt. Und ich wollte mit der Sniper schießen, aber die ging ja nicht in dem Moment, gell? Der geklemmt durch das andere Script, was ich jetzt auch kurz lang drauf gekommen bin, weil die Sniper war jetzt die ganze Zeit useless eigentlich. Ja, mein Plan war eigentlich, dass ich dann zusammenführe hinterm Auto, aber du bist dann schon ins Auto eingestiegen. Ja, ich habe mir dann gedacht, na, ich passe da lieber auf. Na, das war ein geiler Fight, ne? Aber schade, dass das 1v1 nachher nicht mehr stattgefunden hat. Hä, wo ist Handel jetzt eigentlich? Aber weißt du, wie schier, du fast, auf einmal, du kriegst keinen Time, auf einmal Zone, bam, und du stehst mittendrin in der Scheiße. Du Armer. Vielleicht Zone langsamer machen. Wäre auch eine Möglichkeit, die Zone langsamer machen, aber ich weiß nicht. Also ja, so wie beim ersten. Ich bin mit der Corvette 200 gefahren, oder ich bin der Zone nicht hinterhergekommen. Oh, geil. Dann wollte ich noch so einen Berg reinspringen mit auf Krach und dann ist aber nicht mehr ausgegangen. Smoky mich schon ausgelacht oben. Der Sauhund. War aber geil, hat Spaß gemacht wieder. Ja, voll echt, macht es bockt wirklich. Wenn man das noch verbessern den Modus, dann wird es immer geiler. Vor allem, wir müssen jetzt unbedingt mit mehr Leuten spielen. Stell dir vor, wir machen da wirklich 1 versus 1 mit 8 Leuten oder so. Dann geht richtig die Party ab da auf dem Server. Ist ja richtig lustig. Weil jetzt ist es ja eher so zum Testen. Ja, du bist doch hingestorben. Aber schau, die Deathmatches funktionieren also auch gut. Der gestummt, der Dumme. Der Dario. Wer redet schon wieder mit seiner Siri? Hä? Der Dario. Ja, hallo. Warum bist du da? Ich dachte, du bist mit Marius unterwegs. Ja, der ist da. Sag, warte. Ja, servus, Leute. Nee, Dings.
Nein, wir haben, ich wollte nur kurz reinhören, aber ich habe das Gefühl, sowieso, wenn ich dann auch mal mitspiele, ich werde wahrscheinlich der Erste sein, der irgendwie aufs Maul fliegt. Nee, Andel ist das. Andel kriegt die ganze Zeit das Erste aufs Maul in jedem Match gefühlt. Nee, ist halt wirklich so. Beim ersten Game habe ich 2 geholt, heute habe ich auch die Schandl wieder geholt. So ist nicht. Und beim Ding haben wir den Gunfight gehabt und ich wäre ja eigentlich der Letzte gewesen mit dir zusammen. Ja. Ich krieg dann als Erstes. Aber jetzt war ich der Erste. Ja, stimmt, heute war ich der Erste. Also im Double, im Team. Was ist denn da eigentlich passiert, bitte? Ich hab gerade dann, also, ihre Nasen ausgeraubt. Matze hat aufpasst. Also, hey, das sind welche. Ich lauf raus, ins Auto eingestiegen, bam, Head weg. Oh mein Gott. Und der Matze hat dann beide geholt und dann war er eben gegen euch, ne? Oh. Ja, aber wär Matze oben am Berg gewesen und hätte aus dem Hinterhalt angegriffen, wäre es besser gewesen. Weil so war es echt easy für uns. Weil er hat das Auto vorne geparkt und war dann eigentlich... Ja, aber es ist trotzdem, ich hab gesagt, die doppelte Feuerkraft und halt den doppelten Loop, weil du musst das Geschissene war, dass ich die Ladenräuber gemacht habe und die Kohle gehabt habe. Ja. Wir hätten es vorher noch teilen müssen, aber das haben wir nicht gemacht, weil wir noch so zuversichtlich waren. Und das Bargeld kannst du leider nicht looten. Na, das Bro, geht nicht ist normal. Geld. Jo, was Devi siehst, ne? Was nein, Devi ist was eh wurscht, bitte. Man muss was schauen, Devi siehst, ne? Ich weiß halt auch nicht. Ich weiß. Aber Bass hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Können wir öfters machen. Ich finde schade, dass die Gruppe nicht größer ist. Also 10 gibt es irgendwie eine Möglichkeit. Oder machen wir einen eigenen Server dafür auf Discord. Das wäre auch nicht so schlecht. Einen eigenen... GTA Royale Server auf Discord. Ja, eigenen Discord einrichten, ja. Ja, wäre glaube ich gescheit, aber jetzt ist scheiße mit der Gruppe. Wäre besser, ja. Ja gut, aber hat Spaß gemacht auf alle Fälle. Und Herr Hobbs, Hobbs war sehr zurückhaltend, es war richtig süß. Ist der immer so? Schande? Ja. Ja, echt? Ja. Ja. Ich dachte jetzt bei mir, weil ich stream. Na. Er ist immer so ein bisschen schüchtern. Geil, Hopsi. Ja, er ist leider nicht da, weil die Gruppe voll ist. Ach so. Das ist das Problem. Ich hab vorhin zu ihm gesagt, ich muss leider in die Gruppe, weil es ist halt 10 von 10 Leute drin. Ja. Ja, ich muss mit ihm Schweizerdeutsch reden, dann öffnet er sich. Ach, Schweizerdeutsch. Nee, aber echt hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, aber dann machen wir einfach so einen Server auf Discord und dann ist besser. Gut. Dann haben wir heute Kylo. Haben wir eigentlich alles geschafft. Ja. Und das andere mal rauscrasht, finde ich auch irgendwie lustig. Der Matt und ich. Ja. Nee, ich vermute, dass es da ein MLO ist da hinten. Ich vermute es. Weil ich hatte dort auch mal einen Crash. Schuld. Deshalb habe ich es gemieden da hinten. Au! Entschuldigung. Aber ich weiß halt auch nicht, das ist halt. Also, weißt du, was das lustige ist? Ja. Es gab nie Crashes da, ne? Und seit einer neuen Version irgendwie crasht da jetzt da hinten was. Das macht halt keinen Sinn, aber ist weil halt. Weil auf dem normalen RLO haut's mich. Doch, da ist dasselbe Problem an der Stelle. Aber da hat's mich noch nie. Also in Zentral Sandy und so hat's mich noch nie rausgehauen. In Zentral Sandy nicht, aber dort an der Stelle links. Das war auf dem normalen RLO so. Ich schwöre dir. Da fahre ich aber auch manchmal, wenn ich vielleicht dort mein Auto manchmal auspacke und hoch zum Haus fahre. Komisch. Ja. Passiert nicht immer, passiert manchmal. Ich habe das Gefühl, das ist wegen dem Beach-MLO, was wir da haben, wo du halt diese Party hast, diese Party-Meide. Mhm. Ich glaube, dass die, weil die zieht auch sehr viel Leistung, wenn ich dort bin. Zieht wirklich viel Leistung. Ich glaube, dass die... Mal schauen, ob ich die nicht sparen kann, ne? Ja, du gehst halt raus, mein Gott. Man, ist die halt weg auch. Ist nicht so relevant. Na. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ich tue jetzt noch ein bisschen durchgrüßeln und dann... Ja, was macht das für heute, gell? Jo. Viel Spaß. Yes, viel yes. Spaß. Viel Spaß. Danke. Schöne Grüße. So, Leute. Das war das zweite GTA Royale Stream. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Alter, was steht denn hier? Und weg ist es. Ich hoffe, euch hat dieser Stream gefallen. Auch noch immer ein paar Problemchen, aber die werden wir alle ausbügeln. Dieses Mal auf jeden Fall besser gelaufen als letztes Mal, muss man sagen. Dieses Mal kam mir jetzt die Zone nicht so ganz rein. Und ach ja, ich kann euch was zeigen, was ganz Koralles. Wo ich die letzten Tage dran gewerkelt habe, jetzt sind wir gestern. Weil das ja eigentlich der RLO-Test-Server ist, deshalb ist ja auch hier alles von RLO drauf. Ihr wisst ja, hier. Ich zeige euch das mal. Ich zeige es einfach mal, bevor wir dann durchgrüßen und die Sachen durchgehen. Nietzsche 7, so. Und zwar... Ach warte, ich mache schon meine Kleidung anders. Wie geht das nochmal? Ach, ich muss mich Admin setzen.
Warte ganz kurz. Admin 1, dann slash Outfit. So. So, damit ich auch was Cooles, Koralles zeigen kann, dazu brauche ich aber ein bisschen Mucke. Schauen wir mal ganz schnell. Das sollte eigentlich passen, ja. Epidemic Electronic Music. Das ist, glaube ich, eh Epidemic Sounds, hoffe ich mal. Wäre schlecht, wenn es nicht so wäre, so. Also, da zeige ich euch jetzt was richtig Koralles an der Stage. Was wir neu gemacht haben. Damit ihr auch ein bisschen RLO-Content heute zu sehen bekommt, weil ich ja heute kein RP spiele. Also viele immer fragen wegen RP und dies, das, Ananas. Es schaut jetzt richtig nice aus. Pass mal auf, wir machen mal Nacht. Jetzt haben wir ein neues Menü. Den haben wir. Ja, neue Steuerung, Leute. Soll ich nur zeigen. Also wir haben endlich an der Stage ein funktionierendes Menü für Effekte und so weiter. Also die CO2-Kanonen, die funktionieren. Das Feuer funktioniert jetzt so. Und eben Feuerwerk kann man jetzt voneinander trennen, gesteuert. Also einmal die Fontäne gibt's. Dann buntes Feuerwerk. Und halt das rot-blaue. Also hier alles zusammen nochmal. Keine Spielerei, aber es funktioniert. Ich bin sehr froh darüber, dass wir es gemacht haben. Wollte ich euch nur nochmal schnell zeigen, dass das auch auf RLO dann kommt für die DJs unter euch. Die können dann hier auflegen und mit den Effekten rumspielen. Und das geht auch nur als DJ, also dieses Menü hier ist das DJ auch. Vor allem, wie weit man das sieht, wenn man hier die CO2-Kanonen anmacht, die siehst du bis hier nach hinten. Wenn das Feuer sieht man auch übelst weit. Ja, ist schon geil. Die Stage, das ist eines der geilsten Sachen, finde ich, auf dem Server. Müssen wir auch mal mehr nutzen. Problem ist halt, wenn ich Livestream, ich würde so gerne die Stage nutzen, aber wenn wir dann Copyright-Lieder einspielen, ist es halt nicht gut für den Stream. Aber ja, das ist demnächst auf RLO dann zu sehen. Dann könnt ihr euch da auflegen oder was auch immer. Da könnt ihr auch ganze Playlists erstellen und dann hier Party machen bis zum Umfallen. Gut, Leute, ich gehe mal hier alles noch durch, was ich noch nicht vorgelesen habe. Ich hoffe trotzdem, euch hat dieser Stream gefallen. Auch wenn es, ja, ein 2 Stunden 38 Stream kommt, der geht schon durch. Das ist okay. Das ist okay. Das ist gleich lang wie letztes Mal circa, oder? Ja, doch, fast gleich lang. Royal-Modus werden wir noch weiterhin ausbauen. Ich überlege sogar, ob wir vielleicht so machen, dass es auch Drops gibt. Also so Weapon-Drops, die von oben runterfallen. Wäre halt schon geil. Aber schauen wir mal. Auf jeden Fall gehe ich jetzt hier noch mal alles durch und dann, jo. Weißt du was, ich glaube, ich mache das Feuerwerk im Hintergrund an, weil das schön aussieht. Guck mal. Ja, hey, das sieht schön aus. Das lassen wir an, das sieht geil aus. Jawohl, das lassen wir im Hintergrund an. So, dann gehen wir mal durch hier. Ganz viele Sachen noch nicht vorgelesen. Wo war man denn? Warte, ich muss mal was trinken hier. Oh, ich habe kein Trinken mehr. Nein, mein Trinken ist leer. Ah, passiert. Passiert. Deck Design habe ich vorgelesen. Genau. Also war ich hier oben. Das habe ich alles vorgelesen. Mina Gerst habe ich vorgelesen mit guten Armen. Nena Dragon habe ich vorgelesen. Teshi mal vorgelesen. Ah, hier waren wir. Bei Makana Lump. Vor 2 Stunden. Medikamente, du hast dich vertippt, sie sind verschreibungspflichtig und wenn man Faulheit rückwärts liest, keine Ahnung, hab's nie probiert. Aber den zweiten Witz kenne ich schon mal, Katalump. Ich glaube, den hast du schon mal gedroppt. Mina Gerst, Alter, 49,90 Euro, alles nur für dich und Herzen gehen raus nochmal an dich. Vor 2 Stunden, liebe Mina,
vielen Dank für 49 und die Superchat. Dass das jetzt erst lesen darf. Eieiei. Auch vor 2 Stunden. Finn, in einem Jahr kann ich auf dem Server. Bist der Beste, Finn. Grüße gehen raus. Ich hoffe, bis dahin gibt's den Server noch. Ja, ich denke mal schon. Martin Berger, dritte Spende, Grüße aus Hamburg und kenne dich seit 20k. Liebe geht raus an dich, Martin Berger. Maurice Dunkel, hi, schau dich schon seit 5 Jahren und es macht immer wieder Bock, deine Videos etc. zu schauen. Weiter so, Dankeschön. Sergei ist auch dabei, danke für 1,25. Dann hier, moin Leute, Xyn hier. Ja, moin Leute, Trimax hier. Dankeschön für 25 Eurochen mit Fees, muss man dazu sagen. That's right, 909. Das Abonnieren klappt noch immer nicht. Viel Spaß bei Stream, man kennt's. Ja, ich sag ja immer abonnieren, Glocke aktivieren und für die, die schon abonniert haben, nicht doppelt klicken, bitte. Dankeschön. Sonst deabonniert ihr noch aus Versehen, das wollen wir auch nicht. So. Sergei, danke nochmal für den Euro. Xyns hat. Was? Ne, er stellt Xyns Hundes aber. Aber es heißt Xyn, auch nicht schlecht. Komm, 1 gegen 1 in Fortnite. Fortnite, ja, Bruder, irgendwann mal spielen wir eine Runde Fortnite mit anderen, würde ich sagen. Wotblitz for everyone. Moin Xyn, kennst du mich noch? Kenn ich noch, den Wotblitz for everyone. Der hat ja schon so viel rausgeschallert hier. Hab jetzt erstmal eine Woche Urlaub und werde es genießen. Hab dann viel Zeit, dich zu schauen. PS, kannst du dich grüßen? Also Timmy, grüße mein Timmy, jawohl. Wotblitz for everyone. Kennt man natürlich auch noch. Viel Glück und kennst du mich noch? Leon17, das Glück habe ich heute gut gebrauchen können. Wir haben gewonnen. 2-mal. Wir haben jetzt insgesamt 3-mal im Battle Royale gewonnen. Heftig. Aber Andler hatte heute aber auch Pech, dass er da ganz weggecrashed ist, der arme Junge. Weißt du, er hat sonst die Crashes. Zeschi. So, das war's dann für heute. Dankeschön, Zeschi, Alter. Nochmal 25 Euro Röhnchen, da gehe ich mal auf den Kopf. Dankeschön, Bruder. Wirklich vielen Dank. Mit Fies muss man dazu auch wieder sagen. Elias Perina, RLO, schriftlich angenommen. Bin so hyped. Hast einen Sticker gekriegt. Danke für die Unterhaltung. Leider sehe ich manche Sticker nicht. Das ist immer das Problematikum, dass ich manche Sticker überlese. Weil er so schnell geht. Ich on-stream ihn und dann rattert der Chat durch und dann ist der Sticker weg. Ja, deshalb Sticker. Wäre cool, wenn die mal eingeblendet werden. Kuschel. Peil deine Videos, seitdem du wieder 4 zockst. Kennst mich noch. Kuschel. Kuschel, sag mir was. Grüße ihn raus. Shanital von vorhin. Kannst du meinen Freund Jochen den Rochen grüßen? Weil er vorhin genailed hat. Ja, Jochen den Rochen grüß mal. Die Münchner Freundin ist auch wieder dabei. Und Sohn grüßen dich. Deine Fans forever. Ja, ey, die kennen wir ja auch noch. Aber schön auch mal wieder euch hier zu sehen. Ich glaube, ihr seid eh immer im Chat drin, ne? Also, ja. Ja, doch, doch. Ihr seid eh meistens dabei. Dome LP, rockt das Royal und tschüss Wochenende. Dankeschön, zurück. Magdalump, wenn ein Schizophrener mit Selbstmord droht, ist es eine Geiselnahme. Eigentlich schon, ne? Nach mir wurde ein US-Bundesstaat benannt. Träumen weiter. Utah. Oh mein Gott. Utah. Der arme Utah. Bilroy, Dankeschön für 2 Euro und der Stadt Brüxüren. Moinsen. Jochen, der Rochen, er hat sich einfach umbenannt. Erik draus. Hab mich jetzt auf dem Rad umgenannt. Grüße an Chandl und Andl und das ganze RNO-Team. Ihr seid der Hammer. Meine Freundin Shanital und ich feiern euch so mega, haben deswegen auch mit RP angefangen. Ich hoffe, ich Shanital, dass ich das richtig ausspreche. Aber Jochen, der Rochen, Erik draus. Dadurch, dass du dich umbenannt hast. Das ist super. Gefällt mir. Immer so bleiben. Die kleine Fußballspinne haut ein Fuffi raus, Alter. Bin jetzt dabei. Also, dass ich vorgehe, mit dem Moped, stimmt. Nightdrive, Illumat Matte oder Illumate. Nee, Illumatte soll das heißen. Grüße mal den Ver. Was? Verpixend YouTube von letztes Mal aus Ehre. Verpixeln. Nee, ver. Wie kannst du denn nicht verpixeln, sondern irgendwie anders? Verplant YouTube oder so. Verplant YouTube soll das heißen. Das X muss man anders aussprechen. Xyns Hund ist es aber nochmal. Er heißt nochmal Xyn. 1 gegen 1 in Fortnite, immer wieder gerne. Freddy. Hoffe, dass wir bald von RLO, bitte wir alle mal einen großen Test machen dürfen. Idee ist mega. Freddy, Test von RLO oder was? Oder meinst du von GTA Royale? Ich bin gerade verwirrt. Jawohl. Aber Freddy, grüße ihn raus. Auch mit Fies. Amit haut noch raus. Dankeschön, Amit. Und der André haut auch noch 90 Cent raus. Dankeschön. Demon King auch am Start. Kurze Frage. Wer geht mit dir Gassi? Ihr Schandl. Wenn das niemand macht, mache ich das. Nee, Schandl. Alles gut. ATV Mods, danke für den Euro, dann Code Rain Doc abonniert und Glocke aktiviert, nicht vergessen, das ist ganz wichtig und richtig. Der Dennis schallert raus und schreibelt, wie lange ist die Bewerbungsphase noch offen? Bis heute. Um 0 Uhr machen wir sie zu, also habt jetzt noch eine Stunde Zeit, circa eine Bewerbung zu schreiben. Dann ist sie zu ab heute. Haben auch gesagt, dass wir sie zumachen. Johannes, danke für 2 Röhrchen an der Brudi. 1 zu 7, Brudi. Könntest du vielleicht mal einen neuen Tankstellen-Simulator spielen? Habe ich mir schon mal überlegt, vielleicht mal. Oder wieder Minecraft eine Runde. Warum nicht, ne? Lucifer, Servus, kennst du mich noch? Es wird halt nicht alt. Es wird nicht alt. Magalump.
Oh mein Gott. Dass ich das, Magalu, wenn ich das hier vorlese, kriege ich erstmal gesperrt, wenn ich das hier lese. Das ist dann 18 plus. Aber das kann ich hier vorlesen. Ich würde gerne zwei Brötchen mit Käse kaufen. Wir nehmen nur Bargeld. Ey, ohne Scheiß. Das wäre, no shit, das wäre so ein Moment, wenn ich an einer Ding arbeiten würde, an der Theke. Ich wäre genauso lost und würde sowas sagen, Alter. Ich würde gerne zwei Brötchen mit Käse kaufen und ich würde einfach sagen, ja, wir nehmen aber nur Bargeld. Das ist wie bei der Bank, wo ich nachgefragt habe, wo die Dame mich gefragt hat, wie ich mein Geld ausbezahlt haben möchte. Und ich habe gesagt, in bar bitte. Und die meinte halt, ja, welche Scheine wollte ich das Geld? Ich glaube, ich habe 200 Euro das abgehoben. Und die fragt halt so, ja, wie wollen sie es denn haben? Und ich sag, ja, bar bitte. Und die meinte halt, welche Scheine ich haben wollte, Alter. Die hat mich dann mit so einem Blick angeschaut und dachte sich nur so, oh mein Gott, was ist denn da schon wieder los? Ja, ich bin so wieder komplett vermasselt. Ist erstmal wieder in der Bank gewesen. Nee, ich war seit dem Tag an war ich, glaube ich, nicht mehr in der Bank. Irgendwie so war das. Ich hab nie mehr was abgehoben. Darf man sich ein zweites Mal bewerben? Nein, wenn du abgelehnt worden bist, dann nicht. Dann musst du bis zur nächsten Bewerbungsphase warten. Mikeson, meine erste Spende, schau dich schon seit Real Life Mod. Bist der beste YouTuber. Dankeschön, Mikeson. Zeissen ist auch dabei. Er ist einfach Zeissen. Lustiges Tanzverbot sagt auch Zeissen. Das ist ganz schlimm. Aber Liebe geht raus an Tanzverbot, das ist so korrekt. Ich habe letztes Mal, ich habe mir nämlich letztes Mal ein bisschen bei Twitch so reingeguckt und da gerade Tanzverbot hat da gestreamt. Und da habe ich mir das mal angeguckt mit den Bits. Eigentlich wollte ich Butti was spenden. Ich habe dann Bits gekauft und wollte die Butti geben, weil Butti einmal auf Twitch gestreamt hat. Und da habe ich gemerkt, okay, ich kann diese Bits, kann ich Butti nicht geben, weil Butti kein Partner ist. Ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Dann bin ich zu Tanzverbot ins Stream und Tanzverbot weiß ich, der ist korrekt, der ist am Boden geblieben. Und dem habe ich das dann gegeben. Den habe ich dann, glaube ich, 1700 Bits oder 1400 Bits habe ich dann donated. Das waren so umgerechnet, glaube ich, 35 Euro oder so. Das hat sich voll gefreut. Und der hat sich sogar noch nicht erinnert, weil der mal auf mich reagiert hat, weiß ich noch, in einem Stream. Und der hat mir dann auch so mit mir so ein bisschen gequasselt so im Stream. War aber ganz chillig. Auf was wollte ich jetzt eigentlich raus? Ey, was wollte ich sagen? Wegen Tanzi? Also weiß ich gar nicht mehr. Nee, aber ich habe jetzt mal Twitch mal angesehen, genau. Aber da war ich auch wieder so lost, weißt du, ich kaufe Bits ein, denke mir so, die kann ich dann Butti geben und dann merke ich, oh, warte mal, geht ja gar nicht. Erstmal Bits gekauft, Alter. So geil. Aber ey, Twitch so richtig unsympathisch, weißt du, ich frage mich bei Twitch so nach, ja, wie das ist, wegen Name vergeben, ne, weil es gibt auf Twitch, gibt's jemanden, der heißt halt Xio, ne, wenn du Twitch eingibst, Twitch.tv/Xio eingibst, ne, dann kommst du, also ich bin ja gerade auf diesen Account, dann kommst du auf einen Account mit 11 Followern, der schon seit Jahren inaktiv ist. Der ist seit Jahren inaktiv, der macht gar nichts da drauf, nichts. Und ich habe halt so bei Twitch angefragt, wie das ist, wegen Namen und so, ob man ihn da übernehmen kann. Und dann so, ja, das können wir nicht. Aber ich weiß, dass dieser Account eben schon seit 5 Jahren ist der Account vergeben an jemanden, der sich einfach so genannt hat und den nicht nutzt. Gar nicht. Er macht nichts damit. Und seit 5 Jahren. Vielleicht lockt er sich einmal im Jahr dort ein. Ich weiß es nicht. Weil den gibt's halt immer noch, den Account. Und dann sagen sie so, ja, die können nichts machen. Und wenn der Name vergeben ist, ist es halt vergeben. Geil. Danke, Bruder. Muss los. Nee, das stört mich so ein bisschen. Aber okay. Weil es ist halt schon cool, wenn du dann /Xion eingibst und dann hast du direkt den Account. Aber vielleicht, ich weiß ja nicht. Vielleicht macht da Twitch schon mal irgendwas, wenn man Partner wird oder so. Weil ich bin ja kein Partner. Vielleicht, solange du keine Partnerschaft hast, denken sie so, jo, ist mir eigentlich scheißegal. Such dir halt einen anderen Namen aus, so in der Hinsicht. Aber gut. Hat mich dann auch ein bisschen gedacht, ja, gut, dann halt nicht. Gut. Ich glaube, die einzige Möglichkeit ist das irgendwie, dass du den Namen komplett eintragen lässt. Also, da musst du dann zu einem Amt gehen, musst dann 500 Euro oder was zahlen, dann kriegst du den Namen eingetragen und gehört er dir. Konnte ich auch machen. Ja, moin. Gibt's News zum 31er? Leute, das ist alles RP-technisch und ich war jetzt nicht im RP. Also gibt's keine News. Es gibt nur eine News gibt's zu dem 31er. Das ist jetzt vielleicht eine Info für euch. Der eine Dude, der bei uns angekommen ist und den kompletten Namen von dem Cop hatte, der undercover war, der uns verraten hat, der hat gebetet. Der ist raus aus dem Server, den haben wir rausgebannt danach. Wisst ihr noch, wo ich dort gestanden bin? Und ach, warte, ich zeige euch den Clip einfach. Ich zeige euch den Clip. Dann wisst ihr, was ich meine. Dann habe ich den so ausgefragt und der meinte dann ja so, ja, er weiß, er will mir den nicht geben, den Namen, wo er das her hat. Weil hier war das, hier, die Stelle. So immer, und er muss den vorbeibringen. Und sag ihm, das ist seine einzige Aufgabe. Ja, hier war das, glaube ich. Ach du Scheiße. Wo habe ich gearbeitet? Das war's. Wo war denn das hier? Warst du im Krankenhaus? Oder wo bist du? Ist er dann hier reingekommen und hat nochmal gelabert hier drin.
Hör mal auf den Kopf. Ich weiß es, ich habe jetzt unscheiß Angst. Da hier war das. Der Start. Hier war das, passt mal auf. Ich blende euch das mal ein. Also der Part hier, ne? Das Gehirn weggeblasen hat, entweder das, oder ob er wie ich auf den Kopf gefallen ist. Oder? Ja. Ich finde das lustig, dass ich mich selber überdecke. Also der Typ da, hier, der ist raus vom Server. Der hat gemeter, der hat einen Metapeter gemacht, weil ich, weil am Ende des Tages ist dann der Typ zu mir gekommen, und hat dann gesagt, ja, ich sag jetzt nicht, wer es war natürlich, hat dann zu mir gesagt, ja, es wissen nur zwei Leute auf dem Server meine Namen als RP-Charakter. Und dann haben wir ihn hier, haben wir dann reingezogen in Discord und haben den halt gefragt, ja, wo hast du den Namen denn her? Und er hat zu uns gesagt, ja, den hat er von irgendwem gehört, von irgendeinem anderen Spieler und er weiß nicht mehr, wer das war. Und dann haben wir ihm zu ihm gesagt, ja, oder hast du es vielleicht doch außerhalb vom RP mitgenommen, also zum Beispiel aus dem Livestream aus Versehen. Und dann hat er gemeint, ja doch, das kann schon möglich sein. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, dann hast du mich aber gerade angelogen, weil du hast mir gerade vorhin gesagt, das war ein Spieler, aber das war ja gar kein Spieler. Und dann war es klar und dann hat er es auch zugegeben in irgendeiner Hinsicht und dann haben wir ihn halt perma gebannt. Weil wir gesagt haben, wenn Leute aus dem Livestream so Informationen sneaken, ne? Der hat die aus dem Livestream gesnackt. Da sagen wir, da gibt's perma. Permaban. Das ist immer ganz hart. Das ist das Einzige, ich sag euch, wie es ist, wenn ihr metert, das ist das Einzige, wo wir sagen, da gibt's direkt einen Permaban. Oder wenn halt wer direkt RDMt, also 50 Leute oder so, probiert abzuknallen oder halt so 3-4 Leute ohne Grund abknallt, dann ist das auch okay. Dann macht das RDM. Aber alles, was so Metapeter ist, wird bei uns, dadurch, dass wir drauf streamen auf dem Server, wird direkt ausgeschlossen. Also wenn ihr auf RLO spielt und er fängt an zu metern und wir kommen drauf, dann ist das schlecht für euch. Genauso ist es. Nee, wollte ich nur sagen, also das ist das Einzige, wo wir draufgekommen sind, dass der Metapeter gemacht hat. Und der ist jetzt draußen vom Server. Also das war der eben gesagt hat, was der Name von ihm ist. Das ist das Einzige, was ich euch mitteile. Weil mehr weiß ich jetzt im RP nicht als Charakter. Mehr weiß ich ja nicht. Gut, was haben wir hier noch? Soll ich noch ein paar Leute durchgrüßen? Soll ich das nur machen? Ich glaube schon, ne? Wo ist denn der M3 F80 und der New Charger Markt, in Klammern RLO? Welchen meinst du denn? New Charger Markt? Hatten wir sowas mal? M3 F80 hatten wir mal auf RLO, den haben wir weggemacht, weil der High Poly war. Den haben wir schon lange nicht mehr drauf. Ich meine, den gibt's zwar noch, den kann ich spawnen. Warte. Ich glaube, den kann ich sogar hier noch direkt spawnen. M3 F80, wenn sie nicht ganz irrt, oder KF80. Ah, hier. Den hier, ne? Den haben wir immer noch auf RLO drauf, aber der ist leider High Poly und der sieht innen nicht so schön aus. Guckt das mal innen an. Und den haben wir dann rausgeworfen. Weil er sonst zu Missing Textures oder so fühlen könnte. Und der ist auch nicht gut. Guck mal. Der ist halt. Ich glaube, vorne war es. Irgendwas kann der nicht. Irgendwo hat er auch noch ein Problem. Ich weiß nicht mehr genau was. Aber ist nicht so gut. Fabian Meter, danke für den nice Stream. Ich habe zu danken. Danke fürs Dabeisein. Und David, hallo, kannst du mich und meinen Bruder Luca grüßen? Und zwar Luca und David auf alle Fälle. Sogar mir ist der Schwarti zurücktreten anscheinend. Ja, habe ich jetzt auch on Stream mitbekommen. Und Zeisen. So. Gut. Dann würde ich sagen, ich grüße noch ein bisschen durch hier. Ein paar Leute, die noch aktiv sind. Die sich jetzt noch mal gönnen können, hier grüßt zu werden. Machen wir ja nicht mehr alle Tage, merke ich so. Aus dem Grund, warum eigentlich mal nicht einmal eine Durchgrüßrunde machen. Weil jetzt ist noch nicht so spät. Aber eine Durchgrüßrunde, eine kleine. Wolltest wegen Tanzi meine Dono vorlesen? Ah, warte mal. Was hast du nochmal geschrieben? Ich bin gerade so verwirrt, Alter. Ich bin gerade so heftig verwirrt, was da nochmal war. Wolltest wegen Tanzi meine Dono vorlesen? Das ist, was habe ich denn gemacht gerade? Ey, bin ich so lost, dass ich das jetzt nicht mehr weiß? Ja, guck mal, ich bin halt das Kurzzeitgedächtnis mal wieder so im Arsch. Und Zeissen, Alter. Warum nennst du nicht Zeissen? Warum nennst du dich so? Das ist ja schrecklich. So. So sprechen mich Leute. Ach so, jetzt weiß ich wieder, wegen deiner Donation, weil du so geschrieben wirst. Ach so war das, stimmt. Weil du Zeissen heißt, ja, ja. Nee, weil das ist halt echt schrecklich, weil so viele Leute das falsch aussprechen und Tanzi spricht das halt auch falsch aus. Aber ich hab er streamt gerade. Er ist gerade am Stream. Was streamt er denn gerade? Schauen wir mal rein. Ach, wieder New World. Das ist gar nichts für mich. Ja, Leute, sonst lasst mir nicht den Stream. Ich weiß, man kann ja auf YouTube, kann man ja leider nicht hosten, aber so schaut gerne bei Twitch bei Tanzverbot vorbei. Der ist so nett, der ist wirklich nett und der streamt und das ist chillig bei dem. Also ich finde, das ist so einer der Streamer, wo ich gerne so eher das so privat gibt. Ohne Scheiß, das finde ich echt schön. Aber der spielt hier gerade. Ja, New World. Ist zwar kein Spiel, was mich bockt, aber. Viel knapper kann es gar nicht mehr werden.
Aber es ist trotzdem entspannt beim Zuzugucken, finde ich. Bei Tanzi ist egal, was er spielt, es ist einfach entspannt zuzugucken. Das hier wird mein Endlevel. Könnt ihr mal Liebe dalassen bei ihm auf Twitch. Er streamt nämlich gerade mit 2500 Zuschauern. Können wir auch mal reinmeddeln. Die Xion Army kommt rein. Aber spammt ihn bitte nicht voll. So. Gut, dann durch ich jetzt mal durchgrüßen. Grüßen wir mal durch hier. Nee, weil ich sag ganz ehrlich, Tanzverbot, der ist so bodenständig, der Typ. Ich schwöre euch, das ist, der ist so lieb und nett. Das ist unglaublich. Den will ich am liebsten gerne drücken. Aber leider zu weit weg. Und ich kenne ihn leider in Real Life nicht so wirklich. Also Tanzi, ich kenne dich zwar nicht so in Real Life, aber so wie er sich in seinen Livestreams gibt, er ist einfach real. Wisst ihr, was ich meine? Er ist einfach real und sagt das, was er sagt. Und das finde ich so schön. Es gibt so wenig Leute, die einfach real sind auf YouTube oder Twitch. Und er ist einer davon. Und das finde ich sehr schön. Deshalb kann ich mich, deshalb finde ich das so schön bei ihm. Ja. Also die geht nochmal raus an Tanzi. So, schau mal durch. Jetzt tun wir ein bisschen durchlesen hier. Also bitte wir durchgrüßen. Den Hallo Toast grüße ich. MysteryX47 grüß mal. Xion Hundebutter grüßen wir noch. Kerzes TV grüßen wir noch. Kevin Jenski grüßen wir. Oh. Macht es Pinguine traurig, dass sie keine Knie haben? Sag mal hallo Kevin. Hallo Kevin. Ich kann leider nicht so wie Andel winken. One Speed grüßen wir. Lukas Veit grüßen wir. Dann Chris Nemlo will grüßen wir als VIP. Die ganzen VIPs gehen wir sowieso durch. Links und Daniel grüßen wir als VIP. Bella Marie, danke fürs Moderieren. Grüße gehen raus, weißt Bescheid. Lukas Gaming grüßen wir noch als VIP. Chris Nemlo will grüßen wir noch als VIP. Big Mac 2.0 grüße ich Big Mac. Big Mac Bande weg, Bruder. Der Klebestift ist auch wieder dabei. Danke auch fürs VIP sein. Grüße ihn raus. Xion zu 07. By the way, eines meiner Top. Ist wirklich einer meiner Top-Donator. Habe ich letztes Mal wieder. Ich habe letztes Mal jetzt so spaßhalber geguckt, was so auf Tippi abging. Und Xion 07 ist eines der Top-Donator und ist einfach auch schon seit über einem Jahr VIP, wenn du denkst. Einfach heftiger Support an dieser Stelle. Zocker TV grüßen wir noch als VIP. Auch schon seit über einem Jahr. Kann grüßen wir noch als VIP, genau. Axel Wolf grüßen wir noch als VIP. Blackzocker 92 grüßen wir noch als VIP. Der Klebestift haben wir schon gegrüßt, genau. Leon Lorenz grüßen wir noch als VIP. VIP. Links grüßen wir noch die Linda. Linda auch als Moderatorin dabei. Grüße gehen raus und Liebe geht raus. Grüße zurück, Dankeschön. Ja, ich sag ja mal, vielleicht spielen wir mal zusammen auf eine Runde, Dings, wie heißt es nochmal? Tau United, hätte ich jetzt echt mal Bock, echt, ohne Scheiß. So einfach aufgechillt. Tatscha oder Tacha, grüß mal als VIP. Dann Hundhund, grüß mal. Zockerschnitzel, grüß ich. Winsebus T, grüß mal noch. Der Winsebus. So, dann haben wir noch alles. Yoshi-san grüß mal noch, Rob Jump grüß ich noch, The Melvin grüß mal, OneSpeed grüß mal, ah, Kurt Walker auch am Start, Bruder, Liebe geht raus, Hagim und Krei um die Ehren, Brüder, grüße gehen raus an euch. Marcelin, was? Marcelino 205 wird auch nochmal gegrüßt. Adriano grüß mal, den Ben grüß mal, Mike grüß ich, Andy Mick grüß mal, Tim107 grüß ich, Dr. Pommeskiller grüß mal, Matthias wird noch gegrüßt, HappySword 258 grüß mal, den Finn grüß mal, Miran grüß mir noch, Daniel grüß ich. Dann haben wir nur alles. Xion Hundemutter, Alter, die Namen sind echt. Xions rechter Hoden, wo ist denn der eigentlich, wenn man mal wieder braucht? Xions rechter Hoden und linke. Ah, gibt's aber auch bei Monte, ne? Xion, Montes linke und rechter Hoden. Ich fühle mich vernachlässigt. Nee, Peter No Name wird gegrüßt. Es gibt auch Xions rechtes Nasenloch, linkes Nasenloch, linkes Ohr, rechtes Ohr. Ihr könnt damit wirklich mal die ganze Autonomie des Körpers nachbauen, wenn ihr drauf Bock habt. So, Jason, darin grüßen wir noch. Dann Knalltütengang wird gegrüßt. Florian 107, grüße ihn raus. Alexander, grüßen wir. Den Mike, grüßen wir. Officer Henry. Henry, grüße ihn raus. Lukas Gaming auch noch. Leon 107. XX Daniel wird auch gegrüßt. Die ganzen VIPs auch noch am Start. Lofmi 1207, danke fürs VIP-Werden gerade. Vor ein paar Sekündchen. So, JP. Vanilla wird noch gegrüßt, Adriano wird gegrüßt, Patrick Schröder grüß mal, Timian07 grüß mal, RP Movies grüß mal, Mikey Mike wird noch gegrüßt hier, Labyverbot grüß mal noch, Xions Reizdamm, das ist perfekt, der passt, das ist ein guter Name, hast du gut ausgesucht. Brauchst noch ein eigenes Icon dafür. Der heilige Edcard, den grüß mal auch. Julian Rieser wird noch gegrüßt, genau. Lukas Gaming, der wünscht auch allen eine schöne gute Nacht, so machen wir das. MXW mit kannst du mich grüßen auf eine ironische Art und Weise, aber wird auch gegrüßt. Chameleon dort auch am Start, auch schon so lange dabei. Geiles neues Projekt, jawohl. Danke, dass es dir auch gefällt. Freut mich. Q
Kysons kalte Hundeschnauze. Aber immerhin nicht meine, es ist die von Kyson. Das bin ja nicht der Kyson. Der Kurt ist auch dabei, dankeschön. Grüß mal auch. Den Paul 2129 grüß mal noch. Was? Sleepless Gamer grüß mal. Alter! Hi, da du. Da du der Best bist. Der Best! Die Hundenase! Liebe geht raus an dich an dieser Stelle. An die Hundenase. Die Hundenase immer am Start, alle ohne Scheiß. Vielen Dank. 50 Euro wieder dagelassen. Nee, ich muss wirklich sagen, das ist echt zu viel, weil Xion Hundenase an so 7, ohne Scheiß, der ist einfach Top-Donator bei mir. Ich kann nochmal nachschauen. Weil ich letztes Mal erst nachgeguckt habe, ey, das ist so heftig, was du schon reingesammelt hast, deshalb bitte übertreib's nicht. Willst du wissen, was du bei mir. Ach so, das lädt wieder eine Stunde, ne? Das lädt einmal wieder eine Stunde durch, wenn ich das vorlese. Da zieht's euch die Nägel zieht's euch da weg. Was der hier in einem Jahr donated hat, das ist, was da zusammenkommt. Viele merken das auch gar nicht, wenn sie 1-2 Euro da lassen und dann immer wieder und immer wieder. Das summiert sich so extrem, aber er haut einfach ein Fofi raus mal wieder. Also ist komplett krank. Komplett krank. Aber wirklich, euer Support ist echt heftig. Also ich sag immer, my Community ist vom Support her echt krass. Also ihr ermöglicht mir echt viel, muss man schon sagen. Also wirklich Liebe und Danke geht raus an euch. Ist nicht selbstverständlich an dieser Stelle. Ist wirklich nicht selbstverständlich. Ja. Ja, das lädt zu lange. Ey, weißt du, Xenonase, vielleicht willst du es gar nicht wissen, Alter. Vielleicht willst du es. Ich habe nämlich letztes Mal bei Tippi reingeguckt und da wird es immer aufgelistet. Da war es nämlich direkt da. Aber ich glaube, vielleicht willst du das gar nicht wissen. An dieser Stelle. Vielleicht will das gar nicht wissen, Alter. Nee, Zeissen auch wieder am Start. Einfach, weil ich dich supporten will, finde ich einfach krass sympathisch. Liebe geht raus. Zeissen. Schöner Name. Vielleicht hätte ich mich so nennen sollen. Dann hätte mich jeder richtig ausgesprochen, weil mich jeder irgendwie falsch ausspricht. Ja, pass mal auf, ja doch, ja komm, ich sag's einfach. Die letzten 365 Tage, nur von Xion Hundenase an so 7, knapp über Desmodan, und Predox kommt danach, dann haben wir noch Green Tree, das sind so die Top-Donator gerade, über Tipi-Stream aber jetzt, nicht über Superchat, das ist jetzt Tipi-Stream. Xion Hundenase an so 7 auf Platz 1 mit 2522 Euro die letzten 365 Tage. Und das ist echt viel, Bruder, das ist wirklich viel. Bist du deppert. Ja, auch wenn du es nicht wissen wolltest, hier hast du es. Das ist, ich frage mich immer, warum das die Leute machen so viel. Das ist, also ich kann es nicht nachvollziehen. Aber das sind 2500 Euro. Gut, es ist jetzt auf ein Jahr verteilt, schon klar. Aber das ist trotzdem viel Geld, Leute. Das ist heftig. Ich kann mal gucken, Top-Sponsor, da gucke ich eigentlich nie rein. Top-Sponsor bei YouTube eigentlich, ne? Nee, Top-Superchat war das. Das habe ich noch nie geguckt. Top-Superchat gibt's jetzt. Aha, Top-Superchat. Das wusste ich, ey, da gibt's, ist aber neu, der Abschnitt. Es gab immer nur Top-Sponsor, aber Top-Superchat ist mir jetzt neu. Ich lasse das mal durchladen, vielleicht kommt da noch was bei raus. Über 2000 in 365 Tagen, Leute. Das ist heftig viel. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht irgendwie außersehen geleakt, dass der Typ anscheinend, dass der Typ einfach immer raushaut. Aber ich glaube, letztes Mal wollte er es auch wissen. Weil ich glaube, er selber sieht das ja gar nicht. Den Charger-Markt, den Fox gefahren ist, wo ist der? Den Markt-Charger, den Fox gefahren ist. Boah. Das Problem ist, wir hatten so viele Markt-Charger auf RLO schon, das ist unglaublich wie viel. Wenn du ein neueres Modell meinst, die Charger haben ja fast alle rausgeschmissen, weil die immer Probleme gemacht haben mit Missing Textures und so. Und da war Fox immer voll traurig, da kann ich mich noch dran erinnern. Aber ich weiß jetzt, ich glaube, ich weiß, welchen du meinst, aber ich weiß nicht mehr, wo der her ist, weil meistens hat Fox die Fahrzeuge damals sich ausgesucht, die er eben haben wollte. Und das war so ein Auto, das er haben wollte. Und da weiß ich nicht mehr, wo er es her hatte, den Charger. Kann ich dir leider nicht mehr sagen. Am besten schreibst du Fox an. Am besten schreibst du ihn an. Ich will es wissen. Ja, aber jetzt habe ich es eh schon gesagt. Jetzt ein bisschen spät die Dodi angekommen. Ein bisschen spät angekommen. Nee, alles gut. Aber das, ich glaube, diese Top-Superchat-Dodis, die laden ganz schön lange. Ne? Die hören gar nicht mehr auf zum Laden, Leute. Ich glaube, die brauchen eine Stunde, bis sie fertig geladen sind. Linda fragt, was arbeitet ihr alle, dass ihr das leisten könnt? Naja, du, es gibt halt Leute, es gibt immer Leute, die ein bisschen mehr Geld haben und für die ist das dann nicht so schlimm. Für die ist dann zum Beispiel ein Tausender, ist wie für einen anderen vielleicht ein Hunderter auszugeben, weißt du? Das ist eben das, wo ich immer sage, das kannst du nie so einschätzen. Und deshalb, ich selber kann zum Beispiel auch nicht nachvollziehen, 1000 Euro so einen Streamer zu geben. Ich könnte das, ich verstehe es halt nicht. Ich bin so ein Mensch, ich verstehe es nicht. Warum das Leute machen. Ich denke mir immer so, ja, es ist möglich, man kann es machen, aber das ist halt trotzdem zu übertrieben, weißt du? Ich denke mir so, ja, vielleicht mal ein Fovi da lassen, vielleicht mal ein Huni irgendwo, das geht. Ich habe zum Beispiel mal
ich glaube, das war bei Lars, bei Funfairblog, der hat sich einen Greenscreen auf Donation Goal gesetzt. Ein Greenscreen. Der hat, glaube ich, 150 gekostet und da haben noch 100 Euro gefehlt. Dann habe ich dem 100 Euro donated. So eine Kleinigkeit eben. Also, da denke ich mir so, die kenne ich so, mit dem habe ich so ein bisschen Kontakt und so. Und da denke ich mir, komm, da haue ich doch die 100 drauf, dann kann er sich den Greenscreen kaufen. Aber jetzt da 1000 Euro reinzuballern, das ist halt echt heftig viel. Das ist echt heftig viel. Also, aber es macht, ich weiß, dass es viel Spaß macht, viel zu donaten. Ich weiß das. Mir selber macht es auch Spaß, muss ich sagen. Also, ich habe letztes Mal gemerkt, wenn ich mal irgendwo, ich donate ja auch ab und zu mal, aber das sage ich meistens gar nicht. Irgendwo donate ich mal rein und ich weiß, das kribbelt so im Finger so ein bisschen, mal irgendwas zu donaten, ganz klar, aber trotzdem Tausende von Euros zu donaten, das ist halt echt, da musst du schon einen guten Job haben. Da musst du wirklich einen guten Job haben oder du verschuldest dich und das hoffe ich immer nicht. Ich hoffe immer, dass die Leute das mit Bedacht machen. Und ich verstehe aber, dass mich Leute supporten wollen. Das ist das Schöne, das verstehe ich. Aber wenn du dann zum Beispiel auf einmal so 500 oder 1000 Euro, das ist halt so viel Geld, Alter. Das ist so viel Geld. Selbst für mich ist das viel Geld, Leute. Das ist nicht so, dass ich sage, das ist wenig, das ist viel. Ich will so noch RP, ich bin am Durchgrüßen. Eigentlich, aber ich talk schon wieder so viel, merke ich. Hat einfach Fortnite Deluxe Edition erstellt. Ist halt so. Leon, wir haben das bessere Fortnite erstellt. Es ist so. Tamara. Aus Luxemburg. Wir lieben dich sehr much. Wir laufen dich sehr much. Und grüße ihn zurück an Tamara nach Luxemburg. Und an die Leute, die da auch noch zugucken. Luxemburg. So klein, aber trotzdem Zuschauer dort. Heftig. Kannst du bitte die Bierkette zeigen, die neue? Auf dem Server nicht, nein. Die kann ich euch noch nicht zeigen. Ich glaube, die crasht immer noch raus. Oder Andl hat sie gefixt. Ich bin mir aber nicht sicher. Und ich weiß den Spawnnamen gerade nicht auswendig. Werde ich euch aber noch zeigen. Einfach ein bisschen Geduld haben. Arbeitet Schandl? Schandl wird bald für mich arbeiten. Bald. Also Schandl wird höchstwahrscheinlich bald Videoschnitt für mich machen. Das ist gerade im Kasten. Also ich schaue, dass sie bei mir angestellt ist. Eigentlich ist das, was sie jetzt macht, ist nämlich eigentlich alles Managen von mir. Das ist das, was ihr Job gerade ist. Und bald wird sie höchstwahrscheinlich für mich Videos schneiden. Das finde ich ganz geil. Also so nicht für einen Wuppel-Kanal, sondern für einen Hauptkanal. Wuppel macht ja Dario und für den Hauptkanal wird dann Schandl machen. Und das finde ich dann schön, dass dann so, dann bleibt das Geld so in der Familie. Dann gebe ich ihr Geld fürs Videoschnibbeln. Ja, ist ja so. Da muss ich, ja, genau. Die macht dann eben für den Hauptkanal höchstwahrscheinlich. Also, weil derzeit managt sie E-Mails und so weiter. Ja. Weil das eine Million Abonnenten-Special. Ach, das dauert jetzt gerade noch. Weil jetzt derzeit ist kein, derzeit ist ja nicht so ein Abo-Hype da oder sowas, wo ich sage, ja, jetzt geht's richtig ab. Derzeit steckt das so ein bisschen, aber ich glaube, das liegt einfach daran, weil halt jetzt gerade jeder GTA-RP spielt, ne? Damals war das so was Besonderes. Wir waren so, ja, nicht die Ersten, aber so schon einer der Ersten, die so RP gemacht haben oder einen Server aufgebaut haben. In 5M sowieso. Ich war ja bei 5M schon dabei. Da hat Take-Two das dann mal down genommen und dann haben die das nach Russland verschifft. Da war mal 5M für ein halbes Jahr down. Ich habe schon die Beta-Vorversion von 5M gehabt. Und hab da probiert, einen Server aufzubauen. So lange ist das schon her. Und dadurch, dass jetzt irgendwie jeder RP spielt, merkst du so richtig, es teilt sich gerade so ein bisschen auf, aber ist nicht so schlimm. Deshalb, wir haben auch gesagt, RP ist das eine, aber immer nur RP spielen, das ist nicht mehr so das, was es ist, ne? Also ich merke an mir selber, wenn ich jeden Tag RP spiele, das ist mir dann zu viel. Guten Tag. Oh, das ist Miezen, hallo? Wann streamst du RP wieder? Nächstes Mal, ich glaube, nächstes Mal werden wir RP weiterspielen, mal schauen. Aber ich denke mir so, jedes Mal RP ist auch langweilig und deshalb haben wir dieses GTA Royale jetzt gemacht, weil es mal ein bisschen was anderes ist, nicht mal dasselbe und ein bisschen mehr mit Shooting und so. Aber wir haben ja noch was anderes geplant, aber da schauen wir noch und ja. Ich will nicht immer komplett RP spielen und das ist, also ich finde RP ist mittlerweile ein bisschen ausgelutscht, muss ich ehrlich sagen, obwohl ich einen RP-Server habe, aber es ist einfach teilweise ausgelutscht. Ich muss aber sagen, die letzten Streams im RP haben mir echt gefallen. Das waren seit langem wieder Streams, die mir selber gefallen haben. Weil einfach wieder Action war, was wir eine Zeit lang nicht hatten. Wo einfach nichts passiert ist. Aber ja, ich sag so insgesamt, RP ist gerade Aber jo. Wie oder wann geht's weiter als Cop? Weiß ich noch nicht. Ich bin mit dem Charakter noch gar nicht als Cop drin eigentlich. Ja. Mach bitte wieder GTA 5 Real-Life-Mod. Habe ich auch schon überlegt, die wieder zu machen. Oder halt Real-Life-Mod auf 5M wäre auch eine Möglichkeit, dass wir halt
unter Anführungsstrichen dann die Schauspieler haben, dass wir nicht mehr mit NPCs rumlaufen. Das wäre auch cool. Aber kann ich halt dann nicht immer alleine aufnehmen. Das war das Coole. Der Real-Life-Mod konnte ich immer alleine aufnehmen. So, ich mag Bäume, also 7 grüßt man noch. Lucifer haut noch raus. Servus, wie geht's? Sehr gut. Ich grüße jetzt nur noch durch eigentlich. LSPDFA ist auch geil, aber das crasht immer so oft. Also LSPDFA, da weiß ich noch, da bin ich damals in den Aufnahmen gesessen und es hat mich so getriggert, weil er 3-4 Mal abgeschmiert ist. Das hat mich immer so hart getriggert, aber mal schauen. LSPDFA eher gerade weniger, weil da denke ich mir, da habe ich auf dem RP-Server mehr Spaß. Ist im Hype und fühlt sich halt ein bisschen auslutscht an, genau das meine ich, ja. Es spielt halt jetzt jeder und es ist halt auch nichts mehr Besonderes. Und RP insgesamt, wenn du lang RP spielst, merkst du, du weißt nicht mehr, was du machen sollst. Deshalb sage ich, die letzten Streams waren die besten seit langem wieder, weil endlich mal was anderes passiert ist. Weil sonst war es immer, ja, gehst du hier anbauen, machst du da eine Bank, machst du den Juve und dann war es das halt wieder. Ne? Das ist halt immer so eintönig gewesen. Und jetzt seit letztem Mal, seitdem die US Marshals so ein bisschen alles hops genommen haben, mit diesem 31er da, seitdem ist wieder Action im RP. Seitdem habe ich auch wieder ein bisschen Spaß dran. Weil davor war es echt schon so ein bisschen, habe ich aber auch so gedacht, bockt jetzt eigentlich nicht so krass. Weil du nicht, ich wusste nicht mal, was ich machen soll, ne? Weil es immer dasselbe war. Und jetzt, seitdem die US Marshals da sind, mit 1-7 Hops nehmen, macht es echt wieder Spaß. Das muss ich schon sagen. Aber deshalb, ich habe auch gesagt, ich will ein bisschen vom RP so ein bisschen auch was anderes machen, nicht immer dasselbe. Weil sonst, es macht dann auch nach einer Zeit keinen Spaß, wenn du immer dasselbe machst. Ist halt so. Und ich habe auch gemerkt, ich soll mich viel mehr aufs RP selber konzentrieren und nicht so krass auf die ganze Zeit irgendwas ausrauben oder so, auch wenn das viele immer wollen, raub dies, raub das aus. Aber ich glaube, es ist oft besser, wenn du dich einfach auf RP-Situationen eher einlässt, was dann auch mehr Spaß macht. Du brauchst einen komplett legalen Charakter. Nee, das kann ich nicht. Das ist schwer. Außer das Beste, was gehen würde, wäre halt Polizist, der war halt komplett legal natürlich. So, FK, danke für 1,11 € vorhin. Martin Berger, danke für 90 € und Love Me 1207 habe ich schon vorgelesen, ne? Ja, haben wir vorgelesen. Gut, Leute. Ich feiere deine Cop-RP-Streams am meisten. Ja, jetzt muss ich mal gucken, wie ich mit dem neuen Cop-Charakter, ob ich mit dem gut zurechtkomme. Ich hoffe. Also, Leute, ich würde sagen, wir machen heute mal Schluss. Jetzt haben wir genug getalkt. Ich glaube, war wie viel Minuten damals getalkt? Ist hier eine halbe Stunde, eine Stunde. Also mal gucken, Alter. Ich glaube, wir haben jetzt echt eine. Wir haben jetzt eine halbe Stunde getalkt, ja geil. Gut, Leute, was ist für heute? Haut rein, ich verabschiede mich. Tschüssikowski und macht's gut oder macht's besser, was auch immer. Und ja, ich grüße ja noch ganz schnell italienische Aktion, Mr. Gaming, Kurt Gurt, Kevin, NK, Blude 73, Lukas, Benjamin, Tesch, Julian, Honse oder Honse, das Schnitzel, Sandra, Hund, sind zu 7 Game, grüßen wir noch. Irgendwie The Coin Game. The Coin Game können wir auch mal wieder spielen, stimmt eigentlich. SGM Brothers, danke doch mal und Kann haben wir vorgelesen, genau. Genau, so Leute, jetzt aber wirklich, haut rein, ich verabschiede mich. Wunderschöne Gesundheit im Hintergrund. Und damit war's das. Ciao, ciao. Macht's gut, macht's besser, was auch immer. Tschüss.